So, okay. Ich wünsche einen Nachmittag. Wir sind heute bei der dritten Einheit der Ethik-Seminarreihe Freier Wille und Medizin angelangt, nachdem wir in der ersten Einheit Grundlagen behandelt haben und uns in der zweiten Einheit dem assistierten Suizid zugewandt haben. Beleuchten wir heute das komplexe Thema des freien Willens in der Medizin bei Kindern und Jugendlichen und hier wiederum in sehr verschärften Situationen, nämlich in Situationen, wo potenziell lebensverkürzende Erkrankungen im Raum stehen und wo hier doch eine eigene Komplexität ins Spiel kommt. Wie hier in diesen verschärften Situationen Entscheidungen getroffen werden können, die dem freien Willen der betroffenen Person gerecht werden oder wird. Und wir können dieses Thema ebenso nur in einem transdisziplinären Setup genau genommen halbwegs zufriedenstellend ansprechen. Und im heutigen Programm haben wir folgende Fachexpertinnen, die zu Wort kommen. Das ist Professor Assisi von der Universitätskinderklinik mit den pädiatrisch-onkologischen Aspekten, Frau Magister Susanne Klima aus dem WIGEF zu den juridischen Aspekten, Frau DGKP Manuela Stricker und Frau Dr. Kronberger werden den pädiatrisch-palliativ-medizinischen Aspekt bzw. Palliativpflegeaspekt beleuchten und schlussendlich dann Frau Dr. Leis mit der Perspektive zur pädiatrischen Psychoonkologie. Wir werden wie zuletzt versuchen, die Vorträge mit einer möglichst lebendigen Diskussion zu mischen. Und ja, also wir gehen in medias res und es wird Professor Sisi mal zunächst mit den medizinischen Aspekten eröffnen. Ich share mal zunächst die Präsentation und übergebe dann an Professor Sisi einen Augenblick. Wir haben hier. Jetzt geht es darum, die richtige Präsentation im Share-Modus zu bringen. Ups, PowerPoint hier vielleicht, ja. Ja, gut, bitte. Ja. Vielen Dank, Herr Professor Fellner. Danke auch für die Einladung, dass ich heute zu diesem sehr spannenden Thema etwas referieren darf. Ich bin pädiatrischer Onkologe, genau genommen Neuroonkologe, das heißt so viel wie ich bin Kinderarzt von Ausbildung her und betreue Kinder und Jugendliche mit Tumoren im Bereich des zentralen Nervensystems und darf Ihnen als allererstes einführend einmal prinzipiell etwas über kindliche ZNS-Tumoren erzählen, bevor wir uns dann anschließend dem Thema des Sterbens bei kindlichen Erkrankungen widmen werden. Das ist mir deswegen wichtig, weil die kindlichen ZNS-Tumoren oftmals sehr stiefmütterlich wahrgenommen werden, auch das Wissen darüber leider sowohl in der allgemeinen Bevölkerung als auch in Fachkreisen nicht immer dem entspricht, was wir uns wünschen würden. Die ZNS-Tumoren bei Kindern sind der häufigste solide Tumor überhaupt im Kindesalter. Etwa 20 bis 25% aller kindlichen Tumoren und Neubildungen entfallen auf ZNS-Tumoren. Das entspricht einer Inzidenz von ca. 400.000 Kindern pro Jahr. Und man kann damit rechnen, dass ca. 1 von 2 bis 3.000 Kindern und Jugendlichen im Laufe der Kindheit an einem Hirntumor erkrankt. Das sind sehr aktuelle Daten aus den USA, die zeigen, dass, wenn man sich das Größte anschaut, die Gehirn- und ZNS-Tumoren teilweise sogar häufiger sind als die sonst sehr häufigen Leukämien im Kindesalter. Hier sind Daten von Kindern 0 bis 14 Jahre. Die Anamnesedauer, das heißt vom Auftreten der ersten Symptome bis zur Diagnosestellung, ist variabel. In etwa 60 Tage im Median. Es gibt manche Symptome, die sehr schnell zur Diagnose führen. Es gibt andere, wo das teilweise Jahre dauert.
ist abhängig von der Tumorbiologie und der Art des Symptoms. Ein schnell wachsender Tumor wird schnell zu Symptomen führen, ein langsam wachsender langsam. Auch die Art des Symptoms, wie gesagt, ist oftmals hinweisend darauf, wie lange es brauchen wird. Die Symptomatik ist unabhängig von der Histologie, es ist nicht so viel darum, welcher Tumor es genau ist, sondern abhängig vom Tumorsitz, das heißt, wo im Gehirn der Tumor lokalisiert ist, vom Alter des Kindes und dementsprechend auch vom Entwicklungsstand. Wenn bei einem 3 Jahre alten Kind eine Lähmung des Beines auftritt und der dauernd über seinen Fuß drüber stolpert, wird man das merken. Bei einem Säugling mit 6 Monaten, der noch nicht selber gehen kann, wird das zum Beispiel vielleicht später erst, wenn das Kind mit dem Bein weniger strampelt, später erkannt werden. Und der Entwicklungsstand ist eben ganz bedeutsam. Die Ursachen der Symptomatik können direkt sein durch Zerstörung, Infiltration, Kompression normaler Strukturen des zentralen Nervensystems oder indirekt durch Obstruktion des Liquorflusses, des Abflusses des Hirnwassers und dadurch eine Erhöhung des Drucks im Schädelinneren. Wenn die Tumorsymptomatik nun zur Diagnostik führt, ist die erste Frage immer, kann man eine Operation durchführen? Wenn man diese Operation durchgeführt hat, kann man das Kind nur beobachten oder braucht man eine Behandlung? Und wenn ja, hat man zur Wahl die Chemotherapie oder eine Strahlentherapie. Wenn die Operation erfolgt ist, wird unterteilt in, ist auch die Betreuung unterschiedlich, je nachdem, welche Art von Tumoren man versichert. Es gibt niedriggradige Tumoren mit einer guten Prognose, zum Beispiel das pilozytische Astrozytom mit einer über 95-prozentigen Langzeitüberleben, die teilweise nach der Operation überhaupt nur beobachtet werden müssen, in manchen Fällen aber auch eine Therapie bedürfen. Dann gibt es die große Gruppe an hochgradigen Tumoren, solche mit mittelmäßiger Prognose, das ist jetzt keine Einteilung nach WHO, sondern das ist eine rein klinische Einteilung, die immer eine Therapie benötigen, Chemotherapie, eventuell auch Strahlentherapie, und die ein durchaus teilweise nicht so schlechtes Langzeitüberleben haben, wie zum Beispiel die Medulloblastome mit ca. 70% Langzeitüberleben. Und dann gibt es jene hochgradigen Tumoren mit ungünstiger Prognose, zum Beispiel eben das Glioblastom, die immer eine Therapie brauchen, Chemotherapie, Strahlentherapie, meistens dann eine orale Chemotherapie, um möglichst aus dem stationären Setting fernbleiben zu können und die dennoch trotz dieser Therapien eine ungünstige Prognose aufweisen. Was sind die Therapieoptionen, die wir haben? Ich habe schon von der Chemotherapie gesprochen. Die klassische Chemotherapie ist eine Chemotherapie, die die Tumorzellen direkt schädigen soll und auf schnell teilende Zellen agiert, kann über die Vene verabreicht werden oder zum Schlucken. Wir verwenden dafür Zentralvenenzugänge, so wie hier abgebildet. Was sind aber die möglichen Nebenwirkungen? Jede Therapie, die eine Wirkung hat, pflegt auch Nebenwirkungen zu haben, leider. Außer die Tumorzellen teilen sich auch noch andere Zellen sehr schnell. Dazu gehören eben die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten, die für die Infektabwehr wichtig sind, die Thrombozyten, die für die Blutgerinnung wichtig sind, die Erythrozyten, die für den Sauerstofftransport wichtig sind, also die roten Blutkörperchen, die Haare, die ausfallen. Weitere Nebenwirkungen können Übelkeit, Erbrechen sein und dann abhängig davon, welche Medikamente wir einsetzen, können Gehörschädigungen auftreten, Nierenschäden, Schleimhautschädigungen, Schädigungen des Herzmuskels. Und das ist nicht ganz erschöpfend. Langzeitnebenwirkungen können Fertilitätsstörungen sein. Wir wissen, dass Kinder, die eine ähnliche Tumorerkrankung hinter sich haben und eine Therapie dafür, deutlich weniger häufig Kinder bekommen können als in der Normalbevölkerung. Das Risiko von Zweittumoren, zum Beispiel Leukämien, die durch die Therapie ausgelöst werden, ist real. Man kann eine intrathekale Therapie machen, wo man Chemotherapeutika direkt in das Hirnwasser hineinspritzt, um damit die sogenannte Blut-Liquor-Schranke oder Blut-Hirn-Schranke zu umgehen. Meist wird das über unter die Haut eingebautes Reservoir verabreicht. Ich habe hier ein Bild von so einem Reservoir von einem unserer Kinder. Es kann auch in einer sehr hohen Dosis Chemotherapie verabreicht werden, sodass das Knochenmark komplett, wenn es abliert wird, das heißt komplett zerstört wird. Deswegen muss man vorher gesammelte Blutstammzellen nachher verabreichen, damit das Knochenmark sich wieder erholen kann. Die Strahlentherapie ist ein wichtiger Punkt unserer Behandlung. Der Wirkmechanismus ist die direkte Schädigung der Zellen durch Strahlen, durch ionisierende Strahlen, sogenannten, wir haben eine Art Beschuss. Ja. Weiters aber natürlich auch die Sauerstoffradikale, die dort entstehen, die dann das Erbgut der Tumorzelle schädigen und zum Absterben der Tumorzelle führen. Mögliche Nebenwirkungen: Haarausfall. Die Haare wachsen jedoch meistens nicht wieder nach, im Gegensatz zur
Chemotherapie. Es kann so sonnenbrandartige Veränderungen auftreten, vermehrt Müdigkeit, Übelkeit erbrechen. Langfristig können kognitive Störungen auftreten, gerade bei jungen Kindern, wenn das, wenn größere Teile des Gehirns bestrahlt werden. Und es kann eine Hörstörung auftreten, wenn das Innenohr mit bestrahlt wird. Hormonausfälle, wenn die hormonproduzierenden Drüsen des Gehirns bestrahlt werden. Es können Zweittumoren auftreten. Und wir wissen, dass ein Viertel bis ein Drittel aller Menschen nach einer Strahlentherapie nach 15, 20, 30 Jahren Zweittumoren entwickeln wird. Schlaganfälle, falls die Hirngefäße mit im Bestrahlungsfeld sind. Was für sonstige Therapien haben wir? Wir können sogenannte Targeted Therapies einsetzen. Das ist jetzt in aller Munde. Das sind sehr patientenzentrierte Therapien, wo man den Tumor molekulargenetisch aufarbeitet, den onkogenetischen Treiber findet und dann versucht, mit Medikamenten genau diese Aktivierung abzuschalten. Wichtig ist, dass auch diese Medikamente nicht sogenannten goldene Kugel ist, die genau den Tumor treffen, den Rest nicht, sondern auch, dass die deutliche Nebenwirkungen aufweisen können. Und auch da wiederum das Problem ist, kommen diese Medikamente überhaupt ins Gehirn, wo sie hin sollen. Immuntherapien haben bei manchen Erkrankungen, wie zum Beispiel dem Kolonkarzinom, also dem Dickdarmkrebs, zu großen Verbesserungen geführt, wo das eigene Abwehrsystem scharf gemacht wird gegen den Tumor. Dann kann man es auch noch spezifischer machen mit Tumorvakzinen, wo Tumorantigene, das heißt Tumoroberflächenstoffe, präsentiert werden, damit das eigene Immunsystem scharf gemacht wird. Das ist mir jetzt das wichtigste Slide von allen. Das ist unser Gesamtüberleben, das wir über die letzten 20 Jahre zeigen konnten. Das heißt, wir haben knappe 80% Langzeitüberleben. Das ist mir wichtig, dieses Slide, dass Sie das wahrnehmen und mitnehmen. Weil wenn wir nachher über das Sterben sprechen bei Kindern, es sterben nicht alle unsere Kinder. Es stirbt nur ein kleiner Teil unserer Kinder. Es ist ganz wichtig, dass wir die gut begleiten und gut betreuen, aber wir haben prinzipiell bei den Kindern einen kurativen Ansatz. Zur Zusammenfassung, die ZNS-Tumoren sind die häufigsten kindlichen Tumoren. Die Symptomatik hängt von der Lokalisation ab. Das Gesamtüberleben, Langzeitüberleben liegt bei ca. 80%. Wir verstehen schön langsam die Komplexität der Entitäten. Da kann der Professor Heinfeldner viel mehr dazu erzählen als ich. Das ist heute nicht das Thema. Nicht alle ZNS-Tumoren brauchen eine nicht-chirurgische Therapie. Als nicht-chirurgische Therapieoptionen stehen die Chemotherapie zur Verfügung in den verschiedenen Modalitäten, gezielte Therapieformen, also Targeted Therapies oder Immuntherapien oder die Strahlentherapie. Damit komme ich jetzt zum Abschluss des ersten einleitenden Vortrages. Ich weiß nicht, sollen wir... Jetzt schauen wir, was hier an Fragen entsteht oder entstanden ist. Vielleicht erfahrungsgemäß ist ein bisschen eine Nervosität am Anfang und muss man induzieren. Und gleich eine Frage, also wir werden einiges hier wiederholen in den verschiedenen Betrachtwinkeln, aber zunächst einmal bei deinem Vortrag, wenn man sich das so anschaut, sieht man zwar, Mehrzahl der Kinder wird in ein Langzeitüberleben geführt, aber doch mit einer gewissen Kondition, sprich, dass die Fertilität vielleicht leidet, dass vielleicht die Kognition nicht so günstig ist, dass man mit verbrannten Stellen im Haarbereich, also verbrannte Stelle würde ich es jetzt nicht nennen, aber das ist ein schlechter Ausdruck, aber halt wo nichts mehr wächst, dann längerfristig, da muss ja einiges in Kauf genommen werden. Und wie nähert man sich den Kindern und Jugendlichen an, wenn diese Fragen im Raum stehen und man darüber aufklären muss? Nicht? Also Zunächst einmal ist es, möchte ich das Thema vielleicht noch ein bisschen weiter umreißen. Die Frau Dr. Leis kann dazu noch viel, viel mehr sagen als ich. Klar ist auch, wenn man sich die Überlebenden von kindlichen Tumorerkrankungen anschaut, ist nicht jede Tumorerkrankung mit den gleichen Langzeitnebenwirkungen
behaftet. Das heißt, wenn man sich Patienten, die Überlebende von Leukämien sind, Langzeitüberlebende anschaut, so haben die ganz, ganz andere Probleme und in Wirklichkeit viel weniger Probleme, wenngleich sie auch ihre Probleme haben, ja, verglichen mit Hirntumorpatienten. Es gibt genug Studien, die sich anschauen, wie häufig ist ein Überlebender einer kindlichen Krebserkrankung verheiratet, hat Kinder, in welchem Berufsfeld steht er, hat er überhaupt eine Berufsausbildung, was ist die höchste Berufsausbildung, die er gemacht hat. Und da schneiden grundsätzlich die Überlebenden von ZNS-Tumoren am schlechtesten ab. Ja? Also ich glaube, da kann die Frau Leis ein Lied davon singen. Und das ist sehr wichtig zu wissen. Das heißt, wir haben hier eine große Gruppe an Patienten, die aber sehr, sehr speziell ist, weil einfach das Gehirn ein sehr spezieller Ort ist. Das heißt, so viel wie da sitzt die Kognition, da sitzen die Emotionen, dass all das sozusagen kann beeinflusst werden. Und je mehr und je früher wir eine Therapie einsetzen, desto stärker können diese Auswirkungen sein. Auch das ist sehr von der Lokalisation abhängig. Wenn ich einen frontalen Tumor habe, wird die Auswirkungen anderer sein, als wenn ich einen Tumor im Bereich des Kleinhirns habe. Wobei keine von diesen Lokalisationen, auch das haben wir verstanden, soll ich sagen, per se, nur weil es das Kleinhirn ist, unter Anführungszeichen, jetzt deswegen weniger Probleme hätte. Ja. Da im Kleinhirn haben wir früher angenommen, sitzt nur die Koordination, ja, für die Motorik. Heutzutage wissen wir, dass das ganz, ganz andere Dinge, die Kognition sehr wohl in Rückkopplung auch im Kleinhirn nicht nur für die Motorik wichtig ist, dass die Sprache und Artikulation da eine große Rolle spielt. Das heißt, das ist ein sehr mannigfaltiges Problem und das Schöne ist, dass wir es geschafft haben, nach sehr zäher Arbeit, vor allem auch durch die Frau Dr. Leis, den Professor Peil, die Frau Grottendorf, unsere Sozialarbeiterin, dass wir eine Transition aufbauen konnten. Das heißt so viel, dass diese Kinder nicht mit 18 in ein schwarzes Loch fallen. Also man sagt mit dem Motto, okay, wir Kinderärzte sind jetzt fertig, ja, wir haben euch überleben lassen, ihr seid jetzt 18, auf Wiedersehen, sondern dass wir, gut, das haben wir früher auch nicht gemacht, früher haben wir diese Kinder weiter betreut, bis sie junge Erwachsene waren. Ich erinnere mich, ich habe einen Patienten gehabt, nämlich betreut, der war 3 Jahre jünger als ich. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist auch nicht optimal. Wir haben es aber jedenfalls geschafft, jetzt in einem sehr langwierigen Prozess eine Transition zu schaffen für Überlebende von kindlichen Tumorerkrankungen, wo genau auf diese Probleme eingegangen werden kann. Das heißt, wo man genau betreuend weiter da sein kann, wenn es Probleme gibt in der Arbeitswelt, Arbeitssuche, weil einfach sozusagen die Konzentration herabgesetzt ist und ähnliches, wenn endokrinologische Probleme auftreten. Die Nachsorge hat ja 2 Säulen. Einerseits erkennen, kommt der Tumor wieder. Andererseits das Umgehen und das Coping mit den Langzeitnebenwirkungen. Jetzt aber auf die Frage, die du eigentlich gestellt hast. Ja, aber mir war das wichtig, das auszuführen, das heißt so viel, dass wir uns dessen sehr bewusst sind. Ja, umso stärker wir sind, was das gesamte Überleben betrifft, umso stärker müssen wir uns darauf konzentrieren, wie überleben die Kinder und dann die jungen Erwachsenen. Ja, das heißt, dass man wirklich da auch eine gezielte Nachsorge, die gleichzeitig auch eine Vorsorge ist, machen kann. Wie geht man jetzt heran? Ja, die Antwort ist, klingt jetzt banal, altersentsprechend. Ja? Das heißt, bei einem 2-jährigen Kind, 3-jährigen Kind werde ich primär mal erklären, dass wir jetzt einen Grund gefunden haben, warum es dem Kind vorher schlecht ging, warum er zum Beispiel dauernd gestolpert ist, warum er dauernd erbrochen hat, Kopfweh gehabt hat. Ja? Dass man erklären kann, ja, da sitzt was im Kopf. Das meistens kommen solche Gespräche dann schon erst nach der Operation eigentlich dann in Frage, weil meistens das eine Akutsituation ist, wenn die Symptomatik dazu führt, dass man die Diagnose stellt, ist man ziemlich unter Zugzwang, rasch auch dann zu handeln, sodass man, also meistens diese Gespräche dann nach der Operation stattfinden. Mit den Eltern müssen sie natürlich bereits vor der Operation stattfinden, aber wenn es dem Kind einfach sehr schlecht geht, ja, dann ist die Frage, wie viel man jetzt da belastet. Aber meistens ist es auch schon wichtig zu wissen, okay, jetzt ist man endlich drauf gekommen, was die letzten 2 Monate, 60 Tage im Median, ja, alles schon nicht funktioniert hat, und jetzt weiß man, was das Problem ist, jetzt hat man endlich einen Lösungsansatz. Das ist einmal ein ganz wichtiger Punkt für dieses Gespräch. Und dann kann man sagen, okay, es gibt manche Tumoren, wir verwenden gerne das Wort Tumor, ja, verwenden bei uns weniger das Wort Krebs, das immer so behaftet ist, mit jeder kennt irgendjemanden, der Krebs hat, und das ist alles weg. Die kindlichen Tumoren sind anders, ja. Natürlich kann man sagen, ist das Krebs? Ja, wenn mich jemand fragt, ist das Krebs, sage ich doch ja.
Aber wir sagen Tumor dazu. Tumor, als alten Lateiner brauche ich das wahrscheinlich nicht sagen, heißt in Wirklichkeit nur Schwellung, Raumforderung, Volumensplus, wie auch immer. Ja, sagt jetzt noch nichts über die Dignität aus. Ja, das heißt, aber oftmals wissen wir, das habe ich ja auch präsentiert, ist, dass die Dignität ja noch nicht wirklich etwas zusammenhängt zu tun hat mit der Symptomatik, die aufgetreten ist. Und dass sie wirklich nur von der Lokalisation und dem Wachstums, der Wachstumsgeschwindigkeit abhängt. Sodass wir sagen, okay, das gehört einmal raus. Wenn das draußen ist, werden wir es in Ruhe aufarbeiten. Und das ist eine sehr, sehr harte Zeit für die Familie, die 10 Tage, 14 Tage, je nachdem, wie lange es braucht, bis die Neuropathologie uns die Befunde liefert. ist es so, dass wir da einfach die Eltern hinhalten müssen. Sagen dem Motto, okay, der Tumor ist draußen, wir müssen aber jetzt ganz genau wissen, was ist es, damit wir auch wissen, wie es weitergeht. Weil für uns die Aussage ist, ein hochgradiger Tumor noch nicht ausreicht. Wir müssen wissen, was für ein hochgradiger Tumor ist es, welche Therapien können wir anwenden, um dann eine Verbesserung zu erreichen. Natürlich werden wir, und ich kläre das auch alles auf, ich kläre das auf bis hin zum Fertilitätsproblem, ja, fürs Kind halt entsprechend, altersentsprechend, ja, für die Eltern ist das oftmals viel mehr Thema. Wir wissen aber, kommt dann wieder die Frau Leis ins Spiel, dass von solchen Gesprächen in der Schocksituation sich die Familien befinden, wie viel Prozent bleiben hängen? 20? Sowas. Ja. Also ein Bruchteil hängen bleibt. Ja. Das heißt, ich kann noch so viel aufklären. Ich lasse ja auch Bögen unterschreiben für die verschiedenen Therapien, die wir durchführen. Ja. Das sind ja oftmals sind das ja Therapieoptimierungsstudien, wo die Kinder halt wirklich am State of the Art behandelt werden. Gerade wenn sie sich daran erinnern, dass sie ein Gespräch geführt haben mit mir. Ja. Das heißt, das muss man wiederholt und wiederholt und wiederholt dringen. Ja. In dieser primären Phase geht es vor allem darum, wie kann ich schauen, dass die Beschwerden, die da waren, weggehen? Wie kann ich schauen, dass dieser Tumor, der draußen ist, möglichst nicht mehr wiederkommt? Und dann natürlich sozusagen all das, was wir im Hintergrund haben, wie können wir schauen, eine Lebensqualität aufrechtzuerhalten und so weiter, ja, kommen oftmals erst später wirklich zum Tragen. Okay. Ja. Also das heißt, Fazit, versuche ein Fazit zu machen. Die Botschaft ist, ja, wenn irgendwann einmal was hängen bleibt, es gibt diese Probleme möglicherweise im Langzeitverlauf, aber die Grundbotschaft ist, die Familie wird nicht allein gelassen, weil es Follow-up-Programme gibt. Absolut, absolut. Ja. Also es geht darum zu sagen, das sage ich auch meistens, das Ganze ist ein Marathon und kein Kurzstreckenlauf. Ja? Das heißt, und wir laufen diesen Weg gemeinsam und Hand in Hand. Und das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft. Und ich sage auch immer, die Fragen kommen mit Sicherheit um 2 in der Früh, wenn Sie wach im Bett liegen und die Gedanken im Geist gehen. Ja? Schreiben Sie das auf, weil wenn Sie mit mir im Gespräch sind, wird es Ihnen sicher nicht einfallen. Ja? Und das nehmen die Eltern auch gerne auf. Und meistens ist es so, dass wenn Sie Ihre Liste mit Fragen dann durchgehen, nach dem Gespräch sagen Sie, jetzt haben Sie eh schon alles beantwortet, was ich fragen wollte. Ja? Vielleicht bleibt die eine oder andere Kleinigkeit noch offen. Das funktioniert gut, aber das Wichtige ist, man muss anbieten, immer wieder das Gespräch. Das wird wiederholt. Und ich, in solchen Phasen, ich erzähle oft dreimal das Gleiche. Ja? Und ich weiß es. Es ist so. Ja? Das muss man einfach handhaben. Ja? Und das ist ja, wie gesagt, dieses Gefühl, dass man diesen Weg gemeinsam geht, dass man begleitend da ist. Ja? Und es geht, ich sage auch meistens, wenn es um die Langzeitnebenwirkungen geht, sagen der Motto, ich muss es jetzt erwähnen, weil das meine Pflicht ist, sie aufzuklären. Aber wenn er erlebt, dass er keine Kinder haben kann, haben wir schon gewonnen. Und gibt es Situationen, wo betroffenes Kind, Jugendlicher und oder Eltern sagen, okay, wenn das daherkommt, lieber keine Therapie? Kurze Antwort ist nein. Die lange Antwort ist, man muss ein bisschen differenzierter sehen, weil wir sozusagen natürlich verschiedene Therapiemodalitäten hintereinander einsetzen. Jede davon wird extra aufgeklärt. Ja. Aber es ist so, dass man natürlich in gewissen Phasen dann nicht in der Primärtherapie, da gibt es das eigentlich nicht. Ja. Das wäre ein Versagen meiner Aufklärung, wenn das passieren würde. So sehe ich das zumindest für mich persönlich. Ja. Ist vielleicht jetzt eine Überschätzung meiner selbst, ja, aber das ist
wie ich das wahrnehmen würde. Im Rezidiv-Setting, im ersten Rezidiv vielleicht noch weniger, aber im zweiten, dritten Rezidiv, irgendwann kommt dann der Punkt. Und das machen wir aber auch, reden wir auch ganz offen und sagen mit dem Motto, wir könnten das und das noch anbieten. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass das greift, nimmt mit der Zeit natürlich ab, weil wir natürlich die wahrscheinlich greifendsten Therapien an den Anfang setzen. Ja. Dass man dann sagt mit dem Motto, ja, wir müssen schauen, okay, das würde bedeuten, du musst jetzt alle 2 Wochen ins Spital und dort die und die Therapie über dich ergehen lassen. Du müsstest, also auch für die Eltern sozusagen, dass man dann die Entscheidung trifft und sagt mit dem Motto, okay, ab jetzt ist die Waage zwischen Hoffnung, dass die Therapie anspricht und Belastung durch die Therapie in Imbalance geraten. Wenn diese Imbalance so ist, dass die Lebensqualität absinkt, ja, dann überwiegt natürlich sozusagen, und zwar langfristig, wenn ich eine gute Prognose habe, ja, dann ist mir das egal, ob die Lebensqualität kurzfristig schlecht ist. Ja, und das muss man auch so vermitteln. Wenn das Ziel ist, jemanden von einem Medulloblastom zu heilen, der ein Langzeitüberlebender wird, ja, dann wird der durch die Therapie mit niedrigem Blutbild, Übelkeit erbrechen, Haarausfall etc., da ist die Lebensqualität nicht gut. Ja, da muss man eben durchhelfen, da muss man unterstützen und sagen unter dem Motto, okay, ja, aber es wird dadurch sozusagen das kurative Ziel verfolgt. Wenn man in einem Rezidiv-Setting ist, wo ich sage, jetzt geht es mir darum, Lebensqualität zu erhalten, jetzt geht es mir darum, Lebenszeit zu geben, ja, gute Lebenszeit zu geben und nicht Lebenszeit um jeden Preis, dann ist diese Frage natürlich eine sehr gerechtfertigte und dann werden wir das auch sehr offen diskutieren. Ja. Wie viel Preis an Nebenwirkungen ist man bereit in Kauf zu nehmen für einen Gewinn an Lebensqualität? Aber es gibt auch Chemotherapeutika, die wir palliativ geben, im Palliativ-Setting, um diese Lebensqualität und um die Lebensverlängerung so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Ja. Das heißt, nicht jede Palliativtherapie bedeutet nicht nur, ich mache keine tumorgerichtete Therapie mehr, sondern das heißt, ich mache unter Umständen sehr wohl noch tumorgerichtete Therapien, aber mit dem Ziel, nicht mehr das Kind zu heilen, sondern die Erkrankung zu stabilisieren, zurückzutreiben, zu verlangsamen und Lebensqualität aufrechtzuerhalten. Ich hätte schon wieder zu viel allein, es tut mir leid. Nein, passt. Das ist, glaube ich, für alle sehr lehrreich in dieser Runde. Aber jetzt schauen wir ins Forum hinein. Bitte, falls jetzt Fragen entstanden sind, melden Sie sich einfach. Sie können auch quasi virtuell die Hand heben. Ja, wir haben Marietta hier mit einer Frage. Ja. Ich wollte fragen, ob man das ungefähr sagen kann, ab welchem Alter die Kinder dann schon auch selber mitsprechen oder wann dann doch die Eltern entscheiden. Oder gibt's das Rechtliche, glaube ich, wird noch besprochen werden. Dafür halte ich mich heraus. Aber so vom Praktischen her meine ich jetzt. Kann man da irgendwie sagen, dass manche Eltern dann schon sagen... Also es ist vom Entwicklungsstand des Kindes abhängig. Ich meine, es gibt 11-Jährige... die ich rechtlich nicht mit einbeziehen müsste, ja, oder nicht stark einbeziehen müsste, die aber mir Fragen stellen, wo es mir die Ohren anlegt, ja, und die das sehr wohl verstanden haben. Und dann gibt es manche 16-Jährige, die, wenn man sie direkt anspricht, immer nur zur Mama schauen und sie antworten lassen. Das heißt so viel, das kann man jetzt so nicht pauschal beantworten, ja. Aber natürlich ist auch meine Aufgabe, einem 3-Jährigen zu erklären, was passiert, weil ich meine, wenn der auf einmal Haarausfall hat und Übelkeit erbrechen und weiß Gott was und nicht weiß, worum es ihm geht, ja, dann ist es absolut für ihn noch beängstigender, noch weniger erklärlich. Selbst so viel wie den 3-Jährigen werde ich über seine Therapie nicht mitentscheiden lassen. Das ist korrekt, ja. Aber die Aufklärung ist ganz, ganz wichtig. Also da haben wir manchmal wirklich, wirklich, wirklich schwere Diskussionen mit den Eltern, weil wir 100%ige Transparenz handhaben. Wir beantworten jede Frage ehrlich, egal ob sie von den Eltern oder vom Kind kommt. Ja? Während sehr viele Familien gerade in manchen Kulturkreisen ist das üblich, dass man den Kranken nicht sagt, dass sie krank sind und was sie haben. Ja, das ist für uns das absolut Letzte, weil wir immer sehr alles offen reden. Irgendjemand wird das Wort Tumor fallen lassen, ja, unabsichtlich, einmal in einem Nebensatz. Ja, und dann heißt Alarmglocken, abgesehen davon, dass die Kinder ja Antennen haben. Die wissen ja ganz genau, was los ist. Ja, die sehen die Mama heulen, die sehen, auf welcher Station sie liegen, die Kinder alle ohne Haare und da steht dort Onkologie und Tumor. Überall ist alles. Und dann redet keiner mit ihnen darüber, dass sie einen Tumor haben. Wir hatten einen sehr tragischen Fall, die Frau Dr. Kronberger kann ein Lied davon singen, wo die Familie bis zum Sterbebett nicht zugelassen hat, dass das Kind erfährt, dass ein Tumor hat. Ich wusste, da ist was im Kopf, ja, und dem ist dreckig gegangen, immer schlechter, und da durften wir bis zum Schluss dieses Wort nicht in den Mund nehmen, ja. Und das ist natürlich so, dass die Kinder dann auch anfangen, aber auch da, bitte, nehme ich nicht vorgreifen, was noch alles gesagt werden wird,
dann schützen die Kinder die Eltern. Dann reden sie da auch nicht drüber mit den Eltern, weil sie denken, die Eltern halten das nicht aus, wenn man darüber redet, deswegen reden sie auch nicht drüber. Ja? Das heißt, das ist ja dann die Umkehrschleife, die passiert, und deswegen sprechen wir das alles sehr offen aus, um auch den Kindern die Möglichkeit zu geben, darüber zu reden. Wir gehen weiter mit, also zwei Personen haben die Hand gehoben, vielleicht zunächst Frau Moser-Mischling und dann Frau Rübach. Ja, danke schön. Ja, war sehr interessant. Ich habe eine Frage zum Entscheidungsprozess. Wir arbeiten ja multidisziplinär und auch interdisziplinär. Gibt es für einen Entscheidungsprozess, wie wird es weitergehen, gerade wenn es vielleicht wirklich schwierig ist, ein strukturiertes Vorgehen? Ja. Und ist es multidisziplinär? Wie wird es gestaltet? Ja, wir haben ein Tumorboard, in dem alle Disziplinen zusammensitzen. Also nicht nur wir Onkologen, da sind die Radiologen dabei, die Neurochirurgen dabei, die Strahlentherapeuten dabei, die Neuropathologen dabei, die Psychologen mit dabei, Strahlentherapeuten, auch die Protonentherapeuten. Ja. Das heißt, wir schauen wirklich, dass wir alle an einen Fleck kommen, um zu besprechen, was sind die Optionen, die wir anbieten können, was ist der Preis, den wir dafür zahlen müssen, damit meine ich jetzt nicht finanziell, sondern von Lebensqualität her, um das aufzuwiegen. Und dann ist es an uns Onkologen, das mit der Familie zu besprechen, das zu vermitteln, warum wir welche Therapieoptionen vorschlagen. Und dann natürlich sozusagen müssen wir mit der Reaktion der Familie umgehen und schauen sozusagen, wenn die unwahrscheinlicherweise gewisse Teile davon ablehnen, dann zu erklären, warum das so ist, also zu verstehen, warum das so ist, und dann sozusagen unter Umständen noch einmal sagen, ins Board zurückgehen und damit das nochmal zu besprechen. Wir haben jetzt seit 2 Jahren auch ein Precision Tumor Board, wo es genau um diese molekulargenetischen Aufarbeitungsbefunde geht, wo es dann um Targeted Therapies geht, wo da geht es um wirklich individuelle Therapieentscheidungen. Das sind ja alles Medikamente, die nicht zugelassen sind für Kinder. Allesamt. Ja? Damit leben wir in der Pädiatrie, das ist so. Ja? Es gibt so, keine Ahnung, die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Medikament verordnet, das beim Kind zugelassen ist, ist in einem Spezialbereich wie der Onkologie sehr, sehr gering. Ja? Das heißt, wenn eine Treibermutation vorhanden ist, die zugelassen ist beim malignen Melanom und dieselbe Mutation im Hirntumor vorkommt und es ein Medikament gibt, dann werden wir schauen, dass wir dieses Medikament für den Patienten beziehen. Ja? Wenn es dafür irgendeine Rationale gibt, das muss aber gut sein natürlich. Ja? Und dann ist es so, dass wir dann zum Beispiel an die Pharmafirma herantreten und sagen, wir brauchen dieses Medikament, weil die Öffentlichkeit, die öffentliche Hand natürlich sagt, sie zahlt nicht ein Medikament, das nicht zugelassen ist. Ja. Und wenn man dann beweisen kann, nach 2 bis 3 Monaten das Medikament wirkt, dann ist es meistens so, und das sichern wir uns vorher mit der Krankenkasse ab, dass die Kasse das noch übernehmen würde. Ja. Das heißt, da gibt es sehr strukturierte Vorgehensweisen, selbstverständlich, ja, wo wir alle zusammensitzen, und in unseren Gesprächen, die wir da führen, die sind immer interdisziplinär. Also da sitze ich nie allein drin mit der Familie. Ja. Da ist mindestens eine Psychologin dabei. Manchmal kümmert sich eine parallel um das Kind sozusagen und schaut sozusagen, dass die Eltern auch wirklich Zeit haben und Muße haben und sich nicht dann darum kümmern müssen, dass das eineinhalbjährige Kind da an dem Boden rumkrabbelt und dass sie jetzt nicht dahinter sein müssen, dass der nicht irgendwas anstellt. Ja. Dann die Pflege ist immer mit uns mit dabei, weil die natürlich sozusagen auch im stationären Bereich den allerengsten Kontakt zur Familie hat. Ja. Und natürlich wie Onkologen. Das heißt, so viel das ist, das geht anders nicht. Und wenn natürlich eine Operation ansteht, dann ist der Neurochirurg, der jetzt das Gespräch suchen muss. Und so auch bei ethischer Entscheidungsfindung, wo es darum geht, keine Therapie mehr durchzuführen oder sich jetzt wirklich zu entscheiden, drittes Rezidiv zum Beispiel, etwas machen. Da schaut man dann immer, welche Optionen hat man, ja, und dann bespricht man das mit der Familie. Ja. Ja. Wenn man eine nicht mehr beherrschbare Tumorerkrankung hat, die sozusagen jetzt auch aus keiner Sicht heilbar ist, dann ist es so, dass wir diese Frage, soll man noch einmal intensivmedizinisch etwas tun oder nicht, den ich dann gar nicht auflasten. Ja. Sagen wir aktiv von uns aus, es ist nicht zielführend, noch einmal intensivmedizinische oder wiederbelebende Maßnahmen zu machen. Ich lasse das auch nicht unterschreiben von den Eltern. Ja? Weil ich denke, es ist eine Zumutung zu unterschreiben, dass man nicht mehr will, dass für das eigene Kind sozusagen auch noch das allerletzte getan wird. Wir müssen aufklären, warum das so ist. Ja? Dass wenn der Hirnstamm versagt, ja, dann wird das Kind auch am Respirator und an der Herz-Lunge-Maschine nicht mehr besser werden, ja? Weil das Gehirn versagt.
Ja, wenn ich allerdings jetzt eine, auch wenn wir schon ausgesprochen haben, eine derartige Maßnahme, wenn das Kind zwischenzeitlich jetzt eine Lungenentzündung bekäme, ja, dann werden wir diese Lungenentzündung behandeln. Ja, und wenn das bedeutet, das Kind, keine Ahnung, hat auf einmal eine Hirndrucksteigerung, weil der Hirnwasserabfluss nicht mehr gegeben ist und hat furchtbare Kopfschmerzen und erbricht, dann kann es sehr wohl sein, dass wir sagen, okay, wir revidieren, was wir gesagt haben, dass wir jetzt keine intensivmedizinischen Maßnahmen setzen. Wir machen den Shunt, ja, wenn es gut geht, geht es gut und dann hat das Kind wieder Lebensqualität, ja, und wenn nicht, sozusagen, dann werden wir das Kind trotzdem bei uns auf die Normalstation zurücknehmen und dann wird es dort versterben. Ja. Das heißt, so viel das muss man natürlich im Einzelfall entscheiden, das muss man auch im Verlauf entscheiden. Wir haben jetzt gerade einen Patienten gehabt, den haben wir für eine Palliativtherapie, ich hätte keinen weiter, ich möchte den Fall mal präsentieren, dann reden wir nachher weiter. Ja. Dankeschön. Wir müssen auch wegen der Zeit schauen, Frau Lübeck. Ja, danke auch, Frau Lübeck. Danke, ich habe eine ganz banale Frage. Kinder und Jugendliche von 0 bis 18 ist eine lange Zeitspanne. Ich wollte bloß wissen, gibt es Altersgruppen, die häufiger betroffen sind? Kleinkinder oder sind es mehr Teenager oder verteilt sich das sehr gleichmäßig? Es verteilt sich nicht gleichmäßig. Ich hätte Ihnen das sehr gerne auch noch zeigen können, aber Sie merken, ich kann bei jedem dieser Themen sozusagen gleich. Ja, es ist so, dass es einen Altersgipfel gibt bis zum Alter von ca. 3 Jahren. Das betrifft vor allem die Säuglinge und Kleinkinder. Dann gibt es eine Flaute und dann steigt es ab dem Alter von 12, 13 Jahren kontinuierlich an, hört auch nicht mehr auf anzusteigen bis ans Lebensende. Das heißt so viel wie, dass da dürften, und wir wissen mittlerweile, dass ca. 7-10% aller kindlichen Tumorerkrankungen, insbesondere was die ZNS-Tumoren betrifft, einen genetischen Background haben. Das heißt so viel, dass die im Rahmen einer Tumorprädisposition auftreten. Und das ist gewaltig, das haben wir früher nie gedacht, nie. Aber jetzt, wo wir die Tumoren aufarbeiten, erkennen wir das, wie viele davon Mutationen tragen, die, wenn man sie dann im Blut nachschaut, auch im Blut vorhanden sind. Das heißt, so viele nicht nur tumorspezifisch sind, sondern Veranlagungen darstellen. Das heißt, so viele offensichtlich sind das ein Gutteil von denen, die wir da ganz am Anfang haben, die einfach schon einprogrammiert haben, dass da Zellen sich leichter falsch teilen können und leichter zur Tumorentstehung beitragen können. Das heißt, ich höre schon wieder auf, aber das ist die Beantwortung Ihrer Frage. Ja, sehr gut. Danke. Ja, wir haben uns wirklich gut aufgewärmt und werden zum nächsten Aspekt kommen. Einiges wurde angesprochen. Ich richte die Präsentation kurz ein, und zwar zu den rechtlichen Aspekten. Soll ich noch eine Fallpräsentation machen? Vielleicht nach den rechtlichen Aspekten. Alles gut. Nicht? Ja, das soll sich ein bisschen durchnehmen. Ich habe den Klaus nicht abgestellt. Ich glaube, hier ist es. Danke vielmals. So einfach da. Bitte, ja. Vielen Dank. Vorstellen sollte ich, ist Frau Magister Klima aus dem Wiener Gesundheitsverbund und sie ist Juristin im Vorstandsbereich. Und richtig, danke, ja. Ja, und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, um die juridischen Aspekte hier vorzustellen. Ich sage vielen Dank für die Einladung. Ich sage gleich, jetzt fällt es mir natürlich etwas schwer, Sie jetzt auf die Basis des Rechts zurückzuführen. Aber wie der Herr Professor Assisi schon sehr eindrücklich klar gemacht hat, es gibt Kinderrechte, die in der Krankenanstalt sehr intensiv wahrgenommen werden. Ich habe Ihnen hier nur einige zusammengestellt für eventuelle Nachschau. Wichtig ist, dass in allen diesen Resolutionen, Konventionen, Gesetzen festgelegt ist, einerseits der Folgen des Kindeswohls und andererseits die Beteiligung und Berücksichtigung der Meinung von Kindern und Jugendlichen. Also das ist ein essentieller Teil unserer Rechtsordnung. Berühmter Satz, auch Kinder haben Rechte. Wichtig ist rein aus der rechtlichen Sicht, dass die Entscheidungsfähigkeit sozusagen die entscheidende Klassifikation darstellt. Durch das zweite Erwachsenenschutzgesetz hat sich da einiges geändert. Das heißt, seit 2018 sind da klare Regeln vorgegeben. Ab dem vollendeten 14. Lebensjahr wird grundsätzlich die Entscheidungsfähigkeit vermutet. Diese rechtliche Vermutung lässt sich natürlich in beide Richtungen abändern.
hat vorher Professor Sisi schon erwähnt, auch 11-Jährige können eingebunden werden. 16-Jährige sind möglicherweise auch noch nicht ganz in der Lage, die entsprechenden Entscheidungen zu treffen und die auch entsprechend zu artikulieren. Aber grundsätzlich ist es im österreichischen Recht vorgesehen, dass bereits 14-Jährige Einwilligungen in medizinische Behandlungen nur selbst erteilen können. Wichtig, die Ausnahmebehandlungen mit möglichst schweren Folgen, da komme ich dann gleich noch drauf. Wichtig, es ist eine Entscheidung, die medizinisch zu treffen ist. Das heißt, diese Entscheidungsfähigkeit ist im Einzelfall vom behandelnden Arzt zu beurteilen und natürlich sinnvollerweise auch entsprechend zu dokumentieren, dass das auch in einem eventuellen Haftungsfall möglicherweise nachvollzogen werden kann. Wobei ich gleich sagen möchte, es gibt keinerlei Judikatur zu diesem Thema. Also ich war sehr überrascht, also natürlich wollte ich mich entsprechend vorbereiten, aber ist vielleicht auch eine Beruhigung und vielleicht auch das Signal, dass sich sowohl Eltern als auch Kinder sehr gut aufgehoben fühlen in den Therapien. Es gibt kaum Beschwerden bei der Volksanwaltschaft, es gibt keine einzige oberstgerichtliche Entscheidung zu diesem Thema. Ist vielleicht ein gutes Signal und vielleicht auch ein bisschen eine Beruhigung und vielleicht auch das Signal, wie gut gearbeitet wird in den entsprechenden Einrichtungen. Wichtig eben im konkreten Einzelfall zu beurteilen, inwieweit ist der Patient, die Patientin in der Lage, Chancen, Risiken und Alternativen einer Behandlung zu erfassen und das Verhalten danach auszurichten. Das ist die wesentliche rechtliche Qualifikation der Entscheidungsfähigkeit. Man kann natürlich sagen, je geringfügiger der Eingriff, umso eher wird die Entscheidungsfähigkeit des Minderjährigen vorliegen. Wie wir vorher gehört haben, ich denke, in der Tumormedizin ist das jetzt nicht wirklich mit geringfügig zu umschreiben. Aber bei unter Anführungszeichen normalen Erkrankungen wird man da entsprechend abstufen können. Wie gesagt, grundsätzlich nur den entscheidungsfähigen Minderjährigen, aber die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters ist bei der beim entsprechenden Mangel einzuholen. Wie wir schon gehört haben, die Eltern, die Obsorgeberechtigten werden in die Behandlung intensiv eingebunden. Und sind auch rechtlich, sozusagen ist es auch rechtlich geboten, dass die entsprechende Einwilligungserklärung schriftlich vorliegt. Sollte es zu Problemen kommen, sollte es zu unterschiedlichen Auffassungen zwischen dem Patienten, der Patientin und den Obsorgeberechtigten kommen oder aus welchen Gründen auch immer entsprechende Entscheidungen nicht vorgelegt werden können, ist das zuständige Bezirksgericht des Wohnsitzes des Patienten anzurufen. Wichtig auch, der Gefahr im Verzug und entsprechender Dokumentation im Nachhinein ist weder die Einwilligung des entscheidungsfähigen Minderjährigen noch die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters notwendig. Das heißt, wenn wirklich Not am Mann ist, wenn es absolut so dringlich notwendig ist und das Leben extrem gefährdet wäre und ein entsprechender Eingriff das unterbinden würde, dann ist dieser Eingriff vorzunehmen ohne eine entsprechende Zustimmungserklärung. Natürlich ist es sinnvoll im Nachhinein, die Entscheidung zu besprechen, das entsprechende Einschreiten zu begründen, aber grundsätzlich ist dann eben keine Einwilligung notwendig. Wann ist jetzt die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters jedenfalls erforderlich? Bei Behandlungen, bei denen eine Beeinträchtigung der körperlichen, seelischen oder geistigen Unversehrtheit, die länger als 24 Tage andauert, möglich ist. Ist natürlich eine intensive Einschätzung, aber ich denke, da gibt es genug Erfahrungswerte, um das auch abschätzen zu können. Ästhetische Behandlungen, also da ist jedenfalls eine Zustimmung erforderlich der gesetzlichen Vertreter und grundsätzlich bei allen Operationen, wobei man natürlich bei Operationen aus der juristischen Sicht dann wirklich, in Anführungszeichen, blutige Eingriffe denkt und nicht an die Entfernung von Muttermalen oder Ähnlichem. Manchmal, zumindest gab es da zumindest ein bisschen Literatur, ist die Klärung unter den Obsorgeberechtigten, also in den meisten Fällen zwischen den Eltern, gibt es da Unklarheiten oder unterschiedliche Auffassungen. Grundsätzlich reicht die Zustimmung eines Obsorgeberechtigten. Es gilt immer die letzte Erklärung vor dem entsprechenden Eingriff. Wenn beide gleichzeitig Gegenteiliges erklären, gilt das nicht als Zustimmung, da wäre dann das Gericht anzurufen. Und noch vielleicht ein Hinweis,
die Herbeiführung der dauernden Fortpflanzungsunfähigkeit als Ziel der Behandlung. Also nicht, wenn das eine Nebenwirkung ist, die Fertilitätseinschränkung wurde ja bereits erwähnt, sondern wenn das wirklich das Ziel der Behandlung ist, das ist in Österreich einfach unzulässig. Da gibt es keine Möglichkeit, das irgendwie zur Zustimmung zu bringen. Wie gesagt, vielleicht eine Spielwiese der Juristen kann ich jetzt nicht beurteilen, aber da gab es zumindest ein bisschen Entscheidungen zu dem Thema. Also wenn der einwilligungsfähige Minderjährige der Operation oder dem Eingriff zustimmt und der Obsorgeträger nein, dann ist das Gericht anzurufen. Wenn der einwilligungsfähige Minderjährige sagt nein, der Obsorgeträger sagt ja. Wenn die mangelnde Fähigkeit klargelegt ist, dann gilt das ja, dann sozusagen sticht der Obsorgeträger. Wenn es Zweifel an der Fähigkeit gibt, also natürlich auch das eine rein medizinische Entscheidung, dann ist bitte das Gericht anzurufen. Und wenn die Fähigkeit gegeben ist, dann ist ganz eindeutig, dass der Eingriff nicht durchzuführen ist. Klinische Studien wurden vorhin schon kurz angesprochen. Es gibt da auch im Rahmen der EU einheitliche Vorgaben zum Schutz spezifischer Personengruppen. Das heißt, die Studie darf nur durchgeführt werden, wenn es entsprechende Einwilligungserklärungen auch der gesetzlichen Vertreter gibt, aber auch der Minderjährige muss entsprechend altersadäquate Informationen über die Prüfung, ihre Risiken und ihre Vorteile in einer seinem Alter und geistigen Reife entsprechenden Weise erhalten und einbezogen werden. Das heißt, auch hier sind schon sehr junge Kinder bitte einzubeziehen, wenn es die Möglichkeit gibt, an einer klinischen Studie, an einer klinischen Prüfung teilzunehmen. Das heißt, da müssen die Vorteile ganz eindeutig auf der Hand liegen, damit entsprechende Studienteilnahme zulässig ist. Wird selbstverständlich von der Ethikkommission und den entsprechenden Fachleuten überprüft. Gibt es dann die Gutachten, die entsprechend dieses Vorlegen sozusagen beurkunden. Ein Exkurs, den ich nicht weiß, ob der in der Praxis von Relevanz ist, aber ich habe mir gedacht, sicherheitshalber werde ich es noch anführen. Im Patientenverfügungsgesetz gibt es grundsätzlich keine Altersgrenze. Das heißt, es gäbe theoretisch auch Patientenverfügungen durch Minderjährige. Auch hier gibt es eigentlich keine Judikatur dazu, kann ich leider auch nichts dazu sagen. Ich kann nur sagen, es gab einen Fall, wo in einer Patientenverfügung ein Kontaktverbot zulässigerweise umgesetzt werden konnte. Das heißt, da wollte, ich glaube, es war eine Minderjährige, nicht, dass die Eltern irgendeine Art von Information über den Krankenhausaufenthalt erhielten und das hat sich dann auch rechtlich durchsetzen lassen. Und eins ist klar, in dem Moment, wo der Patient, die Patientin eine Patientenverfügung hat, gibt es auch keine Möglichkeit, dass die Eltern oder Obsorgeberechtigten da irgendwas dran ändern. Also wenn es eine rechtsgültige Patientenverfügung gibt, sind die entsprechenden Vorgaben von den behandelnden Ärzten zu respektieren. Dann noch was, wo ich mir gedacht habe, das könnte möglicherweise von Bedeutung für das heutige Thema sein, dass üblicherweise eine direkte Mitwirkung von Angehörigen und Vertrauenspersonen im Behandlungsprozess nicht vorgesehen ist, weil grundsätzlich die Krankenanstalt auch durch die Art der Finanzierung dazu angehalten ist, sämtliche Handlungen und Behandlungstätigkeiten am oder mit dem Patienten durchzuführen. Aber es hat sich in der Praxis herausgestellt, wenn es dem unmittelbaren Behandlungserfolg dient und wenn das entsprechend auch sinnvoll ist, kann eine solche Mitwirkung von den Eltern, von den üblichen Betreuungspersonen gestattet und vielleicht sogar unumgänglich sein. Und gerade bei Minderjährigen, psychisch Beeinträchtigten oder geistigen Behinderten kann eine entsprechende Unterstützung auch sehr wirkungsvoll sein. Es gibt im AKH da auch entsprechendes Formularwesen, das das abbildet und auch klarlegt, wo die Verantwortlichkeiten liegen. Wie gesagt, grundsätzlich Behandlung und Betreuung durch die Krankenanstalt, aber eventuell eine Betreuung auch durch Angehörige oder sonstige Vertrauenspersonen. Ja, das war mein Versuch, aus juristischer Sicht ein bisschen beizutragen. Wie gesagt, es gibt keinerlei Judikatur zu diesem Thema, daher gehe ich davon aus, dass das in der Praxis sehr umfassend und sehr rechtlich korrekt abgebildet ist. Vielen Dank. Vielen Dank, sehr gut, vielen Dank. Und wir gehen wieder ins Forum und in die Diskussion. Also wir haben jetzt aufgrund Ihrer Ausführungen gesehen, dass, das wurde ja schon im ersten Vortrag angesprochen,
dass für Entscheidungsfindungen dieses Zusammenspiel von Eltern und Kindern, Jugendlichen erforderlich ist. Und es wird wahrscheinlich auch anders sein, ob es um die Frage ästhetische Operation geht oder quasi ums Leben, Überleben an sich. Ne? Und ja, ich meine, Sie haben gemeint, dass vielleicht, weil es keine Judikatur, also praktisch kein Verfahren gab, dass er an den obersten Gerichtshof... Auch nicht mal Zweitinstanz. Also es ist auch in unseren Rechtsabteilungen war nichts erinnerlich. Also nicht mal erstgerichtliche Entscheidungen. Es gibt eigentlich keine Haftungsfälle, wo sich wirklich dann vielleicht im Anschluss Vertrauenspersonen, Eltern, was auch immer, ans Gericht wenden und sagen, da ist etwas schiefgelaufen im Rahmen der Behandlung. Es gab aber vor vielen Jahren diesen Fall Olivia Bilhar, wo der ja medial gegangen ist, ne? Wo irgendwo... Wurde die Aussage entzogen. Okay, das ist auch nicht das... Das ist eher ein Standardprozedere, dass auch bei manchen, sage ich mal, Gruppierungen, die sich bestimmten medizinischen Behandlungen verweigern, immer wieder mal Platz greift. Mhm. Dass man sagt, zum Schutz des Kindes wird den Eltern die Obsorge entzogen. Das Jugendamt übernimmt in den meisten Fällen die entsprechende Obsorge und die Entscheidung trifft das Gericht. Das heißt, auch da werden natürlich die behandelnden Ärzte, Ärztinnen, das Behandlungsteam gehört. Und es wird relativ klar gelegt werden müssen seitens des Behandlungsteams, warum das in dem Fall eine sinnvolle Entscheidung ist. Okay, ja. Das kommt schon vor. Mhm. Aber wie gesagt, so diese wirklichen Probleme am Lebensende, also die werden nicht manifest im gerichtlichen Akt. Darf ich da vielleicht kurz aus der Praxis einen Einwurf machen? Ja, bitte. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr einen 12-jährigen Patienten mit einem Jungsarkom-Rezidiv und Hirnmetastasen, der die Operation nicht wollte. Und rein rechtlich gesehen hat er überhaupt keine Handhabe. Ja? Mit 12 Jahren, dann kann man sagen, ist es nicht einsichtsfähig, weil wenn man das nicht operiert, wird er innerhalb von wenigen Wochen bis Monaten sterben. Und ihm ging es darum, wo die Narbe ist und wie groß die Narbe ist. Ja. Die Eltern wollten unbedingt die Behandlung haben. Aber wie soll ich den solchen 12-Jährigen fesseln und ihm den Venenzugang legen? Soll ich ihn gegen seinen Willen schreiend in den OP schieben? Ich frage es ganz ernsthaft sozusagen. Also ich meine, juristisch muss man sagen, ist er entscheidungsfähig. Hat er die Tragweite? Das kann man bei seinen großen Hirnmetastasen immer hinterfragen. Ich glaube, dass er sehr bewusst gewusst hat, was er da auf sich einlässt. Er wollte ein möglichst normales Leben führen, weil er gewusst hat, er wird es eh nicht schaffen. Ja? Mhm. Aber das war für uns als Team auch eine extrem schwierige Situation. Mhm. Wie gesagt, aber rein rechtlich gesehen, die Eltern wollen, das Kind alles richtig gemacht, aber, wird, gesagt, aber sie ignorieren, aber es ist ja, aber das kann man halt nicht. Ja. Ja, ich meine, ich kann denen ja nicht 5 Tage Chemotherapie geben, wo der sich dann womit die Zugänge rausreißt, wenn er das nicht haben will. Ja. Es geht halt nicht. Und das ist sozusagen etwas, wo dann in einem gewissen Graubereich sind, auch von der Praxis her. Ich meine, und ein anderer Fall, den wir gehabt haben letztes Jahr, war ein Zeuge Jehovas mit der Fragestellung in der Blutkonserve, dass wir die Chemotherapie abbrechen mussten. Wir haben gesagt, wir würden den Patienten vital gefährden, wenn wir jetzt weitermachen. Mhm. Wir haben uns daraufhin für die zweitbeste Variante entschieden, die Strahlentherapie, die von der Überlebenswahrscheinlichkeit gleich gut ist, ja, vom Outcome her und den Sekundärfolgen deutlich unterlegen. Ja, aber den Wunsch des Patienten. In dem Wunsch des Patienten entsprechend. Wir haben einen Kinderpsychiater beigezogen, der uns die Einwilligungsfähigkeit des Patienten damit ist es erklärt alles klar, hat. Wir haben unsere Rechtserklärung beigezogen. Ist jetzt klar, würde man sagen, dass und ich denke, man weiß, ja, dass man dem Patienten damit die zweitbeste Wahl gibt. Ja. Das ganze Überleben wird gut sein. Die neurokognitiven Defizite werden deutlich schlechter sein, die Zweitumoren werden deutlich häufiger sein, etc. Das weiß man, das haben wir alles aufgeklärt. Aber das ist dann die freie Entscheidung. Ja. Da muss man dann zurückstecken. Auch als Arzt ist es nicht einfach, dann zu sagen, man weiß, dass man nicht das Beste macht, was man machen könnte. Und wir haben es dann so durchgezogen. Aber ich glaube, das ist sozusagen, das war noch ein recht klarer Fall. Ja. Ja. Das mit den 12-Jährigen, das war dann schon eine viel härtere Entscheidung. Das war dann schlussendlich bei den Eltern klar, dass man nicht gegen den Willen des Patienten den vergewaltigen kann, für diesen Ausdruck. Ja, das ist völlig richtig. Und
natürlich ist da sehr viel Überzeugungsarbeit gefragt und natürlich auch das Team entsprechend gefordert. Ich kann mich noch an einen Fall einer 16-Jährigen erinnern mit einer offenen Bauchdecke. Also kein, ich weiß nicht, was der Kater, das kann ich mich nicht mehr erinnern, aber da wollte auch die Mutter alles, was nur geht, und der Vater gar nichts mehr, weil der Sohn das auch nicht wollte. Also diese Kombinationen sind natürlich extrem belastend. Wie gesagt, ich kann nur sagen, rechtlich ist da alles in Ordnung. Naja. Also wie auch immer die Entscheidung dann fällt, das ist rechtlich jetzt nicht das, kein Rechtsproblem. Deswegen sprechen wir heute auch über die Ethik sozusagen. Ja, das ist wirklich rechtliches. Da muss ich mich wirklich zurücknehmen. Dann bitte, rechtlich ist das alles in Ordnung. Das Einzige, was wichtig ist, ist das Dokumentieren und sagen, Tumorboard ist erfolgt und mit der Entscheidung, das ist es. Ja. Da kann dann niemand irgendwie dagegen was rechtlich handhaben, aber alle anderen Fragen leider, da muss ich als Jurist sagen. Marietta, du wolltest was oder einbringen? Nein, okay, ja. Mich hätte noch vielleicht eventuell interessiert, wenn das Gericht entscheidet sozusagen, wer steht da dahinter, aber Sie haben dann eher schon gesagt, Jurist. Die Ärzte. Ein Jurist, der sich natürlich voll auf die Ärzte verlässt. Okay. Also es wäre müßig zu sagen, dass der Jurist da wirklich Ahnung hat, was er da jetzt wirklich tut. Der fragt selbstverständlich das Behandlungsteam. Mhm. Ja. Also ja. Der kann auch gar nicht anders, weil das sind Leute, die noch viel weiter weg sind als ich und ich bin schon weit weg, ja. Und bin auch sehr involviert in die Angelegenheiten oft. Also das sind natürlich Richter, die schon auch Erfahrung haben mit diesen Dingen, rein psychologisch und rein verhandlungsgeschickmäßig. Aber natürlich vertrauen die auf die medizinische Kompetenz und auf die pflegerische Kompetenz. Lernen da vom Gericht auch sofort mehr oder weniger, weil, also ich denke mir, wenn gerade so Fälle sind, wo die Eltern sich streiten oder so, wird da Psychotherapie oder Psychologen oder so, werden die da auch zugezogen, die da irgendwie... Das sind normalerweise Entscheidungen, die sehr schnell getroffen werden müssen. Und ich denke, dass möglicherweise auch die Richter eine gewisse Entwicklung mittlerweile hinter sich gebracht haben. Ich sage mal vorsichtig, so vor 10, 15 Jahren hätte keiner einen Psychologen gefragt, sondern immer nur den Arzt und die Pflege. Mhm. Also das muss man ganz offen sagen, da ist einfach die Fachkompetenz sticht einfach. Ja. Mhm. Da wird der Jurist einfach immer die Entschuldigung, bitte nicht böse an alle Psychologen und alle, die eine entsprechende Fachausbildung haben, aber der Jurist ist da immer der eher auf dem Buchstaben und auf die Statistik und auf die Fakten basierte, evidenzbasierte Medizin und Pflege vertraut. Und daher sind da die Entscheidungen, die schnell gehen müssen, fürchte ich. Wobei die Psychologen oftmals die Begründung geben kann, warum die Eltern vielleicht eine gewisse Meinung vertreten. Wenn man Zeit hat, wird das sicher gemacht. Also aber wenn der Mediziner drängt oder wenn sozusagen die Anfrage dringlich erscheint, dann ja. Gibt es aus der Runde der Teilnehmerinnen weitere Fragen, Inputs? Ich würde dazu noch gern was fragen. Also es ist ein ja, nein, passt schon. Wie oft das vorkommt, weil ich stelle mir vor, für das Kind ist das ja furchtbar, wenn jetzt dann Mama und Papa auch noch weg sind. Ne? Das wird man ja nur machen, wenn wirklich ganz vorher am Tag ist. Wenn oder Mann ist, es kommt halt leider in manchen Bereichen schon vor, allerdings nicht im Tumorbereich. Vielleicht ist das doch so ein entscheidend, aber da würde ich natürlich, ich glaube, den Ball besser an die Fachfrau weitergeben. Mhm. Ich erlebe das immer nur so bei kleinen Dingen, wo unfassbar gestritten wird. Ich glaube, aber da vielleicht die Fachfrau. Ja, ausreichend laut, ja. Ich rücke mal vor. Vielleicht ist auch der Grund, dass natürlich dann trotzdem, also natürlich ist es die Geschwindigkeit, die dann notwendig ist. Trotzdem ist das ja immer ein Prozess, ja, und wo normalerweise in diesen Settings, in den Kinderonkologien, wirklich auch ein interdisziplinäres und psychosoziales Team vor Ort ist. Das heißt, da wird dann direkt, ja, deswegen zum Beispiel sind wir in den Gesprächen auch dabei. Wir versuchen das sofort aufzugreifen, sofort aufzuarbeiten, ja. Also das ist das, was richtig der Vorteil ist, von diesen integrierten Versorgungsmodellen. Okay. Ja, das wird wirklich, diese Dinge gehen dann schnell. Ja, dauern oft dann trotzdem natürlich mehrere Tage. Das ist aber noch immer schneller, als wenn man sozusagen einen juristischen Prozess starten müsste. Ja. Und das ist, glaube ich, der Grund, weil dann vor Ort natürlich, ja, das beschäftigt uns sehr und öfter, als es dann eine Judikatur gibt, ja, die man dann sieht, weil wir es dann zum Glück oft dann trotzdem eine gemeinsame Lösung finden können. Ja. Also, was ich werde noch ein Fallbeispiel, ist mittlerweile schon einige Jahre her, nennen wollte, es ist eine Familie, wo das Kind eine
der Tumor als behandelbar galt mit einer sehr ungünstigen Prognose vergesellschaftet. Wir haben eine Therapie begonnen, die Therapie hat gut angesprochen, hatten die Mädchen gehabt, die wir kennen, die Familie hat dann die weitere Therapie abgelehnt, weil dann ist die Schamanin der Mutter, glaube ich, jetzt nicht mehr der Meinung, wie auch immer. Jedenfalls stellt sich für uns immer die Frage, welche Schritte setzen wir? Das hängt sehr oft davon ab, wie die Prognose dieser Familie und die Frage, wie ist es jetzt, wenn man jetzt an die Eltern wegnimmt? Ja, das heißt, wir haben genau die Frage muss dann gestellt. Das Kind, haben wir gesagt, hat eine ungünstige Prognose, nicht keine, aber eine sehr ungünstige Prognose. Und was ist für die Lebensqualität des Kindes besser, dass wir es in einem fremd untergebracht, eine Chemotherapie zuführen oder bei der Familie belassen und versuchen, mit der Familie eine Art Auslange zu finden? Ja? Und dann haben wir einmal nur eine angefragt, in einer anderen Familie jetzt gewesen, angefragt beim heißt nicht bei Jugendamt, sondern Amt für Jugend und Familie. Ja, so irgendwie. Ja. Jedenfalls einmal, das war aber nicht in Wien. Angefragt, ob irgendwas bekannt ist bei der Familie. Daraufhin, nächste, was war, ist die Familie mit Blaulicht, ist die Polizei mit Blaulicht bei der Familie gestanden. Ja. Wir haben nur eine Anfrage gemacht, noch gar nicht sozusagen. Das ist offensichtlich solche, so Angst, da irgendwo hineinzukommen. Und das dann weiterzuarbeiten nach diesem Event, ja, das wir gar nicht angestrebt hatten, ja, war extrem schwierig. Also ich müsste mich an die Fälle erinnern können. Ja. Deshalb versuchen wir eben wirklich alles nicht dramatisch, damit einfach das auch nicht in diesem Sinne eine Gefährdung eben des Kindes ist. Mhm. Ja, und würden da dann in dieser Situation wirklich alles rein, was wir haben, legen, um einfach zu einer Lösung zu kommen. Und allermeistens gelingt das natürlich nicht immer. Ja. Und das ist ja auch die spezielle Situation der Krankheit, ja, dieser zusätzlichen Abhängigkeit, die ja einfach alle Obsorgefragen dann sowieso noch schwieriger macht. Ja. Also diese Entscheidungen, die dann sein müssten. Und vielleicht, was man noch erwähnen kann, dann gibt es jetzt auch noch das Instrument der Kinderschutzgruppen in den Krankenhäusern. Ja. Auch das ist dann was, wo wir uns noch Beratung holen können, wo man vielleicht noch zusätzliche Inputs und so. Ja. Also ich versuche hier auch eine Summe zu finden, ist sicher nicht die perfekte, aber es geht im Kern, vielleicht ist das die Erklärung, dass es so wenig Judikatur gibt, weil anscheinend alle Akteure sehr stark das Kindeswohl im Zentrum haben. Nicht? Also das dürfte ja ziemlicher Common Sense irgendwie sein. Und weil doch mit einem hohen Maß an Transparenz im Netzwerk gearbeitet wird. Und so wäre mein Eindruck, dass hier eine juridische, weitgehend streitfreie Zone da ist. Und wenn quasi das transparente Netzwerk feststellt, ein Akteur, zum Beispiel die Eltern, sind vielleicht auch, weil sie es nicht wollen, weil sie verrannt sind, doch nicht in der Linie des Kindeswohls, dass dann genug innere Kraft ist, zu sagen, in dem Fall musst du zurückstehen, das übernimmt jetzt eine andere Obsorge. Ja. Ja, ich glaube, das war perfekt. Wir switchen vielleicht jetzt zum, ich sehe keine gehobenen Hände, dadurch wage ich es jetzt da. Die nächste. Noch eine Anfrage im Chat. Ja. Bitte? Eine Anfrage im Chat. Leider sehe ich gerade den Chat nicht. Ich sehe die Therapie zu akzeptieren, steht hier. Von wem kommt die Frage? Ja, das war von mir. Nochmal Wasser Mischling. Ja. Und zwar dieses Beispiel des 12-jährigen Kindes. Ich weiß, dass die Kinderonkologie hervorragend arbeitet und wir ja oft so an diese Grenze kommen. Und es geht ja letztlich auch um Autonomie. Das heißt, das Kind hat entschieden, es will keine Therapie mehr. Man kommt in das Dilemma, man weiß, die Therapie könnte eine Erleichterung und eine Lebensqualität bringen. Wie weit ist aber hier die Autonomie des Patienten höher zu werten als die fachliche, vorausschauende Kompetenz der Ärzteschaft, sage ich einmal so. Wissen Sie, wie ich meine? Auch das ist ja von der Prognose abhängig. Ja, ja. Eben.
Aber wenn ich jetzt sage, okay, das Kind hat entschieden, es will keine Therapie mehr machen. Einen trotzenden Dreijährigen. Nein, ein Zwölfjähriger. Ich rede jetzt von einem Zwölfjährigen. Ja. Oder 16-Jährigen. Ja, da hat es ja dieses Beispiel vorher gegeben, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Ein Zwölfjähriger mit Ewing-Sarkom, dem man noch ein bisschen Zeit verschaffen hätte können, der aber gesagt hat, er will die Operation nicht. Genau. Darf ich dazu auch noch kurz was sagen? Den Patienten betreuen wir gemeinsam und wir betreuen ihn noch. Also der Patient lebt, der Patient hat auch Therapie, aber das war, so wie du vorher auch gesagt hast, er hat zuerst die Operation vor allem auch verweigert wegen der Narbe. Er ist dann aber schlussendlich operiert worden, weil er dann Symptome entwickelt hat und dann selber Angst bekommen hat, dass er dann doch gekommen ist. Und er bekommt im Moment auch Therapie mit seinem Einverständnis. Das hat aber viele, viele Gespräche gebraucht mit unterschiedlichen Ärzten, mit euch, also mit dem AKH, auch mit den Ärzten bei uns im St. Anna Kinderspital. Und ich kann jetzt zu dem Zeitpunkt sagen, es ist jedes Medikament, was dazukommt, ist eine große Diskussion, braucht eine Anlaufzeit, bis es akzeptiert, aber dann nimmt es. Und er hat im Moment eine ganz gute Lebensqualität, er geht in die Schule, er ist mobil und wir handeln uns halt sozusagen von einem zum anderen. Aber es geht im Moment gut. Aber wenn er sagt, er möchte es nicht, wir versuchen halt in Gesprächen ihm zu erklären, warum es gut wäre für ihn. Wenn er es ablehnt, lehnt er es ab, aber wir versuchen es halt auf dem diplomatischen Weg. Und das ist bis jetzt gut gelungen. Ja. Ich finde, das ist so ein ganz wesentlicher Punkt, ja, auch der Faktor Zeit. Ja. Sie können nicht erwarten, gerade bei Jugendlichen, die in ihrer Entwicklung gerade ganz woanders stehen und wo eigentlich die Entwicklungsaufgabe ist, Autonomie und auch ein bisschen dagegen sein und so weiter. Ja. Das ist logisch, dass sie das machen. Ja. Und mit Zeit, guter Kommunikation, gelingt es ja meistens dann. Ja. Ja. Wir dürfen nur nicht erwarten, dass diese Entscheidungen sofort und schnell gemeinsam getragen werden. Und wenn ich also nach unserer Erfahrung, meistens ist es dann so, wenn wir das machen und wenn wir versuchen, gut und miteinander zu kommunizieren, dann gelingt es eben. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, welche Optionen hat man? Medikamentöse Sedierung, Fixierung des Patienten. Ich muss schon auch die Frage so stellen. Ja? Da kann ich sozusagen beim Dreijährigen Trotzenden, da werden wir Mittel und Wege finden, dass man es tut. Ja? So wie man mit einem sonst trotzenden Dreijährigen, der sich im Supermarkt vom Boden schmeißt, auch umgehen kann. Ja? Aber da ist eben die Frage, es ist leichter gesagt, wieso tut man das? Aber was sollen wir dann konkret tun? Wenn man dann so lange medikamentös sediert, ist das dann ethisch? Ja? Und wenn er dann sozusagen, die Frage, was kommt dann an? Ich meine, der reißt sich seinen Zugang raus, hat dann ein Paraphrasat, jetzt so viel gesagt, die Chemotherapie dann unter die Haut und dann hat er da eine offene Hautstelle. Also das muss man sich mal vor Augen halten. Das ist, glaube ich, jetzt leichter gesagt, das ist im Einzelfall getan. Ich meine, dass wir da in dem Fall den Weg so gehen konnten, ich hätte es nicht gedacht. Ja, schlussendlich. Ganz ehrlich, das. Also, zeigt einmal mehr auf, anscheinend, dass diese Multidisziplinarität, die Einbindung von verschiedenen Fachexpertisen, Fachlichkeiten dann zu etwas Gutem führen können. Außer, es ist so, dass, und das ist vielleicht eine sehr theoretische Frage, aber doch eine, vielleicht ist doch ein sanfter Druck in eine Richtung, in Richtung Leben da, und vielleicht will das wirklich nicht, aber man muss annehmen, dass jeder Mensch eigentlich leben will. Also, ja, wobei gerade in seiner Situation muss man schon sagen, also es geht ihm im Moment gut, er geht auch in die Schule. Es ist aber so, dass er als Nebenwirkung vor allem von der Therapie, die er jetzt hat, wahnsinnig kachektisch ist. Es kaum möglich ist, ihn zu ernähren. Er hat jetzt zusätzliche parenterale Ernährung, was auch wieder Diskussionen mit ihm ausgelöst hat, ob wir das machen sollen oder nicht. Also so ganz unbegründet war sein Ablehnen von der Therapie sicher nicht. Und deswegen glaube ich, dass das auch von unseren Ärzten und auch von euch dann schon auch akzeptiert wird, weil wir wissen ja in Wirklichkeit gar nicht, in welche Richtung wir ihn da sonst jetzt auch drängen. Das sind experimentelle Therapien, die wir jetzt machen, wo wir in den letzten Jahren ja auch sehen, dass die Kinder immer länger überleben, aber nicht ohne Probleme. Mhm.
Das heißt, das ist natürlich eine Option und es ist super, dass es ihm im Moment gut geht und er auch Lebensqualität hat, aber das wissen wir vorher halt. Das ist genau das, was ich gesagt habe, man muss die Balance mit der Lebensqualität auch halten. Das ist eben der Preis, den man für eine mögliche Lebensverlängerung auch zahlen muss. Ja. Und das muss in Balance bleiben. Ja. Dann will ich doch noch einen Punkt hier einbringen. Gibt es eine analoge Situation? Ich schildere jetzt ganz kurz eigene Erfahrung. Wir haben eine krebskranke Schwiegermutter zu Hause über ein halbes Jahr gepflegt, meine Gattin und ich. Und sie war guter Stimmung lange, lange, lange Zeit. Es kam irgendwann ganz kurz vor ihrem Tod der Punkt, wo sie angefiebert hat und wir hätten eine Infusion anhängen wollen. Und sie hat schon einen Tag oder so nicht mehr gesprochen. Wir haben geglaubt, sie kriegt nichts mehr mit. Und wir kommen daher und sie sagt auf einmal, was macht ihr da? Ja, so, wir müssen das anhängen, weil sonst da ist vorbei. Ne? Dann hat sie nur kurz aufgeschaut und hat gemeint, lasst mich sterben. Ja, dann haben wir es halt nicht angehängt. Gibt es solche Situationen bei Kindern? Ja, gibt es, das so explizit zu sagen, das ist selten, muss man dazu sagen. Und meistens dann sozusagen gegenüber, nicht den Ärzten, sondern meistens gegenüber den Angehörigen, wenn überhaupt. Ja. Aber es ist auch manchmal sagen, ja, also da kannst du vielleicht mehr dazu sagen. Sicherlich mehr Jugendliche, dann junge Erwachsene. Also es klingt doch vom Alter. Gut, ja, dann schauen wir vielleicht jetzt zum Fallbeispiel des Professor Sisi. So. Gut. So. Gut. Noch habe ich Stimme. Mir war wichtig, einerseits für die Einleitung einmal was Allgemeines über Hirntumoren zu sagen, jetzt aber auch konkret in ein Fallbeispiel hineinzugehen. Das ist eine Patientin, die wir im letzten Jahr betreuen durften, mit einem hochgradigen Gliom, aber das komme ich dazu noch. Die Anamnese hat begonnen im September 2021, ein knapp 6 Jahre altes Mädchen, noch nicht ganz, das seit 2 bis 3 Wochen immer wieder so Nackenschmerzen hatte, zunehmend müde, Schwächegefühl, einmalig erbrochen, hat vor einer Woche einen fieberhaften Infekt gehabt, was sozusagen jetzt für die weitere Folge nicht unwichtig ist, vermehrtes Schwanken, Gangunsicherheit, ist in einer Spitalsambulanz vorgestellt worden. Die Detailanamnese war eigentlich unauffällig, bisher immer gesund gewesen, keine Operationen gehabt, eine gesunde Schwester, Impfungen alle. Die Bildgebung zeigt hier, sehen wir Großhirn, Kleinhirn, die Hirnkammern, hier die beiden Ohren, das hier ist die linke Seite, das ist die rechte Seite, so wie man auf den Patienten von vorne drauf schauen würde, sieht man hier eine Veränderung, da ist ein bisschen aufgedunsen wirkt das Ganze, hier sieht man das noch einmal, wenn man von unten drauf schaut, hier die Nase, hier die beiden Augen. Die Bildgebung, und dann ist auch eine Lumbalpunktion gemacht worden, hat von einem entzündlichen Geschehen ausgegangen, auch in Einklang zu bringen mit dem fieberhaften Infekt, der war. Der Liquor, also die Hirnflüssigkeit, war allerdings unauffällig. Es ist dann eine antivirale und antimikrobielle Therapie eingeleitet worden und das Kind ist dann zu uns an die Kinderklinik transferiert worden, aufgrund der Nähe der Neurochirurgie, auch aufgrund dieses raumfordernden Effektes. Er hat eine geringe Ataxie aufgewiesen, sonst nicht sehr viele Symptome. Die Virologie war negativ, die Mikrobiologie war negativ. Es ist dann der Verdacht auf eine Autoimmunentzündung des Gehirns gestellt worden. Es sind deswegen Immunglobuline gegeben worden, Cortisonstoßtherapie. Es kam anfangs zu einer geringgradigen Besserung der Symptomatik, vermutlich retrospektiv gesehen durch die Cortisonstoßtherapie, die abschwellend wirkt. Dann jedoch zu einer weiteren Verschlechterung. Die Patientin konnte dann nicht mehr selbstständig gehen. Wir haben eine neue Bildgebung durchgeführt, wo man sieht, dass die Hirnnerven vermehrt beteiligt sind mit dem Gewebsplus. Es wird weiterhin der Verdacht der Autoimmunenzephalitis am ehesten gestellt, differenzialdiagnostisch eine tuberkulöse Meningitis aufgrund dieser basalen auch Anfärbungen, die man dann gesehen hat. Es ist eine Lumbalpunktion durchgeführt worden, die allerdings jetzt nichts Neues erbracht hat.
die antiinfektiöse Therapie ist empirisch adaptiert worden. Und es ist schlussendlich sogar eine Plasmaseparation durchgeführt worden. Das ist eine Art Dialyseverfahren, wo Antikörper herausdialysiert werden, von denen man ausgeht, dass die für ein autoimmunologisches Geschehen verantwortlich sein können. Was man hier sieht in der erneuten Bildgebung, ist einerseits hier wieder das Gewebsplus. Man sieht, dass die Mittellinie hier verschoben ist in eine Seite. Man sieht aber auch, dass die Hirnklammern hier deutlich weiter sind. Das heißt, sogenannte ein Liquoraufstau besteht. Was man hier sieht, ist, dass die Hirnnerven jetzt auch beginnen, sich anzufärben, hier mit Kontrastmittel und auch deutlich erweitert sind. Und hier ebenfalls diese raumfordernde Komponente. Es kam auch zu einer weiteren klinischen Verschlechterung. Die Patientin kann nicht mehr gehen, hat einen Torticollis, eine Kopfschiefhaltung, Hirnnervenlähmungen, sowohl eine Gesichtslähmung links entwickelt, als auch eine zentrale Okomotorikstörung. Sie ist dann bei uns im Tumorboard vorgestellt worden, weil diese ganzen antiinfektiösen und antiinflammatorischen Therapien nicht gewirkt haben, sodass dann schlussendlich auch mit dieser Auftreibung des Hirnnerven von einem tumorösen Geschehen ausgegangen wurde. Es wurde die Ventrikelerweiterung wahrgenommen und die Indikation zu einer Ableitung des Hirnwassers in den Bauch gestellt, den sogenannten ventrikuloperitonealen Shunt. Weiters ist die Indikation zur Biopsie gestellt worden aufgrund des fehlenden Ansprechens. Das ist die Bildgebung direkt vor der Biopsie. Man sieht sozusagen, dass innerhalb kürzester Zeit diese Raumforderung auch im Bereich der Hirnnerven mehr geworden ist. Das ist nach dem Shunt. Ja, man sieht, wie eng die Hirnkammern wieder geworden sind, weil die Flüssigkeit es wieder abfließen kann, halt auf einem künstlichen Wege, und diese vermehrte Raumforderung hier. Die Biopsie ist durchgeführt worden. Die Histologie ergab ein hochgradiges Gliom, und weshalb ich das jetzt so komplex aufgeschrieben habe, ist sozusagen, wie genau wir uns mittlerweile, dank unserer neuropathologischen Kollegen, diese Tumoren aufarbeiten können. Das heißt, wie früher hätten wir das einfach nur ein hochgradiges Gliom, WHO-Grad 4, Glioblastom WHO-Grad 4 oder hochgradiges Gliom NOS, wie auch immer genannt, ja, also not otherwise specified. Jetzt kann man das recht gut mittels moderner Analysen, will ich ganz ins Detail eingehen, einordnen. Und was auffällig war, ist, dass sehr viele Treibermutationen vorhanden waren, dass es bei kindlichen Tumoren sehr selten ist, dass so viele verschiedene Mutationen da sind. MYC-N ist ein mit einem sehr negativen Outcome behaftete Onkogen, wo wir sogar 55 Kopien, das ist, ich weiß nicht, ob dir das irgendwie von anderen Fällen auch bekannt ist, dass so hohe Kopienzahlen da sind. Ja. Das ist gewaltig hoch. Ja. Quite verdächtig, ja. Sowie auch noch andere für sich allein schon tumorauslösende Alterationen vorhanden waren. Wir haben es wieder in unserem neuroonkologischen Tumorboard besprochen. Entfernen kann man diesen Tumor definitiv nicht, weil es dadurch zu einem massiven Schaden kommen würde, neurologisch gesehen. Deswegen wurde die Indikation zur Strahlentherapie gestellt, die für 6 Wochen geplant wurde. Im November hat die Patientin ihren 6. Geburtstag gefeiert und wir haben die Strahlentherapie eingeleitet. Man sieht sozusagen, wie sich das weiter an Größe zugenommen hat, jetzt Kontrastmittelaufnahmen auch hineingekommen sind. Hier sieht man den Biopsiekanal, wo die Probe entnommen wurde. Und diese Auftreibung, man sieht, es beginnt sich jetzt schon da hinaufzuziehen, ja, über den Hirnstamm in Richtung Großhirn. Und das ist eine Kontrastmittelaufnahme zum selben Zeitpunkt. Man sieht rund um die Sehnerven herum eine Anfärbung, also da dürfte offensichtlich eine Aussaat stattgefunden haben im Bereich des, der unteren Hirnnerven. Diese große Anfärbung und Raumforderung. Und hier in dieser ganzen Läsion sieht man auch verschiedene Kontrastmittelaufnahmen. Jetzt zum Vergleich, das war September zu November 21, Verzeihung, das ist ein Fehler meinerseits, sodass man sieht, wie diese Raumforderungskomponente zugenommen hat, wie das jetzt hinaufgezogen ist in die, über den Hirnstamm ins Großhirn, also vorausgesetzt, man sieht jetzt den Thalamus zum Großhirn gehörig, das kann man anatomisch wahrscheinlich streiten. Nach einer Sitzung Strahlentherapie, geplant waren, wie gesagt, 6 Wochen, kam es zu einer ganz plötzlichen neurologischen Verschlechterung. Die Patientin wird mit der Rettung gebracht. Vigilanzstörung ist eingetrübt, nicht wegbar. Eine Atemstörung, Schluckstörung. Man sieht sozusagen, allein das war das Bild, andere Bild war direkt vorher, ja, wie sozusagen das jetzt sich hier hell darstellt. Das heißt, das ist eine massive Reaktion, die auf diese Strahlentherapie stattgefunden hat. Also wir sehen zumindest den seitlichen Zusammenhang, was man auch sieht, diese sehr tiefstehenden Tonsillen, das heißt so viel die kleinen Tonsillen, die nahe am Hirnstamm liegen und diesen auch bedrücken können, wenn die zu tief in die Öffnung des Schädels treten. Und das war so die Bildgebung, die zu dem Zeitpunkt bestand hat. Man sieht sozusagen, das sind jetzt relativ weit oben gesehen im Gehirn diese Veränderungen beidseits, ja, bis hinuntergehend dann in den Hirnstamm- und Kleinhirnbereich.
Das Kind kam auf die Intensivstation, es ist in Versuch einer Abschwellung mit Dexamethason gemacht worden. Wir haben Bevacizumab abgegeben, das ist ein Antikörper gegen VEGF. Das ist ein Botenstoff, der die Blutgefäßneubildung aktiviert. Das heißt so viel, dass dieser Antikörper dagegen hemmt die Blutgefäßneubildung, führt zu einer Abschwellung haben ein Gespräch mit den Kindeseltern geführt bezüglich AND, Allowed Natural Death. Wir haben das Kind zurück auf die Normalstation zu uns genommen und haben eine Entlassung mit Magensonde und eventuell auch einen Gürteltubus. Das ist ein, würden wir normalerweise nicht tun. Das ist ein in der Nase liegender Tubus, der die Zunge weiter nach vorne hält, sodass die Atemwege offen bleiben. Wir haben Kontakt aufgenommen mit dem Kinderhospiz Momo. Es kam dann, offen gestanden, wieder erwarten, zu einer deutlichen klinischen Besserung. Die Patientin hat wieder begonnen, gezielt einzelne Worte zu sprechen, hat interagiert mit der Familie, hat eine motorische Besserung gezeigt, sodass es unter Anführungszeichen nur noch eine Hemiparese links bestanden hat. Und wir haben daher eine Revolution unseres Therapieziels vorgenommen. Bevacizumab haben wir fortgesetzt, weil das offensichtlich einen Erfolg gebracht hat. Wir haben aufgrund des molekularen Profils mit Everolimus gestartet. Das ist ein mTOR-Inhibitor, der, wenngleich MYC zum Beispiel nicht angreifbar ist, diesen PIK3CA-Weg abfangen könnte. Und wir haben erneut die Strahlentherapie für Jänner 2022 geplant. Wir haben die Patientin vor Weihnachten entlassen können in einem stabilen allgemeinen Zustand. Hier sieht man die Bilder vom 12.11. zu 17.12., wo man diesen massiven Unterschied sieht, ja, wie diese Schwellung hier zurückgebildet hat. Ja, sodass wir jetzt einfach in einem anderen klinischen Zustand waren, der uns auch erlaubt hat, eine weiterführende Behandlung zu machen. Das sind die Bilder, die immer noch sehr, sehr eindrucksvoll waren vom Dezember 2022. Die Strahlentherapie konnte ambulant erfolgreich im Jänner bis Februar 2022 durchgeführt werden. Ambulant erfolgte eine Logo-, Ergo- und physiotherapeutische Vorstellung. Die Patientin zeigt im März 2022 eine gute Rumpf- und Kopfkontrolle, kann sich alleine hochziehen, macht Schritte mit Unterstützung. Bevacizumab setzen wir weiter fort. Bevacizumab ist eine Therapie, die nicht zugelassen ist für Hirntumoren. Warum? Weil das PFS zwar besser geworden ist und die Lebensqualität, aber das gesamte Überleben nicht beeinflusst wurde, weder im Kindes- noch im Erwachsenenalter. Trotzdem setzen wir, genauso wie die Erwachsenen-Onkologen, es sehr gerne ein, weil es einfach die Lebensqualität deutlich verbessern kann. Everolimus wird weiter fortgesetzt, bis auch gut verträglich ist und wir starten mit einer geplanten oralen Chemotherapie mit Imazolomid 5 Tage alle 4 Wochen. Das sind jetzt Bilder aus dem März, wo man ein weiteres Zurückgehen nach Strahlentherapie erkennen kann. Das, was man hier übrigens immer sieht, nur dass sie nicht wundern, das ist der Shunt, der liegt. Da ist ein Ventil drinnen, das man auch mit einem Magneten einstellen kann. Und das macht im MRT diesen Art Schlagschatten. Ja, nur dass sie nicht wundern, was das immer ist, komisch ist. Es kam zu einer weiteren klinischen Besserung. Die Patientin konnte wieder alleine gehen, konnte mit Schwimmflügeln ohne Hilfe schwimmen. Das Essen ging wieder. Die Patientin war bis dahin mit Magensonde ernährt. War im Rollstuhl, teilweise auch gehend mobil und laufend in Betreuung mit dem Kinderhospiz Momo im ambulanten Setting. Ein Kindergartenbesuch war wieder möglich. Und dann haben wir in einer Bildgebung gesehen, dass da eine Zyste sich massiv vergrößert hat und begonnen hat, auch da auf den Hirnstand zu drücken, sodass der Entschluss gefasst wurde, eine Operation für diese Entlastung der Zyste vorzunehmen. Hier sieht man vorher, und dann ist jetzt ein CT, deswegen schaut die Qualität anders aus, nach Anlage eines Omaya-Reservoirs in diese Zyste. Das hat gut funktioniert und konnte dann kleiner gemacht werden. Im Juni 2022 hat die Patientin gern und viel begonnen wieder zu basteln, hat das Kindergartenabschlussfest mitgemacht. Im September 2022 weitere klinische Besserung. Die Patientin kann eingeschult werden, geht sehr gerne in die Schule, zeichnet sehr viel. Wir machen eine Routine-Bildgebung, die wir alle 3 Monate in etwa machen und kennen ein Tumorrezidiv, das man hier in diesem Bereich im Kontrastmittel vielleicht am besten erkennen kann, bei einer asymptomatischen Patientin. Wir haben das Verdacht auf ein Lokalrezidiv geäußert und haben mit einer IV-Chemotherapie begonnen, die wir initial nicht initiiert hätten, weil es einfach für die Lebensqualität und die
nicht dafür gestanden wäre, nachdem es der Patienten jetzt aber so gut geht, haben wir das verkürzt auf 3 Tage alle 3 Wochen gemacht. Wir hätten die Therapie sonst wahrscheinlich für 5 Tage gemacht. Wir haben auch geschaut, dass wenn die weißen Blutkörperchen niedrig waren, wir die Patienten nicht unbedingt stationär aufgenommen haben, sondern mit Stimulationsfaktoren die weißen Blutkörperchen versucht haben hochzuhalten, was wir sonst eher nicht getan hätten in dieser Situation, also in einer vergleichbaren Situation. Die Therapie wird gut vertragen, die Patientin kann inzwischen zwischen den Aufenthalten bei uns wieder die Schule besuchen. Im November 22 feiert sie ihren 7. Geburtstag vor dem 3. Zyklus der Chemotherapie. Wie sie stationär aufgenommen wurde zur Chemotherapie, fällt ein akutes Nierenversagen auf, am 1. medikamentös bedingt, mit Ödemen, also heißt Wassereinlagerungen, Ergüssen. Kurzzeitig hat sie auch 2 Drainagen gebraucht, die aus den rund um die Lunge sozusagen die Flüssigkeit abgelassen haben. Das ist Gott sei Dank nur für ein paar Tage notwendig gewesen. Und das ist die Bildgebung, die wir gemacht haben, wo man eine weitere Größenzunahme dieses Tumorrezidivs sieht. Wir haben somit feststellen müssen, dass die Patientin nicht auf Chemotherapie anspricht und wir eine weitere Therapieoption wählen mussten. Wir haben das Ganze wieder in unserem neuroonkologischen Tumorboard besprochen und eine Rebestrahlung geplant, sehr zu viel eine Zweitbestrahlung, weil die Ärztebestrahlung offensichtlich effektiv war. Das Nierenversagen wird besser, die Ödeme sind allerdings noch da, wenn gleich ein bisschen besser werden. Ihr Krankenzimmer bei uns war voll und voll über mit selbstgemalten Bildern, wirklich, wirklich nett. Wir schaffen die Entlassung in häusliche Pflege, wiederum Betreuung gemeinsam mit Momo. Eine Woche vor Bestrahlungsbeginn, jetzt gerade Anfang des Monats, die Patientin deckt Weihnachtskekse mit der Familie, plötzlich treten starke Kopfschmerzen auf, die Patientin kommt mit der Rettung ins Spital. Ich war zufällig auf der Intensiv im Dienst, habe ihn veranlasst, dass wir schnell ein CT machen. In diesem CT sieht man hier eine massive Tumoreinblutung in dieses Rezidivareal. Wir nehmen die Patientin sofort auf. Das CT habe ich Ihnen gerade gezeigt. Es kommt zu einem Druck und Involvierung des Hirnstamms durch diese Blutung. Es kommt zu einer rapiden Verschlechterung. Die Patientin ist nicht mehr ansprechbar. Vigilanzgetrübt zeigt eine Schnappatmung. Eine Schnappatmung ist ein sehr basales Atemmuster des Hirnstamms, das auf ein Hirnstammversagen hindeutet. Wir holen uns ein Consilier Neurochirurgie ein mit der Frage, ob man noch akut einsteigen sollte, diese Blutung auszuräumen. Allerdings ist die Einschätzung, dass die Intervention den klinischen Zustand nicht wiederherstellen kann von dem Zustand, wo die Patientin war. Wenn es mit einem sehr hohen Risiko einhergehen würde, dass die Patientin die Intensivstation nicht mehr verlassen würde und dann ihre Sterbephase auf der Intensivstation ohne die Wachheit wieder zu erlangen durchmachen müsste. Es erfolgt daher ein Gespräch mit der Kindesmutter, die mit dem Zeitpunkt alleine mit dem Kind im Spital war. Wir besprechen, dass keine Intensivstation mehr durchgeführt werden soll, keine lebensverlängernden Maßnahmen gesetzt werden und Comfort Care, das heißt so viel wie keine Schmerzen, keine Atemnot. Wir beginnen daher mit einer Morphindauerinfusion, die einerseits analgetisch wirkt, das heißt schmerzlindernd wirkt, andererseits auch bekannterweise eine Atemnot nehmen kann. Ich habe der Mutter dann gesagt, dass der Kindesvater sofort auch in der Nacht hereinkommen soll. Es war 1 in der Früh, sowas, 12:30, 1 in der Früh. Und auch das Angebot gemacht, dass trotz der bestehenden Corona-Bestimmungen bei uns auch andere Angehörige zur Verabschiedung kommen können. Das Gespräch, das ich dann in der Nacht noch einmal später 2 herum mit den Eltern geführt habe, dann waren beide da, sind dann Sätze gefallen. Ich zitiere das, soweit es aus dem Gedächtnis kann, wörtlich. Es war ein geschenktes Jahr. Wir hätten nie gedacht, dass sie den Kindergartenabschluss und die Einschulung erleben darf. Bis zum Schluss ist es ihr gut gegangen. Die Schwester kommt in der Früh dann noch sowas um 7, 8 herein, um sich zu verabschieden. Die ganze Familie kuschelt eben gemeinsam in 2 Betten, die wir zusammengeschoben haben. Der Vater liest die Lieblingsgeschichten der Patientin vor und gleichzeitig zeigen sich zunehmende Zeichen der Hirnstammdysfunktion, Schnappatmung mit mittlerweile prolongierten Atempausen. Schlussendlich verstirbt die Patientin dann gegen Mittag ruhig im Beisein ihrer Familie. Ja, das ist ein bisschen ein aufhellenderes Bild, um sozusagen da die trübe Stimmung wieder ein bisschen zu heben. Was dann am besten du bewerkst. Ja, dann sozusagen jetzt einmal auf der Praxis gesprochen, wie denn so etwas abläuft. Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr berührende Darstellung jetzt da gewesen. Also ich weiß nicht, ob ich glaube, es drängt sich unmittelbar das auf, was du gezeigt hast, ein geschenktes Jahr offensichtlich für die Beteiligten. Hat es in dieser Phase mit diesen Auf und Ab. Haben wir aber ausgeschalten, Entschuldigung. Bitte?
Die Kamera wurde ausgeschalten. Okay, wir aktivieren die Kamera. Gab es in diesen Auf und Abs, also es wurde ja, kam ja der Punkt mit Allow Natural Death, also lasst sterben. Mhm. Nicht? Also ja, abseits dessen gab es Momente, wo die Frage von der Familie oder auch vom Kind im Raum stand, wozu das Ganze? Oder ist das kein Thema gewesen? Das war nie Thema. Ja. Das ist vielleicht dann doch prototypisch. Ich meine, bei Kindern geht es ja irgendwo darum, das ist ja das, was von uns selber weiterlebt irgendwie. Und wahrscheinlich ist halt hier eine große Entschlossenheit zum Leben da. Und man möchte anscheinend auch, wenn die Krankheit sehr schwer ist, die Behandlung sehr belastend, nichts von dieser Zeit, von dieser Möglichkeit missen. Ist das korrekt? Könnte man das so? Ja, man muss es ja auch im Verhältnis sehen. Wenn man ein fünfjähriges Kind hat, für das ist ein Jahr ein Fünftel seines Lebens. Mhm. Ja. Ja. Wenn ich einen 70-Jährigen habe, für den ist ein Jahr halt, ja, ein bisschen was. Ja. Das heißt, wenn ich einem Zweijährigen, einem Dreijährigen die Hälfte seines Lebens noch einmal schenken kann, ja, dann ist das ja auch etwas, was da mitspielt. Aber natürlich sozusagen nicht um jeden Preis. Ja. Und auch wir hätten die Strandtherapie nicht mehr durchgeführt, wenn die Patientin sich nicht klinisch so massiv verbessert hätte. Wir haben gesagt, ja, wir geben die Optionen mit dem Avastin, also mit dem Bevacizumab, Entschuldigung, dass es da zu einer Verbesserung wieder kommen kann. Aber haben auch gesagt, mit dem Motto, ja, wirklich glauben tun wir nicht dran, aber wir wollen keine Chance ungenützt lassen. Und wir haben auch dann sozusagen noch, das war jetzt Ende im November, im Jänner haben wir dann bestrahlt und gesagt, mit dem Motto, das müssen wir mal schauen, sozusagen, dass sie wirklich in einem so stabilen Zustand ist, dass es vertretbar ist, sie jeden Tag in Narkose zu legen für eine Strahlentherapie. Mhm. Frau Dr. Kronberger will sich einbringen. Sie haben ja, danke, Herr Medeo. Das ist wirklich jetzt so ein ganz aktueller Fall. Das Begräbnis war gestern, die Seelmesse ist morgen. Und was ich noch dazu erzählen wollte, dass es schon eine einerseits sehr außergewöhnliche Familie war in ihrer positiven Haltung, die sehr, sehr gläubig war und oder ist. Und diesen Glauben und auch dieses Eingebettetsein in eine Kirchengemeinschaft als sehr, glaube ich, stärkend und hilfreich erachtet hat. Also das war eine Ressource, die ganze Familie, auch die Großeltern, ist eine Großfamilie mit vielen Kindern, mit vielen Geschwistern, die diese ganze Familie durchgetragen hat. Das sind schon zwei Aspekte. Das war eine Familie, die einerseits auch einen außerhalb ja, einen Sinn und einen Grund gesehen hat und die wirklich in ein perfektes Umfeld eingebettet war. Es hat der Kindergarten mitgespielt, sie hat dann dort sogar ein Theaterstück aufführen dürfen bei der Abschlussvorstellung und sie war ja 2 Tage vor ihrem Tod das letzte Mal in der Schule, weil sie dort so wahnsinnig gerne war, ohne Eltern, mit einer Assistentin, die die Eltern organisiert haben. Also da ist dem Leben und diesem Fokus auf das Leben neben der Krankheit, das es nämlich auch gibt, ganz ein großer Stellenwert eingeräumt worden. Und ich glaube, das können nicht alle Familien, aber die das können, das Gute und das Gesunde und das Schöne auch immer sehen zu können, ohne das andere zu vergessen, das hat diese Familie ganz unglaublich gelebt eigentlich. Also da haben wir auch viel, viel gelernt bei der Begleitung. Sehr realistisch, aber sehr, sehr geborgen und eingebettet im Glauben und in der Familie und im Freundeskreis. Die Einbettung, das kommt doch auch immer wiederkehrend heraus. Einerseits in Fachexpertisen, aber auch Schule, Familie, auch die spirituelle Einbettung, das dürfte halt doch entscheidender Faktor sein, wie so eine Situation bewältigbar ist. Ja. Ja. Und dass eine Mutter einen Tag nach dem Tod, weil wir waren bereit am Wochenende, ich glaube, sie ist am Freitag verstorben und wir haben ihr angeboten, auch von der psychologischen Seite, dass wir die Schwester, die wir ja auch betreut haben, und dass wir zur Verfügung stehen. Und da hat mir die Mutter eine Nachricht angeschrieben am Samstag,
danke, dass Sie bereit sind, wenn wir was brauchen, melden wir uns, aber es geht uns gut. Und das war natürlich nicht, es geht uns gut und wir machen uns ein schönes Wochenende, aber die waren gut vorbereitet. Ja. Und ich habe mit ihr jetzt Kontakt laufend und sie sehen auch jetzt das Positive, das geschenkte Jahr ist kein Lippenbekenntnis, das ist wirklich so, wird so gelebt, mit großer Dankbarkeit. Ich glaube, Martina, ich muss das aufgreifen, was du sagst, sondern es ist wirklich sehr, sehr individuell von den einzelnen Familien abhängig. Ja. Genau. Von der Einstellung, vom Background aber auch, ja. Aber das spielt nicht notgedrungenerweise der sozioökonomische Background jetzt die große Rolle. Ich meine, wir kennen Familien aus sehr niedrigen sozioökonomischen Verhältnissen, die das wundervoll machen, ja. Und umgekehrt. Also heißt so viele, das ist sehr viel auch eine persönliche Herangehensweise. Oftmals bei türkischen Familien erleben wir, türkischstämmigen Familien, dass die in der Familie so integriert sind, dass das so gut funktioniert, dass da einfach wirklich ein Rückhalt da ist, der bei manchen isolierten österreichischen Familien so nicht da wäre. Aber ich sage, man darf es nicht verallgemeinern. Ich glaub, nein, überhaupt nicht. Was man vielleicht schon sagen kann, also da wissen wir mittlerweile zum Glück sehr viel auch über diese Schutzfaktoren. Ne? Und Schutzfaktor eben wie eingebettet sein, offene Kommunikation, das ist einfach das, wo man sieht, oder antizipatorisches, ja, was wir jetzt diskutiert haben, antizipatorisch sich schon vorbereiten, antizipatorische Trauma, das sind Dinge, wo man weiß, das hilft dann auch zum Weitermachen. Und das ist das, was wir halt mit aller Kraft versuchen dann zu fördern. Ja, auch zum Beispiel, dass sich die Kinder sehen, was auf ihrem Grabstein draufstehen soll. Solche Dinge, da arbeitet sehr wirklich intensiv und wirklich toll mit den Kindern. Also gut zu haben, das zu kommunizieren. Und was mir einfach da auch noch mit der Frage eingefallen ist, ich finde, was wir hören, diese Fragen, dieses, steht das dafür? Ja, dieses auch den Sinn hinterfragen, das kommt oft viel, viel später. Okay. Einfach in Kombination mit Spätfolgen zum Beispiel, wo man dann viele Jahre später nochmal hinterfragt. Ja, in voller. Wie war das? Haben wir richtig entschieden damals? Mhm. Ja. Viel, viel später. Also da hören wir das bedeutend öfter. Mhm. Ja. Haben wir weitere Inputs? Ansonsten, es ist ja sehr oft jetzt schon der Begriff Momo gefallen. Nicht? Also würden wir zum nächsten Beitrag kommen. Das passt ja perfekt. Wir schauen uns jetzt die palliativ-medizinische und pflegerische Seite an. Da muss ich dazu sagen, das ist natürlich jetzt Momo, aber IOB in erster Linie. Und ich danke der Manuela Stricker vom St. Anna Kinderspital sehr, weil bei mir war es ganz unsicher, wie dieser Nachmittag läuft und ob ich überhaupt dazukommen kann oder wie. Jetzt habe ich es doch geschafft, was mich sehr freut. Und Manuela, danke. Wir haben uns natürlich abgestimmt, aber sie ist eine wunderbare Referentin und wird das ganz toll machen und wir diskutieren dann gern gemeinsam. Ja, es ist um die zwei Expertinnen vorzustellen. Frau Stricker ist diplomierte Kinder- und Jugendpflegerin in der Palliativpflege und Medizin am St. Anna Kinderspital. Frau Oberärztin Gromberger-Vollenhofer war früher im St. Anna Kinderspital und ist jetzt im Kinderhospiz Momo tätig. Und es ist hier eine Synthese von Pflege und Palliativpflege und Palliativmedizin. Und danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und, ja. Vielen Dank für die Einladung zu dem wirklich spannenden Thema und danke Martina auch für deine Unterstützung bei meinem Vortrag. Also ich habe einiges von dir übernommen auch. Es ist so, dass ich eben im St. Anna Kinderspital arbeite, schon im Palliativbereich auch, aber nicht ausschließlich im Palliativbereich, sondern unsere Tätigkeit für den externen onkologischen Pflegedienst, wie wir heißen, beginnt mit der ersten Entlassung unserer Patienten nach Hause nach Diagnosestellung. Das heißt, wir nehmen Blut ab, machen Verbandwechsel zu Hause, wir verabreichen Medikamente, auch Chemotherapien zu Hause. Wir sind sozusagen die Brücke vom Spital zu den Eltern und zu den Familien.
Und wir betreuen, also unser, ein großer Vorteil, den wir haben, ist, dass wir unsere Patienten von Beginn der Erkrankung betreuen und nicht in die Palliativphase erst einsteigen, sondern wenn unsere Patienten dann eben in eine Palliativphase übergehen, vernetzen wir uns eben mit dem Kinderhospiz Momo, was uns vor allem deswegen auch sehr gut gelingt, weil wir schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten. Also Martina und ich arbeiten, glaube ich, seit über 20 Jahren zuerst im St. Anna im basisonkologischen Bereich zusammen und jetzt eben im mobilen Bereich. Ja, also wie gesagt, wir sind ein Team, wir vernetzen uns immer mehr. Das heißt, wir haben im Hintergrund das St. Anna Kinderspital, dort sind wir auch angestellt. Das heißt, wir arbeiten mit den Stationen ganz eng zusammen, aber im mobilen Bereich, also der Kinderpalliativbereich ist ja nicht so ein großer Bereich. Das heißt, wir müssen uns vernetzen und alle Ressourcen nutzen, die es einfach in dem Bereich gibt. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir eben in Wien vor allem mit Momo zusammenarbeiten. In Niederösterreich ist es zum Beispiel das KiuPal, mit denen wir da auch ganz eng zusammenarbeiten. Und nochmal, da hat Martina ihre Folien mit eingebracht, weil wir eben sozusagen aus der gleichen Perspektive diese Thematik ein bisschen reflektieren wollen. Ich möchte gerne ein bisschen einen theoretischen Input, aber so wie Sie vorher schon gesagt haben, da überschneidet sich ja einiges von dem, was wir alle erleben in den verschiedenen Bereichen. Und darum würde ich gerne eher einen kurzen theoretischen Input nur machen und dann auch ein paar Fallbeispiele erzählen, um diese Perspektiven zu reflektieren. Wenn ein Kind stirbt, macht uns das besonders betroffen, weil wir es nicht normal empfinden, dass Kinder sterben. Das heißt, es fällt uns besonders schwer, das oft auch zu akzeptieren. Glücklicherweise ist es so, dass die Palliative Care, das hat lange so ein bisschen den Touch gehabt, das ist nur Sterbebegleitung, das ist Gott sei Dank nicht mehr so, sondern es wird immer mehr auch gesehen, was Palliative Care eigentlich wirklich ist und was es kann, was da alles dazugehört. Dass es ein ganzheitlicher Ansatz ist, wo vor allem das Ziel ist, dass unsere Patientinnen so lange wie es möglich ist, ein gutes Leben haben. Das ist sozusagen die oberste Zielsetzung. Und ich glaube, Professor Sies hat vorher auch schon gesagt, es gibt verschiedene Phasen auch in der Palliative Care. Das heißt, wenn ein Patient jetzt in die Palliative Care kommt, heißt das überhaupt nicht, dass es da noch keine dass es da keine Therapien mehr gibt, sondern vor allem in dieser ersten Phase geht es in erster Linie auch darum, mit dieser lebenslimitierenden Erkrankung zu leben und wirklich auch noch viel zu machen. Da gehören ganz, ganz viele Therapien oft noch dazu, von Strahlentherapie begonnen, über Chemotherapien, über auch Operationen. Und das geht dann irgendwann in die End-of-Life-Phase über. Vielleicht zu der Palliative-Care-Phase. Wir haben vorher von dem Patienten gesprochen, den wir gemeinsam auch betreuen. Und auch da ist es so, es hat sich so viel verändert in den letzten Jahren mit diesen Therapien, dass diese Palliativphase viel, viel länger wird. Und das ist, also wenn wir, ich sage immer, wenn wir früher Patienten nach Hause übernommen haben zur Palliativversorgung, waren das manches Mal nur Wochen, bis die Patienten verstorben sind. Jetzt reden wir oft von Monaten bis zu Jahren, in denen wir diese Patienten betreuen. Und irgendwann kommt es dann eben zur End-of-Life-Care. Phase, das können Wochen und Monate sein, die dauert, und in der Phase kann es auch noch sein, dass Therapien indiziert sind, aber es geht halt dann schon viel mehr um die Symptomkontrolle und auch um die psychologische Unterstützung. Und die Terminalphase in den letzten Tagen, in den letzten Stunden, da ist dann wirklich der Schwerpunkt auf der Symptomkontrolle und der psychosozialen Unterstützung. Das heutige Thema, der freie Wille, ist in all diesen Phasen immer ein großes Thema für uns. Und es sind ganz, ganz viele Punkte, an denen es eben darum geht, Therapieziele zu vereinbaren, in denen es darum geht, wie geht es weiter. So wie der Professor Sisi vorher auch gesagt hat, manchmal werden diese Entscheidungen auch revidiert, weil sich vielleicht etwas geändert hat an der Situation. Und dazu kann man dann eben auch sagen, also diese Therapien, die dann entschieden werden, haben immer diese zwei Säulen, also es muss eine Indikation für diese Therapie geben und es muss der Elternwille oder Kindeswille gegeben sein, dass man diese Therapie
eben durchführen kann. Und das Verbindende von diesen Säulen ist eigentlich immer das Kindeswohl. Also das heißt, die Entscheidung soll immer zum Kindeswohl sein. Dann gibt es noch diese bioethischen Verpflichtungen, also die Verpflichtung des Fürsorgeprinzips und die Verpflichtung, nicht zu schaden. Und das, was Sie auch jetzt schon heute ein paar Mal gehört haben, wie kommen wir zu diesen Entscheidungen, wie passiert das? Das Schlagwort jetzt ist immer Shared Decision Making, das heißt nicht so, wie es früher war, dass dann ein Arzt die Entscheidung gefällt hat oder mehrere Ärzte und das mitgeteilt worden ist, sondern dass es wirklich gemeinsame Entscheidungen sind, dass das mit Offenheit, wie auch der Professor sich vorher schon gesagt hat, den Eltern, aber auch den Patientinnen altersentsprechend erklärt wird, was sozusagen die Situation ist und man dann eben versucht, gemeinsam einen Weg zu finden und sich dann eben auch überlegt, wenn es eine Therapieoption gibt, was hat das für Auswirkungen, was hat das vielleicht für Nebenwirkungen, ist es mir das wert oder ist es mir das nicht wert und was ist im Vordergrund, ist die Lebensqualität im Vordergrund oder ist vielleicht nur die Lebensverlängerung im Vordergrund. Und es gibt natürlich deutliche Faktoren für Behandlungsbegrenzungen. Das ist zum einen, wenn es eben keine Indikation gibt und das andere, wenn es keine Einwilligung gibt. Wenn es keine Indikation gibt, dann kann man auch sagen, auch wenn die Eltern jetzt wollen, dass behandelt wird, wenn die Indikation fehlt, dann können sie nicht eine Behandlung fordern. Und umgekehrt, wenn es eine fehlende Einwilligung gibt, kommt es natürlich dann immer darauf an, was ist im Wohl des Kindes und dann muss eben abgewägt werden. Aber da haben wir heute ja auch schon einiges dazu gehört, wie schwierig das dann auch sein kann. Was ist, wenn der Patient das selber ablehnt oder was ist es, wenn es die Eltern ablehnen? Da gibt es einen gravierenden Unterschied, auch zu den Erwachsenen, weil bei Kindern gibt es eben keine Entscheidung für die Eltern oder Ärztinnen, sondern die Entscheidung ist immer für das Kindeswohl und ein Erwachsener kann auf eine Therapie verzichten, das heißt, er hat sozusagen das Recht auf Unvernunft, das gibt es bei einem Kind nicht, sondern also im Zweifel wird die Entscheidung immer für das Leben des Kindes sein. Das heißt, eben, wie ich gesagt habe, Eltern können nicht für ihre Kinder bestimmen, dass auf eine Behandlung verzichtet wird, die für das Kindeswohl wichtig ist. Und auf der anderen Seite können sie aber auch nicht entscheiden, dass das Kind behandelt werden muss, wenn es keine Indikation mehr dafür gibt. In den meisten Fällen gelingt es uns, dass wir da wirklich einen guten Konsens auch mit den Eltern finden, aber leider halt auch nicht immer. Und es entstehen halt viele Spannungsfelder auch, die man jetzt auch eben unterteilen kann in die philosophisch-religiösen Dimension. Das heißt, wir haben zum Beispiel Familien, die vielleicht aus religiösen Gründen sagen, sie können nicht aufhören zu kämpfen, sie müssen dieses geschenkte Leben, also um dieses geschenkte Leben kämpfen bis zum letzten Atemzug oder andere, die eben sagen, sie möchten da nicht eingreifen, das soll seinen Lauf nehmen und sie wollen da nicht mit starken Therapien da dagegen wirken. Also da haben wir ganz, ganz unterschiedliche Familien, wie die damit eben umgehen. Die rechtliche Dimension, die gesellschaftliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen. In Österreich, glaube ich, können wir trotz allem jammern, dass wir ja immer wieder tun, sagen, dass wir noch immer in einer sehr privilegierten Lage sind. Und also wirtschaftlich gerade im Kinderbereich ganz, ganz viel möglich gemacht wird, auch finanziell und auch in der Palliativversorgung, wenn Kinder auch schon sehr fortgeschrittene Tumorerkrankungen haben und sie brauchen Therapien oder sie brauchen zum Beispiel auch Blutkonzentrate, dann werden sie die bekommen, wenn es eine Indikation dafür gibt. Und das ist durchaus nicht überall so und nicht in allen Ländern so. Und eben auch die medizinische Versorgung ist nicht überall gleich und die Möglichkeiten sind nicht überall gleich. Ja. Näher möchte ich eigentlich auf die Theorie gar nicht eingehen, sondern ich würde Ihnen gerne auch ein paar Fallbeispiele präsentieren. Manche Problemstellungen, glaube ich, haben wir jetzt schon gehört auch. Das wiederholt sich eigentlich fast ein bisschen auch bei meinen Fallbeispielen.
Aber damit, also das sind drei Patienten, die wir gemeinsam mit Momo betreut haben, und wo diese heutige Fragestellung des freien Willens immer so aus ein bisschen unterschiedlichen Perspektiven auch zu sehen sind. Also die erste Patientin, die ich Ihnen vorstellen darf, ist die Anna, die mit 14 Jahren die Diagnose eines lokalisierten Osteosarkom bekommen hat, die dann die Erstphasentherapie durchlaufen hat, ein relativ frühes erstes pulmonales Rezidiv dann leider gehabt hat und dann unzählige weitere Chemotherapien, Operationen, Bestrahlungen über sich ergehen hat lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Familie hat rumänisch-arabische Wurzeln gehabt und es war so, dass der Vater sehr darauf gedrängt hat, dass sie diese Therapien durchführt. Es war dann das vierte Rezidiv, da war die Patientin erwachsen, das heißt, sie war mit 18, hat sie selber die Entscheidungen getroffen. Trotzdem war sie immer unter dem Einfluss ihres Vaters und konnte sich da eigentlich auch nicht wirklich dagegen wehren und hat ihm auch alles ihm zuliebe gemacht. Beim vierten Rezidiv hat sie dann aber irgendwann gesagt, sie möchte nicht mehr und sie kann auch nicht mehr. Sie hat das auch uns gegenüber immer wieder gesagt. Und das heißt, aus rechtlicher Sicht und aus unserer Sicht war das Vorgehen auch völlig klar, dass wir keine weiteren Therapien, also sie wollte keine experimentellen Therapien mehr machen. Der Vater hat das aber nicht akzeptiert und hat dann massiven Druck gemacht, hat verschiedenste alternative Therapien gesucht und es eben auch als seine Pflicht gesehen, um das Leben seiner Tochter zu kämpfen, ob sie will oder nicht. Also aufgeben war keine Option. Die Anna hat uns dann immer wieder angefleht und hat gesagt, bitte redet mit meinem Papa, ich kann einfach nicht mehr, ich möchte auch nicht mehr. Wir haben viele, viele Gespräche mit ihm geführt. Also wir haben auch versucht, einen Imam mit dazu zu holen, dass man vielleicht auf dieser Schiene an den Papa herankommt. Aber er hat es eigentlich bis zum Schluss nicht akzeptiert. Er wollte dann auch sogar in den letzten Tagen, hat er noch geschaut, ob es alternative Therapien in Ägypten gibt, wollte dort mit ihr hinfahren lassen und sie behandeln lassen. Und natürlich war sie 18 und hat sagen können, nein, aber gerade in dem Kulturkreis ist das auch gar nicht so einfach und sie hat ihm natürlich auch alles recht machen wollen. Das heißt, aus menschlicher Sicht ist sein Verhalten total nachvollziehbar und absolut zu verstehen. Für die Patientin war diese Zeit aber wirklich eine Tortur. Sie ist einfach nicht zur Ruhe gekommen. Und also aus rechtlicher Sicht, wie gesagt, war das völlig klar, aber der Zwiespalt, in dem sie gekommen ist, der war wirklich fast unüberwindbar. Die Mutter hat sie zwar unterstützt, aber die ist gegen den Papa auch nicht angekommen. Und irgendwann war es dann so, dass sie Schmerzdurchbrüche, Atemnot gehabt hat, dass sie dann stationär aufgenommen worden ist. Und dann schlussendlich, weil es ihr wirklich schon so schlecht gegangen ist, auch der Vater eben auch dieser Sedierung zugestimmt hat. Und sie war über eine Woche, ist sie mit einer palliativen Sedierungstherapie auf der Station gewesen und hat nicht gehen können. Und erst als ihr der Papa dann die Erlaubnis gegeben hat, ist sie dann auf der Station in seinem Beisein verstorben. Also das heißt, sie war eigentlich 18, aber hat ihren Willen äußern können. Wir haben das auch akzeptiert, aber da kommen halt auch noch viele andere Faktoren dazu, die das mit beeinflussen. Ich möchte, also da bleiben natürlich viele Fragezeichen. Ich möchte das gerne auch zur Diskussion dann nachher stellen und eben das nur kurz vorstellen. Der nächste Patient, den ich vorstellen möchte, ist ein 11-jähriger Patient, auch mit einem Osteosarkom. Bei der Diagnosestellung war er 11 Jahre alt. Wir haben vorher auch schon ein paar Mal gehört, dass es irgendwie recht selten ist, dass Eltern die Therapie ablehnen. Das war leider ein Fall, wo das so passiert ist. Er ist biopsiert worden, es ist die Diagnose gestellt worden. Die Eltern haben das nicht wahrhaben wollen, haben dann versucht, alternative Therapien zu suchen, sind mit dem Kind quer durch Österreich, Deutschland, Europa bis nach Afrika gefahren. Das war eine afrikanisch-österreichische Familie. Dieser Tumor war dann also nicht fußballgroß, sondern medizinballgroß.
Und es ist dann in einer eigentlich recht traumatischen Aktion das Kind mit der Mutter, mit der Polizei ins St. Anna Kinderspital gebracht worden. Das heißt, von freiem Willen kann man da schon zu Beginn der Erkrankung eigentlich und der Behandlung nicht sprechen. Es ist dann so, wie die Frau Magister Klima vorher auch gesagt hat, wie das dann passiert, den Eltern das Sorgerecht entzogen worden für diese medizinischen Belange. Sie haben ihn aber trotzdem weiter begleiten können und waren auch auf der Station mit da. Es ist dann mit der Therapie gestartet worden. Weil dieser Tumor schon so fortgeschritten war, hat das Bein dann amputiert werden müssen. Es war aber trotzdem schon so fortgeschritten, dass trotz der Amputation und der Therapie eigentlich eine Heilung ausgeschlossen war. Auf der Station war es dann so, dass die Eltern sehr kooperativ waren, dass sie auch teilweise einsichtig waren. Für den Patienten, für den Jakob, war das schon schwierig teilweise auch mit der Situation umzugehen, weil er hat mit 11 Jahren natürlich dann schon verstanden, was das jetzt alles bedeutet und sind natürlich auch offene Gespräche mit ihm geführt worden. Und er war immer ein bisschen hin und her gerissen zwischen dem, was wir ihm im Spital gesagt haben und dem, was ihm auch seine Eltern aber von Beginn der Erkrankung an vermittelt haben. Nachdem dann es leider Gottes so weit fortgeschritten war, dass wir zu der Option gekommen sind, eben, dass wir keine weitere Therapie mehr machen können, ist dann gemeinsam mit dem Jugendamt entschieden worden, weil die Eltern eben sehr kooperativ waren, dass wir eine Entlassung planen und wir ihn zu Hause weiter betreuen. Das hat auch die erste Zeit ganz gut funktioniert. Dann hat der Patient aber sich relativ rasch verschlechtert, hat Schmerztherapie gebraucht und das auch immer wieder eingefordert, weil er starke Schmerzen gehabt hat. Die Eltern haben das aber dann zunehmend abgelehnt, weil sie das Gefühl gehabt haben, dass die Schmerztherapie das ist, warum es ihm schlechter geht. Und das ist dann zu Hause wirklich eskaliert, sodass die Eltern wollten, dass wir die Schmerztherapie beenden. Sie haben sich auf das Recht berufen, dass man Therapie noch verweigern darf. Es ist dann eine Krisensitzung einberufen worden, in der das Jugendamt anwesend war und das Betreuungsteam, wo man versucht hat, auf die Eltern einzuwirken, die dann aber total abgeblockt hat. Das heißt, es ist dann im Raum gestanden, dieses Kind, dieses dann sterbende Kind eigentlich von zu Hause mit der Polizei wieder ins Spital zu bringen, wovon wir dann aber Abstand genommen haben, weil es ihm wirklich schon so schlecht gegangen ist. Die Situation war aber so, dass er selber, und das war halt ein wahnsinniger Zwiespalt, in dem er auch war, er hat uns angefleht, ihm zu helfen und ihm Schmerzmedikamente zu geben. Und wenn wir nicht da waren, haben es die Eltern verweigert. Also das war wirklich eine wahnsinnig schwierige Situation. Und nach dieser Krisensitzung, wo wir dann gesagt haben, also unter bestimmten Voraussetzungen kann er noch zu Hause bleiben. Und der Patient ist dann aber an dem gleichen Tag zu Hause verstorben und man muss fast ein bisschen sagen, Gott sei Dank, weil wir wissen nicht, wenn die Situation noch schlechter geworden wäre, also das wäre nicht gegangen. Sie haben ihm zum Beispiel auch den Sauerstoff immer wieder abgedreht, weil sie gefunden haben, dass er muss Kräfte aufbauen und sich motivieren und dann braucht er den Sauerstoff nicht. Also das waren wirklich schwierige Situationen und wie gesagt, er ist dann an dem gleichen Tag zu Hause noch verstorben. Und das dritte Fallbeispiel, das ich vorstellen möchte, ist eine Patientin mit einem disseminierten Ewing-Sarkom, Stadium 4, mit einem Primum im Os pubis, mit Skelettmetastasen, Schädelmetastasen, Sakral, mit Knochenmarkbefall. Bei Diagnosestellung, da war sie fast 8 Jahre alt. Sie hat von Beginn an ganz schlecht auf die Therapie angesprochen, ist dann zweimalig umgestellt worden mit der Chemotherapie. Der Tumor war aber bei einer Biopsie nach wie vor vital. Das heißt, es ist dann eine experimentelle Therapie gestartet worden und die musste aber auch abgebrochen werden, weil sie hat dann einen Diabetes Typ 1 entwickelt und außerdem einen massiven Progress gehabt. Erst im Schädel, im Kiefer, im Becken und letztlich auch in der Lunge und im Knochenmark. Durch den massiven Progress sind die Probleme immer größer geworden. Sie hat einen aufsteigenden Querschnitt gehabt, Durchbruchschmerzen, wo sie vor Schmerzen immer wieder geschrien hat.
nach vielen, vielen gemeinsamen Gesprächen zur Entscheidungsfindung haben die Eltern immer wieder gekämpft, auf der einen oder anderen Stelle noch zu bestrahlen, wo wir vorher schon gesagt haben, wir wollen eigentlich keine Therapie mehr machen. Dem Wunsch ist dann aber auch entsprochen worden, weil man gesehen hat, dass sie davon wirklich profitiert hat und man die Schmerztherapie reduzieren konnte, die Lebensqualität wieder besser geworden ist, was eben auch das zeigt, was ich vorher gesagt habe, dass es auch in der Lebens-, also in der End-of-Life-Phase manches Mal noch indiziert sein kann, Therapien zu machen, wenn es den, den Patienten eben hilft und die Bestrahlung nicht so groß ist. In den letzten Wochen ihres Lebens war das nicht mehr möglich, was die Eltern auch erkannt und akzeptiert haben. Die Symptome sind aber eben, also die Symptomlast ist immer, immer stärker geworden. Die Eltern sind immer wieder mit Vorschlägen gekommen, die wir diskutiert haben. Sie haben das dann aber auch akzeptiert, wenn man ihnen erklärt hat, warum das nicht geht. Das heißt, jetzt könnte man sich fragen, was war eigentlich das Problem? Die waren sehr kooperativ und also man hat das Gefühl gehabt, sie haben auch das Gefühl gehabt, dass sie ernst genommen werden, dass das nach ihrem Willen und auch für das Kindeswohl entschieden worden ist, welche Maßnahmen gesetzt werden. Und dann kommt aber auch dazu, dass, was wir auch heute schon einmal gehört haben, dass in der Zeit oft ganz viele Vorschläge von Verwandten, von Freunden, von Bekannten einprasseln. Die Eltern und auch die Patienten stehen unter massivem Druck, alles noch zu versuchen, um das Leben zu retten, koste es, was es wolle. Und so war es auch bei der Familie. Und sie sind in die Hände eines Menschen gekommen, der ihnen versprochen hat, ihr Kind gesund zu machen. Als es dann ihnen noch besser gegangen ist, ist das halbwegs erträglich gewesen. Aber mit der zunehmenden Symptomlast ist es immer schwieriger gewesen. Sie hat wirklich unter Tränen gefleht, dass sie dort nicht hinfahren muss. Die Eltern im Gegenzug haben sie angefleht, dass sie diese letzte Chance irgendwie noch nützt. Und sie hat dann wirklich auch alle ihre Kräfte mobilisiert, um für die Eltern das auch noch zu machen. Das heißt, da sieht man auch, welchen Einfluss das Umfeld eben auch hat auf das, was die Kinder wollen und was sie aus ihren Willen dann auch zeigen. Das heißt, sie haben das durchgezogen, aber leider auch ohne Erfolg. Und dann ist es eben in der Lebensendphase, kurz vor dem Übergang in die terminale Phase, da hat der Tumor auch noch zu bluten begonnen, nach außen hin. Da sind wir dann vor der Entscheidung gestanden, ein Kind, das zu Hause war, das eigentlich nicht mehr transportfähig war, das aber eigentlich massiv nach außen geblutet hat, die keine Thrombozyten mehr gehabt hat, was machen wir jetzt? Wir haben eigentlich diese Entscheidung, hat mehr oder weniger die Nina dann selber, also sie war dann 9 Jahre schon schlussendlich, sie hat diese Entscheidung eigentlich selber getroffen. Wir haben ihr gesagt, dass sie Thrombozyten braucht, die Eltern haben ihr aber auch vermittelt, dass es auch ganz in Ordnung ist, wenn sie jetzt zu Hause bleiben möchte, und sie hat sich dafür entschieden, zu Hause zu bleiben. Und sie ist dann auch nach 2 Tagen zu Hause ganz, ganz ruhig und in Anwesenheit ihrer Eltern und der Familie verstorben. Also diese 3 Beispiele, die ich jetzt gebracht habe, haben ähnliche Diagnosen, aber eigentlich ganz unterschiedliche Geschichten. Das heißt, bei der Anna, die ist schon erwachsen, einsichtsfähig, aufgrund ihrer familiären Umstände ist es aber für sie unendlich schwer, sich gegen den Willen ihres Vaters zu stellen, den sie natürlich über alles liebt und den sie auch alles recht machen möchte. Beim Jakob mit seinen 11 Jahren ist er noch nicht einsichtsfähig. Wir haben zwar versucht, ihn in die Entscheidung mit einzubeziehen, was aber mit den Eltern nicht möglich war in Wirklichkeit und wahnsinnig schwierig war. Und da kommt ihm dann noch der Konflikt dazu, dass er da immer zwischen auch dem Behandlungsteam und den Eltern ein bisschen gestanden ist. Und schlussendlich die Nina, da sind die Entscheidungen zu treffen, die eigentlich unmenschlich sind. Professor Sisi hat vorher auch schon gesagt, solche Entscheidungen darf man eigentlich den Eltern nicht treffen lassen. Aber andererseits ist es halt auch schwierig zu sagen, wir bleiben jetzt zu Hause, wenn das massiv blutet, wenn die Eltern aber vielleicht fordern, dass man trotzdem noch was macht. Diese Eltern haben immer versucht, das Kindeswohl in den Vordergrund zu stellen, aber es kommt ihnen natürlich immer wieder auch der verständliche Wunsch und die Hoffnung in die Quere, dass ihr Kind einfach leben soll. Und abschließend, möchte ich ganz gerne auch noch einen Brief kurz vorlesen von einer ehemaligen Patientin von uns, das auch noch ein bisschen einen anderen Aspekt dieses Thema auch bringt. Und zwar, wir haben auch viel über Kommunikation heute geredet und über Offenheit und wie wir mit dem Willen eben dieser Patienten umgehen.
Und eine 18-jährige Patientin, die auch einige Jahre in unserer Betreuung war, hat an unseren Oberarzt einen Brief geschrieben, in dem sie ein ganz, ganz wichtiges Anliegen vorgebracht hat. Und den möchte ich abschließend noch gern vorlesen. Ich wende mich mit diesem Brief an Sie, weil ich es in letzter Zeit nicht geschafft habe, mein Anliegen in einem der vielen Gespräche angemessen zu vermitteln. Normalerweise fängt man ja auch keinen formellen Brief mit Ich an. Aber da es hier wirklich primär um mich geht, ist es, denke ich, zugelassen. Mir ist es wichtig, und das ist auch der einzige Grund, warum ich diesen Brief schreibe, dass Sie wissen, dass ich komplett sicher bin, dass ich es schaffen kann, ganz gesund zu werden. Für Sie und die anderen Ärzte im Team mag das vielleicht naiv klingen. Für mich ist es die einzige Möglichkeit, es wirklich zu schaffen. Ich bin nach den Ereignissen im Jänner, wo sich die Metastasen in einem so rasanten Tempo zurückbewegt haben, nicht davon ausgegangen, dass es gar nicht mehr kommt. Eigentlich war ich die ganze Zeit über, wie Sie wahrscheinlich alle, eher skeptisch. Ich möchte aber, dass Sie wissen, dass egal wie schlecht es mir schon gegangen ist, sei es jetzt im Dezember oder in den Jahren davor, ich habe nie in Frage gestellt, gesund werden zu können. Ich habe so enorm viel in dieser Zeit geleistet und bin jeden Tag aufgestanden und sage mir das jetzt immer noch. Du schaffst das. Niemand kann dich runterziehen. Man muss nur immer wieder aufstehen. Für Sie klingt das jetzt wahrscheinlich, wie ich das schon vorher erwähnt habe, alles sehr naiv und unwissenschaftlich. Ich weiß, dass meine Krankheit nicht gerade das ist, was man sich aussuchen sollte. Für mich ist meine Krankheit kein Krebs. Dieses Wort habe ich mittlerweile aus meinem Wortschatz gestrichen. Für mich ist es ein Arschloch, das aus meinem Körper vertrieben gehört und nichts hier zu suchen hat. Ich bin der Meinung, dass ich es schaffen kann. Und mit diesem Brief wollte ich Ihnen und den Ärzten und ich denke auch dem Psychologenteam sagen, dass ich möchte, dass auch Sie daran glauben. Mir ist das Wichtigste, dass man eine positive Einstellung bewahrt. Anders schafft man es nicht. Anders schaffe ich es nicht, jeden Tag aufzustehen und all die Dinge zu machen, die sich mir vielleicht manchmal auch als Hürden in den Weg stellen. Ich danke Ihnen allen für Verständnis und das immerwährende Entgegenkommen. Ja, das ist natürlich wiederum sehr, sehr bewegend. Aber das knüpft natürlich gleich an eine ganz zentrale Frage an. Wir werden vielleicht das Forum wieder aufmachen. Und es ist der Glaube ans Leben und Überleben ja ganz zentral, aber einen Augenblick. Aber es kann ja doch sein, dass nach menschlichen Ermessen, wir haben eine Überraschung gesehen bei dem einen Jahr, das gewonnen wurde und man weiß ja nie so recht. Das gibt es immer wieder. Das gibt es immer wieder, aber nach menschlichen Ermessen weiß man manchmal doch, dass die Karten sehr schlecht, sagen wir, stehen. Nicht? Und wie kann man sich dann diesem Appell anschließen, ohne dass man in einer Lüge landet? Ich glaube auch gar nicht, dass das als Appell jetzt allgemein zu verstehen ist, sondern also ich habe es jetzt eigentlich deswegen gebracht, weil ich es nur als Appell in diese Richtung, dass das der Wille dieser Patientin ist, nicht allgemein, ja, sondern dieser Patientin, das Recht auf Nichtwissen auch, oder? Das Recht darauf, dass, ja. Und in Wirklichkeit, wenn man zuhört, wenn man den Brief liest, man liest in jedem Satz, sie weiß es. Mhm. Ja. Ja. Aber sie nimmt Sie fordert letzten Endes ab von ihrer Umgebung, dass die Bilder zumindest gleich sind. Man ist ja auch eine ganz, wie sagen wir, heftige Forderung, wo eine Umgebung vielleicht da ist, die sehr darauf getrimmt ist, nichts zu verschweigen. Man kann sich zurücknehmen, aber nonverbal wird doch vielleicht was anderes kommuniziert.
geht ja dann schon in Richtung Psychologie. Ne? Absolut. Ja, schauen wir, ob ad hoc ist erfahrungsgemäß nach mehr als 2 Stunden wird, kommt eine gewisse Müdigkeit, aber schauen wir, ob ad hoc Inputs-Fragen oder Fragen da sind aus der zugeschalteten Runde. Ja, Marietta. Ich hätte, also das ist jetzt nicht genau darauf fokussiert, auf das, was Sie schön vorgetragen haben, aber im Allgemeinen wollte ich fragen, wie es Ihnen geht oder was Sie so, also in die Runde auch fragen, ob Sie das Gefühl haben, dass das einen Unterschied macht, ob man eben mit so schwer kranken Kindern auch zusammenarbeitet oder ob das allgemein mit Kindern so ist, dass man so umgehen kann, weil ich finde das ja schon bewundernswert, dass eben so der Fokus auch auf die Kinder- und Familiensituationen gemacht werden kann, muss ich sagen. Also das ist großartig von der Arbeit. Dürfte die Frage sein, wo die Quelle der Kraft ist. Das frage ich mir auch manchmal. Nein, ich habe schon den Eindruck, und ich arbeite ja auch schon über 20 Jahre in dem Bereich und sage immer, mehr oder näher am Leben, näher an der Lebensfreude als in der Arbeit mit so schwerkranken Kindern, mit den sterbenden Kindern kann man, glaube ich, nicht sein. Und sie vermitteln so viel Freude und das ist schon ein bisschen Adrenalin, glaube ich auch, dass man dann irgendwie es ist schon euphorisierend manchmal, auch wenn man merkt, wenn sie sich über Sachen freuen und wenn man vielleicht noch was, ich sage immer, wir haben manchmal so ein bisschen einen Aktionismus, wenn es darum geht, Wünsche zu erfüllen oder Sachen zu erfüllen, was sich die Kinder halt wünschen. Und das, was Sie auch gesagt haben, es gibt ganz wenige juridische Probleme dann nach solchen Betreuungen. Wir haben es natürlich schon auch erlebt, schon solche Probleme, aber meistens ist es so, dass das schon eine gewachsene Beziehung ist und das ist einfach schon sehr bereichernd, so in diesem Bereich zu arbeiten. Und ja, habe ich dabei noch was hinzufügen? Also meine Hochachtung gilt all jenen, die nicht so wie ich im Spitalsbereich diese Patienten betreue, sondern sozusagen, wo die Patienten in meinen Bereich kommen, ja, sondern die in die Wohnungen fahren, sondern in den Lebensbereich dieser Patientenfamilien gehen. Ja. Also das ist meine Hochachtung, weil sozusagen ich weiß nicht, ob ich das könnte, so sehr ich mit schwerstkranken, sterbenden Kindern arbeite. Ja. Für mich ist das die Arbeit und ich habe meinen Rückzugsbereich zu Hause. Ja. Während das sozusagen, da kommt man ja wirklich, da ist man ja mittendrin, da ist man sozusagen im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, in dem Ganzen drinnen. Und das sozusagen ist etwas, wo auch ich meine Bewunderung ausdrücken möchte. Also. Stimmt, das ist natürlich schon sehr nahe dann und man muss schon aufpassen auch, dass man da für sich selber auch die richtige Balance von Nähe und Distanz findet, dass man das auf Dauer auch aushält. Ja. Aber vielleicht ist gerade, also aus meiner Erfahrung, gerade diese Auseinandersetzung, es wird sehr schnell klar, man muss das lernen, auch zu schauen, wie geht man insgesamt damit um. Aber das ist auch was man vielleicht sonst nicht gemacht hätte. Ja, und was am Ende dann einfach stärkt. Und für mich ist es immer so, es ist natürlich total intensiv, eben dieses existenzielle Thema, das man sonst einfach im Leben eher wegschieben kann. Aber es ist auch total echt. Ja, es ist nicht so, man ist nicht in einem Bereich, wo es geht um ja, Dinge, die vielleicht jetzt, wo man sich denkt, ist das eigentlich, wo man sich jetzt wirklich ärgern muss oder ist das eine Heuchelei, ja, sondern es ist einfach echt und das ist schon auch was sehr Wertvolles. Das, was ich sozusagen auch noch, worauf ich mich beziehen möchte, ist das vorletzte Slide, das ich hatte. Wir haben 80% Langzeitüberleben. Und das ist etwas, an dem wir uns natürlich auch stärken, ja, indem wir sagen, der Motto, wir wissen, wie viel Gutes wir tun können. Und wir wissen aber auch, in den Fällen, wo wir nicht mehr das Leben retten können, wie viel Gutes wir da tun können. Ja. Wie sehr wir durch die Zeit, die wir da investieren, ja, und das ist Zeit, ist ja das wichtigste Gut. Ja. Der Rest sozusagen, der wird Gott sei Dank in unserem Gesundheitssystem ermöglicht. Ja. Ja. Ist es etwas, wo wir auch da noch da sein können für diese 20%? Jetzt ging es wirklich spezifisch um die Kinder. Ja. Ja, aber dann, das ist der medizinisch-kurative Bereich. Im Bereich der Palliativmedizin dreht sich sehr um. Ne? Das, aber wir haben da ist, ja, weil da ist ja
Ja, weil da ist ja eher die Statistik anders, vermute ich, dass öfters zu Ende gehen wird als also praktisch das fallende Blatt. Nicht? Also, und ja, das ist eine andere Situation. Ja, wobei es da auch so, dass das natürlich auch mehrere Faktoren jetzt hat, dass diese Betreuungszeiten sich ja verlängern. Weil das heißt, es wird ganz, ganz viel möglich, so wie eben mit den Patienten, den wir da gemeinsam betreuen. Das ist ja jetzt schon 3 Vierteljahre, ist das jetzt schon wieder her. Und dem geht es gut. Das heißt, wir haben ja schon lange, so wie ich ja vorher gesagt habe, die Palliativphase, da geht es darum zu leben mit der Erkrankung. Und da geht es nicht jeden Tag darum, dass, also, dass man schwer krank ist, sondern dann wird uns Könnte es sehr, dann. sehr viel gelangt und erlebt, einfach ganz intensiv erlebt. Gut, das dürfte dann, versuche es zu interpretieren, eine besondere echte Zeit sein, die gewonnen wird und die man begleiten kann. Und Genau. daraus, ist auch Lebenskraft, für die Umgebenden kommt damit, weil man mitwirkt, eine besondere Zeit zu gewinnen. Nicht? Ja. Ja. Aber das allein, Entschuldigung, aber das alleine ist es sicher nicht. Ich glaube schon, dass es also aus eigener Erfahrung, dass es wichtig ist, auch für sich selber im Hintergrund eine stabile Situation Ja. zu haben. Also wenn das eine sehr fragil ist und das andere auch, wird es schwierig. Ja. Was vielleicht noch bei diesen drei Fallbeispielen rausgekommen ist, ist, dass das gute Sterben gar nicht selbstverständlich ist und nicht einfach ist und dass bei bestem Willen vielleicht der betroffenen Person sie aber doch in diesen Interdependenzen irgendwo gefangen ist. Ja. Ja. Und das mal, was der Wille, glaube ich, des Patienten oder der Eltern, dass das oft gar nicht so klar ist, weil so viele Faktoren da rundherum sind. Also, und also das ist da jetzt ja nicht so zum Tragen gekommen, aber jeder, der das Buch Oskar und die Dame in Rosa gelesen hat, ja, dieser Teil, wo der Oskar sagt, ich bin ein ganz ein schlechter Patient. Also da verliert man die Freude an der Medizin, weil das da klar verliert, oder man verliert den Glauben daran, dass Medizin was Gutes ist, weil ich habe mich eh so bemüht und versucht, die Operation gut zu machen, aber was soll ich tun? Ich bin halt kein guter Patient. Ja. Also ich glaube, was bei uns halt auch noch sehr schwierig dazu kommt, ist, dass das zentrale Nervensystem betroffen wird. Das heißt, so viel wie die Kinder kommen beim Blindschirmtumor unter Umständen in ein Login hinein. Das heißt, so viel, dass die höheren Funktionen da sind, sie aber überhaupt nicht mehr ausdrücken können, einen hohen Querschnitt haben. Schluckstörungen, Sprachstörungen etc. von der Bilanz her, der Frontallappen intakt ist. Ja. Das ist sehr schwierig. Die Frage ist, wann ist der richtige Zeitpunkt, um auch Patientenverfügung Ähnliches zu machen, Ja. ja. Wo er noch, also der oder die Patientin sozusagen, also klar genug bei Verstand ist, aber auch schon so weit fortgeschritten, dass er selbst abschätzen kann, in welche Richtung es geht, ist schwierig. Ja. Also das kommt bei uns noch einmal verschärfend eben hinzu. Ja. Frau Dr. Kronberger, hätten Sie ein Ad-hoc-Input, also so zur Kraftquelle, zum guten Sterben, zu was die Arbeit lohnend macht? Naja, es ist jetzt schon wirklich ganz viel gesagt worden. Ich denke, dieses, noch mal auf das, was du gesagt hast, Amedeo, wenn man dann nach Hause geht, das hat schon, also man hat diesen Schutz des Spitals und des weißen Mantels und den verliert man natürlich, den hat man nicht, man kommt dort so hin. Auf der anderen Seite dürfen wir so viele Aspekte von einem Patienten sehen und so viel von seinem Leben und von dem, was ihn sonst noch ausmacht. Also dieser Blick im Spital auf die Krankheit und auf die Therapie, der öffnet sich dann natürlich zu Hause, wenn du dann irgendeinen Pokal siehst und du bist schon beim Fußballmatch, das er früher gerne gespielt hat, was auch immer, du berührst mehr sein Leben. Das, glaube ich, ist dann etwas, was uns dann auch oft, denke ich, so die Kraft und auch den Sinn gibt, weil man plötzlich das Kind und auch die Familie von so vielen anderen Seiten kennenlernen darf. Das ist manchmal herausfordernd, aber das ist sehr oft und sehr viel öfter eigentlich sehr bereichernd und lässt einen dann schon auch, muss ich ganz ehrlich sagen, oft nachdenklich und auch demütig ein bisschen zurück, wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Und was du gesagt hast, Manuela, ja, wir berühren das Leben bis zum Schluss. Wir lachen
mit den Familien oft bis zum Schluss. Wir lachen auch am Totenbett, wenn dann Geschichten erzählt werden und plötzlich Dinge sind, das kann man, also ich bin jetzt gar kein esoterischer Mensch und so soll es auch nicht rüberkommen, aber das hat schon auch nochmal so eine Kraft, dass wir so ganz nahe eigentlich am Leben dran sind, auch wenn der Tod vor der Türe steht. Und für dieses Leben, bis dann der Tod eingetreten ist, einfach da zu sein und mit der Familie zu kämpfen und zu schauen, dass das einfach gut geht. Und da sind wir natürlich dann oft auch gefordert. Das schützt uns, finde ich, auch, wenn wir dann an der Schmerztherapie, also das, wofür wir ja eigentlich kommen, wenn wir das dann auch tun können und das ja meistens zumindest eine Verbesserung herbeiführt. Ja, ich würde sagen, das sind so diese Aspekte, die es jetzt auch zu Hause machen. Und vielleicht so das Letzte, dass wir ja natürlich wegen des Kindes dort sind, aber was zur Kinderheilkunde per se und zu unserer Aufgabe auch dazu gehört, ist, dass wir ja immer das ganze Umfeld im Blick haben. Und wir wissen natürlich, dass wenn dieses Kind irgendwann, also wie in diesem Gedicht von der Mascha Kalecko, einer Romantikerin, so bedenkt, den eigenen Tod, den stirbt man nur, doch mit dem Tod müssen die anderen leben. Ja? Dass wir schon auch eine Verantwortung dafür haben, dass dann die Eltern, die Geschwister nachher weiterleben können und dass wir einen Teil dazu beigetragen haben, dass sie dann in ihre Trauerarbeit, dass sie nicht dann ständig an Dingen hängen müssen, wo sie gar nicht in diese Trauer, die sie dann auch durchleben können, dass sie da nirgends hängen bleiben, sondern dass wir auch vorbereiten, dass sie ernst genommen wurden, dass alles versucht wurde. Es ist nie der Zeitpunkt, dass man nichts mehr machen kann für ein Kind, sondern man kann jetzt das Kind nicht mehr heilen, aber man kann ganz viel anderes Sinnvolles machen. Und wenn wir diese Gewissheit, glaube ich, den Familien vermitteln können, dass wir sie ernst nehmen, dass wir ihnen zuhören, dass wir sie hören, dass sie wahrgenommen werden, dann können wir da auch einen Beitrag dazu leisten, dass es für die Familie nachher weitergehen kann. Und ich glaube, das sind so Aspekte, die, wenn einem die bewusst sind, dass einem das dann auch ja, diese Kraft dann einfach gibt, diesen Beruf auszuüben. Vielen Dank. Gibt es ad hoc Meldungen noch weitere? Ansonsten wäre ich schon sehr geneigt, bevor die Runde sehr zu erschöpft ist, dass wir noch den psychoonkologischen Part erschließen und wir wechseln vielleicht zum letzten Beitrag. Ja, wir konnten auch eine gestandene Psychoonkologin gewinnen, Frau Dr. Ulrike Leiss. Sie arbeitet an der Kinderklinik ganz eng mit dem Professor Azizi zusammen. Und ja, du wirst uns nun deinen Part, deine Perspektive vorstellen. Dankeschön. Ich hoffe, ich kann jetzt noch nach dem vielen, was natürlich schon gesagt ist, neu noch ein paar Aspekte einbringen und sie mitnehmen. Und ich hoffe, das ist jetzt mit der vorangeschrittenen Zeit, oder? Nein, das ist, wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen. Es ist nur eine Frage des Erschöpfungsgrads, aber ich glaube, wir werden jetzt wieder ganz aufgefrischt. Genau. Vielleicht zum Einstieg ganz kurz, weil das ist schon, finde ich, so vom Hintergrund spannend, sich nochmal vor Augen zu führen, was ist eigentlich jetzt nicht ganz speziell nur die Perspektive der pädiatrischen Psychoonkologie, sondern generell der Psychologie. Da gab es naturgemäß zum Thema freier Wille sehr, sehr viel Forschung, schon sehr lange Zeit, gemeinsam so die Psychologie, die Philosophie natürlich. Und ich möchte nur zwei Aspekte rausnehmen. Ganz viel wurde ja geforscht, auch so neurowissenschaftlich, wo man sich gefragt hat, wie ist das eigentlich? Gab es viele Ergebnisse, wo man gesehen hat, schon Sekunden eigentlich, bevor mir bewusst wird, dass ich mich entscheide,
ist eine Gehirnaktivität zu messen. Und was heißt das dann eigentlich für den freien Willen, für bewusste Entscheidungen? Was aber, denke ich, sehr schön ist, um das ganz kurz nur abzurunden, dass man auch da in diesem experimentellen Ansatz wirklich davon ausgeht, das ist nicht, wir sind dem auf keinen Fall unkontrollierbar unterworfen, sozusagen der Gehirnaktivität, sondern können das ja auch dann willkürlich stoppen. Trotzdem natürlich ein spannender Aspekt. Was aber in unserem Kontext, denke ich, viel, viel wichtiger ist, die ganze Forschung zum Thema Selbstkontrolle. Und Selbstkontrolle ist ja nicht zuletzt einfach eine spezielle Entscheidungsform des freien Willens. Ja, wenn man freier Wille sozusagen als Fähigkeit definiert, bei verschiedenen Wahlmöglichkeiten eben eine bewusste Entscheidung zu treffen. Und da gibt es einfach sehr, sehr schöne Studien und darauf basiert, und darum wollte ich das einfach hier nochmal einbringen, eigentlich unsere ganze Arbeit. Die sagen, Selbstkontrolle in der Kindheit führt, das wissen wir, führt zu mehr Gesundheit, zu mehr materiellem Wohlstand, zu mehr Zufriedenheit, unabhängig von Intelligenz und sozialem Status, führt auch zu geringeren Kosten im Gesundheitssystem zum Beispiel, zu weniger Sozialleistungen, die gebraucht werden und so weiter. Und das ist ja auch der Grund, warum wir sozusagen in der Psychologie, aber speziell, da wollte ich nur sagen, es sind natürlich nur zwei Aspekte, die wollte ich einfach herausnehmen, zu denen geforscht wird. Das glaube ich mit dem Fall. Genau, und darauf, auf diesem Aspekt der Selbstkontrolle, basiert eigentlich ein riesengroßer Teil so der pädiatrischen Psychologie. Das definiert sehr stark unser Tun, nämlich dass wir von wirklich klein auf fördern wollen, die Selbstkontrolle bei den Kindern, den Jugendlichen, also das Gefühl, die Situation auch kontrollieren zu können, handlungsfähig zu bleiben und dadurch einfach eine Verbesserung jetzt nicht zuletzt in der Lebensqualität zu erreichen. Was hier abgebildet ist, ist wirklich so in aller Kürze ein Auszug, so die Grundprinzipien unserer Leitlinien der psychosozialen Versorgung in der pädiatrischen Onkologie und Hämatologie. Das ist wirklich auch was sehr Schönes, dass wir die haben, weil das hat nämlich die Evidenzbasierung sehr, sehr verbessert. Also wir haben zugrunde liegen unserer Arbeit evidenz- und konsensusbasierte Leitlinien, wo einfach unser ganzes Tun aufbaut. Und die Grundprinzipien sind hier abgebildet und ich habe hier versucht, nur so nur mal zu unterstreichen, was alles eigentlich mit dem freien Willen und mit Entscheidungsfähigkeit zu tun hat. Also wir beschäftigen uns sozusagen, also viele Tätigkeiten beschäftigen sich eben mit der, wie schaffen wir es offen zu kommunizieren, wie schaffen wir einzubinden in die Entscheidungsfindung, zu informieren, wie können wir das Alter, die Entwicklung berücksichtigen, wie können wir generell die Stärken die Kompetenzen der ganzen Familie stärken, wie können wir Bewältigungsmechanismen stärken. Also das ist einfach, was unsere Arbeit definiert. Und was hier sozusagen nur kurz angesprochen ist. Viel hat natürlich, das haben wir ja vorher auch schon diskutiert, viel hat mit Kommunikation zu tun. Wir wissen, oft sagt man ja auch, it's all about communication. Ja? Und ich würde immer noch ergänzen gerne, und Haltung, weil es geht nicht nur um Kommunikations, sozusagen bestimmte Strategien oder schon gar nicht um das, was wirklich verbal man sagt, sondern vielmehr eigentlich um die Haltung. Aber Kommunikation ist einfach deshalb auch die Basis, weil es im besten Fall zu einer Vertrauensbasis führen kann. Und das wissen wir wirklich auch aus, auch evidenzbasiert aus der Literatur, dass diese Vertrauensbasis einfach das Einhalten von auch Vorschlägen aus der Medizin oder Behandlungsvorschlägen oder sei es auch für Kinder nur, nehme ich ein Medikament oder nicht, also die Kooperation einfach deutlich erhöht. Also wir wissen, dass bei Eltern, aber auch bei Kindern, wenn die das Gefühl haben, sie können vertrauen, sie können auch mit der Haltung des Gesundheitspersonals gut mit, dann sind sie wesentlich schneller bereit, auch wirklich mit ihrem Verhalten mitzumachen, ja. Sowohl Kinder als auch Eltern. Aber diese Übersicht, also diese Publikation ist deshalb so interessant, weil es wirklich einmal, man hat wesentlich öfters untersucht, so Kommunikation mit den Eltern, ja, aber hier geht es ganz speziell auch um die Kinder. Es wurden aus vielen Ländern eben viele Studien einbezogen, insgesamt eben 1870 Patientinnen im Alter von 3 bis 18 Jahren, und wie sie befragt wurden, waren die 3 bis 42 Jahre.
ein großer Teil von ihnen in der aktiven Behandlung. Und ich wollte nur kurz herausstreichen, weil wir es heute auch schon diskutiert haben, ja. Dieser blaue Bereich zeigt so, das waren Kommunikationsstile, die sozusagen nicht positiv, die negativ empfunden wurden von den Kindern, von den Jugendlichen. Und da kommt einfach oft vor dieses, ich habe das Gefühl, ich kann nicht mitreden, ich werde nicht gehört bei meiner eigenen Gesundheit. Ich fühle mich hintergangen, wenn ich einfach merke, mit meinen Eltern wurde das schon längst besprochen und mit mir noch nicht. Ja? Auf der anderen Seite auch dieses, ich mache mir eigentlich Sorgen, wenn ich zeigen würde, wie es mir geht oder dass ich mir Sorgen mache oder das Ganze begreife, was machen dann meine Eltern, wenn die mich so sehen? Ja? Also all diese Aspekte kann man jetzt da leider nicht ins Detail gehen, weil natürlich über Kommunikation könnte man Tage füllen. Aber ich wollte einfach, weil das so wichtig ist, dass man sich zum Glück auch wirklich mit der Perspektive der Kinder jetzt sehr auseinandersetzt. Und das hilft uns, denke ich, sehr. Bevor jetzt sozusagen ich auch noch auf ein paar Herausforderungen eingehen möchte, so in dieser Diskrepanz der Wahrnehmung, aber aus diesen Dingen, die wir sozusagen, also aus unseren Leitlinien, den Grundprinzipien der pädiatrischen Psychoonkologie und auch aus dem, was wir gelernt haben zur Kommunikation, möchte ich so ein paar Dinge zeigen, was können wir wirklich konkret tun, nämlich um eben die Selbstkontrolle, die Autonomie zu fördern, also dieses, wie man auch oft sagt, dieses Empowerment einfach zu fördern. Ja. Das eine eben, das ist wirklich, das hat jetzt noch, das ist nonverbal, hat jetzt gar nicht mit Sprache zu tun, auch wenn es um Kommunikation geht, auf Augenhöhe sein. Und bei Kindern finde ich immer so spannend und so wichtig, auch körperlich. Ja? Kinder finden das oft dann, wenn sie immer raufschauen müssen und so, manchmal auch beängstigend. Oder es ist auch ganz eine spannende Erfahrung, mal eine Intensivstation von unten, also von der Höhe zum Beispiel eines Vierjährigen zu betrachten. Ja? Die sehen ganz andere Dinge. Also dieses auf Augenhöhe sein, körperlich, symbolisch, ist einfach ganz zentral. Und das können wir in ganz vielen Dingen, die wir tun, einfach machen und damit auch diese Selbstkontrolle fördern der Kinder. Wertschätzen, damit ist hier gemeint, einfach die Bereitschaft, wirklich sich in die Welt der Kinder und Jugendlichen einzulassen und diese Sichtweisen und ihre Erklärungen, warum sie vielleicht was nicht machen wollen, warum sie ein Medikament nicht nehmen wollen, eine Behandlung nicht machen wollen, auch einmal nicht gleich zu beurteilen, auch nicht zu unterschätzen, sondern einfach in sozusagen immer auch sehend, was ist das gerade für ein Entwicklungsstand, was ist das für eine Altersstufe, einfach sich anzuhören und wertzuschätzen und in die Diskussion zu gehen. Das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Involvieren ist so ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, den Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben, mit ihnen und nicht über sie sprechen. Ja? Das ist so, dahin ist einfach nicht selbstverständlich leider. Ja, wir sprechen dann doch immer wieder über das Kind, wenn es daneben sitzt. Und das melden die auch rück, dass sie das natürlich bemerken und dass das nicht vertrauensfördernd ist und nicht hilft, ihnen hilft, die Situation, das Gefühl zu haben, sie haben auch ein Stück Kontrolle. Altersentsprechend eben diese Beteiligung fördern. Und da gibt es zum Glück ja viele, viele Materialien und Mittel, wie wir das tun können. Zuhören klingt so auch so selbstverständlich, aber dieses was wird wie gesagt, die Erfahrung ist auch, und ich glaube, da würden sehr, sehr viele zustimmen, Kinder und Jugendliche, die sagen dann nicht vielleicht in den offiziellen Gesprächen oft, was sie wirklich beschäftigt, sondern zu ganz untypischen Momenten und Zeitpunkten an untypischen Orten, wo es einfach gut ist, auch als Gesundheitspersonal, aber das betrifft natürlich dann auch die Familie, vorbereitet zu sein auf diese Fragen. Ja? Kinder sind noch nicht so, dass sie eben dann sich die Fragen, also natürlich, wir versuchen das zu fördern, dass sie sich vorbereiten auf die interdisziplinären Gespräche. Aber trotzdem ticken der Kinder logischerweise noch anders und das ist ja nicht nur, wenn sie krank sind. So. Die Sprache anpassen, ganz wichtig, nämlich nicht, also sozusagen bei Kindern, aber dann auch bei Jugendlichen. Ja? Nicht immer so einfach, auch für Jugendliche so zu kommunizieren, dass die sich auch ernst genommen fühlen zum Beispiel. Gefühle respektieren, das würde da einfach heißen, Gefühle einfach nicht bagatellisieren, klingt einfach, ist es aber gar nicht, weil wir sehr oft so in unserem Sprachschatz auch haben, ach, das, da brauchst du keine Sorgen machen. Wenn sich wer Sorgen macht, dann macht er sich Sorgen.
Und dann hilft es meistens nicht zu sagen, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Aber das ist so, das sind Floskeln, die ganz viel in unserem Sprachschatz sind. Und wenn uns das bewusst ist, kann man da schon auch Vertrauen aufbauen und Situationen auch sozusagen ja, verbessern. Das Aufrichtigsein haben wir schon jetzt auch viel diskutiert. Also Kinder und Jugendliche erwarten ehrliche Antworten auf ehrliche Fragen. Allerdings kommt dann nachher noch die Offenheit zeigen, also signalisieren, dass alle Fragen gut und erwünscht sind, dass es nicht tabu ist, kleine Signale auch beobachten. Das heißt, einfach die Atmosphäre schaffen, dass es in Ordnung ist, Fragen zu stellen. Das ist so ein wichtiges Kriterium. Allerdings, was wichtig ist, sich an den Fragen der Kinder orientieren. Und da kommen wir wieder zu vorher zurück. Nicht zu jeder Zeit möchten Kinder und Jugendliche vielleicht alles wissen. Manche formulieren sehr wohl, jetzt aber stopp, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Oder manche wieder wollen es ganz genau wissen, sodass die Eltern schon sagen, das halte ich gar nicht aus, wenn das der Neurochirurg zum Beispiel so genau erklärt. Ja? Also dieses Respektieren und das Gute bei Kindern ist, man kann sich einfach wirklich gut an deren Fragen orientieren, weil das, was sie fragen, normalerweise halten sie da die Antwort auch aus. Sonst fragen sie nicht. Ja? Und man kann natürlich, muss man aber vorher schauen, dass sie spüren, es ist okay zu fragen. Und wir fallen nicht um bei der Frage und wir sagen nicht, nein, nein, darüber reden wir nicht. Ja? Gerade beim Thema Tod und Scherben. Ja? Sondern also, dass sie spüren, es ist okay, darüber zu sprechen, aber sie suchen auch aus, wann und wo. Und es ist auch okay, nicht darüber zu sprechen. Ja? Raum und Zeit geben. Hilfsmittel einsetzen ist natürlich für Kinder ganz zentral. Ja. Es ist in Wirklichkeit auch für Erwachsene einfacher, oft Dinge visualisiert zu haben, anschaulich zu haben. Viele Eltern melden uns danach rück, ah, jetzt habe ich es auch ein bisschen einfacher verstanden, ja, wenn ich was eigentlich bei einer Chemotherapie genau passiert. Und es ist so komplex und wird immer komplexer, ja, diese Behandlungsmöglichkeiten allein. Also müsste es wirklich selbstverständlich sein, dass wir Kindern die Möglichkeit geben, es zu verstehen. Weil nur wenn sie es verstehen, sind sie handlungsfähig. Nur dann können sie auch eine Entscheidung finden. Das ist eigentlich eine ganz logische Konsequenz. Planen und handeln, das ist für alle Menschen wichtig, nämlich um in die Handlungsfähigkeit zu kommen, aber für Kinder in diesem, auch gerade in der Phase dieses konkreten Denkens, ja, wenn die noch nicht abstrahieren können, sondern ganz konkrete Informationen brauchen, dann brauchen sie das einfach noch mehr. Was tun wir als nächstes? Und dann ist es oft auch okay. Und Familie und Umgebung einbeziehen, das wäre sozusagen noch ein Punkt. Zu diesem, was können wir wirklich auch tun? Ich habe jetzt sozusagen noch zwei Tools mit, nur zum ganz kurz anschauen, wie das dann umgesetzt wird. Ja? Weil natürlich bleibt das noch immer ein bisschen abstrakt. Was tun wir dann, um den Kindern zu helfen, Entscheidungen auch zu finden? Das eine, also ausgehend von unseren Leitlinien, versuchen wir schon sehr, sehr lange, dass man eben die kindgerecht umsetzt, trotzdem standardisiert mit den Kindern arbeiten kann, aber mit Tools, die halt ansprechend sind und Spaß machen und für Kinder das, was Kinder einfach gerne machen. Ja, da habe ich ein paar Bilder mitgebracht, das läuft durch. Und was ich zum Beispiel, was man da sehen kann, diese Bilder auf der rechten Seite, das ist aus einer Vorbereitung auf eine MRT-Untersuchung. Auch das, das wollte ich vorher eigentlich schon sagen, freier Wille für mich, der beginnt auch bei ganz, ganz kleinen Sachen. Ja, und wenn wir manchmal das Gefühl haben, bei den großen Entscheidungen können wir die Kinder noch nicht einbeziehen, hilft es ihnen oft total, wenn wir sie bei kleineren Sachen einbeziehen, bei täglichen Routineuntersuchungen, ihnen da kurz einmal auch eine Wahlfreiheit geben, jetzt oder später oder wie auch immer. Also es gibt meistens Freiheitsgrade, die man einbringen kann. Und für Kinder sind auch kleine Entscheidungen sehr, sehr wichtig. Es geht nicht nur um die großen aus meiner Sicht. Und das ist sozusagen ein Tool, wo wir die Kinder vorbereiten auf eine MRT-Untersuchung, weil natürlich ist die oft angstbesetzt. Man weiß ja, da kann was rauskommen, was nicht gut ist. Die Eltern sind natürlich angespannt. Und sie dauert sehr lange. Ja, wenn man sich jetzt so, eigentlich würde man sagen, ein 4-5-jähriges Kind, eine Stunde MMR, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man 4-5-jährige Kinder hat. Ja. Wenn man die gut vorbereitet, sie eben stärkt, ja, ihnen die Kontrolle gibt, geht das. Mich wundert das jedes Mal wieder, aber es funktioniert. Die liegen dann mit 4 im MR und liegen ruhig und es passt. Der allergrößte Teil. Und was wir auch sehen, ist, dass die von der Vorbereitung auch profitieren, dass sie auch uns sagen,
Also diese schwarze Linie, die Sie hier sehen, Sie fühlen sich nach der Vorbereitung sicherer. Also die positiven Gefühle, das ist die schwarze Linie, die steigen an. Die negativen zum Glück sinken. Und dann gibt es auch sozusagen noch neutrale Gefühle, die ungefähr gleich bleiben. Ja? Also das ist sozusagen ein guter Nebeneffekt, was einfach heißt, Sie fühlen sich dann sicherer und die Angst, das, was wir reduzieren wollen, ist zum Glück geringer. Genau, das ist nur ein zweites Projekt, wo man versucht hat, Behandlungspfade, die ja einfach wirklich sehr komplex sind, sehr anschaulich visuell darzustellen für die Kinder, für die Eltern, um einfach da im Gespräch eine bessere Basis zu haben. Und das ist ein sehr schönes Projekt, weil es einfach wirklich so ein Miteinander ist, praktisch von Patientenorganisationen, den fachlichen Fachorganisationen und was versucht wird, europaweit auch auszubreiten. Und kurz da noch die, wenn ich noch ein paar Minuten... Ich muss jetzt nicht auch, genau. Die besonderen, das sind für mich drei besondere entwicklungsspezifische Aspekte im Kindes- und Jugendalter, wo es sich einfach auszahlt, die immer wieder so im Kopf zu haben. Die erste Frage ist immer so, welche kognitiven, emotionalen, sozialen Voraussetzungen sind eben wann gegeben, um welche Entscheidungen treffen zu können? Ja, und das hat natürlich dann ganz, ganz sehr direkt mit dem juridischen Hintergrund zu tun. Und wo wir einfach, wo wir versucht haben, für den medizinischen Kontext das zu übersetzen. Also zu sagen, okay, in welcher Altersgruppe ist jetzt was typisch und was heißt das dann konkret für den medizinischen Kontext, für medizinische Prozeduren? Ein Beispiel jetzt so in dieser Piaget, den wahrscheinlich die meisten schon gehört haben, ja, in der Entwicklungspsychologie hat das so definiert, die sogenannte präoperationale Phase, einfach Kinder so im Vorschulalter, die haben einfach eine eingeschränkte Antizipationsfähigkeit, also dieses Zukunftsdenken, dieses Vorausdenken, was folgt dann, ja, was ist die Konsequenz aus meinem Handeln? Das geht kognitiv noch nicht. Nicht, weil die Kinder das nicht wollen, sondern weil die kognitiven Voraussetzungen, die Hirnfunktionen noch nicht ausgeprägt sind. Und wenn man dann überlegt, was das heißt in der Kommunikation, dann heißt das natürlich sehr, sehr viel. Weil das heißt auch, ich kann zum Beispiel nicht hypothetisch abwägen, ist das eine besser als das andere. Ja? Und so weiter und so fort. Also nur um das herauszustreichen, es zahlt sich wirklich aus, immer zu schauen, okay, wo steht das Kind? Und natürlich hängt das nicht nur vom Alter ab, sondern vom Entwicklungsstand, der nicht zuletzt natürlich durch die Erkrankung auch geprägt sein kann, gerade bei Hirntumoren. Da hilft uns auch zum Beispiel eine neuropsychologische Abklärung, zu schauen, wie ist das ausgeprägt. Aber einmal grundsätzlich dieses Wissen, was kann ein Kind schon verstehen und wie muss ich dann kommunizieren, welche Mittel muss ich verwenden, damit ich überhaupt das Kind unterstützen kann, dass es eine Entscheidung treffen kann. Und welche Entscheidungen? Kleine Entscheidungen gehen natürlich wesentlich früher, sind für Kinder dann schon wichtig, als die großen Entscheidungen. Also das sind dann sozusagen die Dinge, die dann so ab 12 in dieser Adoleszentenphase schon gehen, zum Beispiel zusätzliche Denkstrategien, die dann möglich sind, abstraktes Denken, hypothetisches, unkonventionelles Denken, Zukunftsdenken. Das hat ja sozusagen auch eben, der rechtliche Hintergrund hat ja damit sehr zu tun, dass man weiß, Komponente. Genau, ja, in dieser Zeit entsteht das erst. Trotzdem, es sind wirklich so diese kleinen Floskeln, die wir im Alltag oft anpassen können an dieses Wissen, was geht überhaupt schon, auch emotional und sozial. Das andere ist immer, tut mir leid, dass da immer ein E fehlt, bei den entwicklungsspezifischen Aspekten, ganz, ganz wichtig, diese sogenannte normative Entwicklung, das, was Entwicklungsaufgaben wir alle haben, wo wir alle durchlaufen, ja, das ist wirklich der Gegensatz oft zu dem, was eine Krankheit, eine chronische oder eine lebensbedrohliche Erkrankung an Anforderungen an Kinder und Jugendliche stellt. Und besonders stark ist das sicher in der Adoleszenz, weil die Krankheit mit allem, was dazugehört, ist wirklich das Gegenteil von dem, was Jugendliche im Moment brauchen, jetzt einmal prinzipiell, ohne dass wir sie unterstützen, ja. Wir wissen allein von den Hirnfunktionen, weil da sehr viel noch umgebaut wird, da gibt es ein erhöhtes Risikoverhalten, wo man wieder schauen muss, wie ist das dann mit
ja, der Entscheidungsfinden. Der sogenannte adoleszente Egozentrismus ist in diesem Alter total normal und gesund, notwendig zur Entwicklung in diesem Alter noch, ja, bedeutet aber auch was für Entscheidungsfindung. Und es ist einfach wichtig, das immer wieder so im Kopf zu haben, dass es wirklich das Gegenteil ist von dem, was die Kinder und Jugendlichen brauchen. Und wichtig vielleicht als Konsequenz immer so dieses zuerst wirklich das Kind sehen und dann die Erkrankung. Also zuerst sehen, wo steht das Kind der jugendlichen Entwicklungsphase und dann erst das Verhalten einordnen. Wir sind ja oft dann versucht, sozusagen im Klinikkontext, ja, verschwimmt das alles ein bisschen. Ja? Und man fragt sich dann bei Jugendlichen, warum hängen die so herum? Und man denkt, naja, weil in dem Alter hängen die meisten halt so herum. Ja? Und das ist dieses, ja, zuerst nochmal die normale Entwicklung, oder Zweijährige, die Angst vor allem haben, ja, weil sie zwei sind, ist dann oft die Antwort. Das einfach so als, was man mitnehmen kann. Und der dritte, das haben wir schon sehr diskutiert, natürlich diese größere Abhängigkeit von der Welt der Erwachsenen, vom Einfluss des Bezugssystems. Ist es jetzt eben der sichere Hafen? Ist es eine Gefährdung? Sind Schutzfaktoren? Sind Risikofaktoren? Wir bewegen uns einfach auf diesem Kontinuum. Ja? Und was man, glaube ich, nie vergessen kann, dass da haben wir uns eben, klar, das beschäftigt uns viel, das ganze Team, da versuchen wir wirklich einfach mit aller Kraft auch so diese Wahrnehmungen gerade zwischen Kindern und Eltern auf eine gleiche Ebene zu bringen. Manchmal gelingt es, manchmal einfach auch nicht, wie wir einfach schon gehört haben. Ja. Aber das Wichtige ist natürlich auch immer so dieses prinzipiell für Kinder und Jugendliche, kommen die aus ihrer Umgebung, wo sie das als Schutz, als Geborgenheit wahrnehmen. Und dann auf einmal kommt eine Situation, wo vielleicht das anders wird, die Eltern was anderes wollen als das Kind oder umgekehrt. Ja? Und sie trotzdem in diesem System sind. Und da gibt es von der Philosophie, finde ich, ein paar so wichtige Denkanstöße, wo man auch sich immer fragen muss, was bedeutet dann sozusagen der freie Wille, wenn er nicht mehr im System ist, wo ich aber mich bewege. Ja? Also das ist einfach immer wichtig. Heißt einfach nur, wir müssen, glaube ich, auch da das wirklich biopsychosozial sehen, immer in diesem Gesamtsystem. Was bedeutet es dann? Ja? Was ist jetzt ein Schutz? Was ist ein Risiko? Und ja, was ist auch die Alternative, wie wir ja vorher schon diskutiert haben? Genau, das ist sozusagen nur in aller Kürze herausfordernde Situationen, wo ich nochmal herausstreichen wollte. Zusätzlich zu diesen vielen Fallbeispielen, die wir schon diskutiert haben, für mich sind es wirklich auch die kleinen, unter Anführungszeichen, also das ist jetzt genau das, die Erwachsenen sagen, die kleinen Dinge, ja. Für die Kinder sind es absolut die großen Dinge auch, ja. Medikamenteneinnahme, Nadel, ja, ein Kind, das sich einfach gegen alle Nadeln wehrt, ja. Was machen wir da, ja? Wie ist es dann mit der Entscheidung, wie entscheiden wir, ja? Aber auch dieses, eine Jugendliche möchte keine Behandlung, aber äußert das nicht aus Rücksicht auf ihre Mutter. Wo man wieder sieht, einfach die Umgebung und ja, die bewegt sich ja in dem und ist das jetzt auch was Wichtiges, was sie vielleicht tut in dieser End-of-Life-Phase. Mhm. Ja? Ich glaube einfach, es gibt da keine generelle Antwort, sondern das Wichtige ist einfach dieses wirklich gemeinsame Reflektieren, interdisziplinär, dass wir da Strukturen haben, die uns helfen, dass wir uns auch zur Unterstützung holen. Deswegen wollte ich abschließend da noch sagen, also aus Sicht eben der pädiatrischen Psychoonkologie, ja, diese Förderung des freien Willens, der Selbstkontrolle, einfach im Hinblick auf das, was dann danach kommt, um einfach die Kinder unabhängig von ihrer Erkrankung, psychisch und sozial möglichst gesund zu halten, das ist natürlich ein Hauptding unserer Arbeit. Ja, also ganz zentral. Aber wenn wir nur das allein tun würden, dann wäre das Dach eindeutig schief. Das heißt, es ist immer so wichtig, Berücksichtigung der entwicklungsspezifischen Aspekte, eine reflektierte, sorgfältige Berücksichtigung der Umweltfaktoren gemeinsam. Ja? Es ist meistens sehr komplex, in aller Kürze jetzt. Ja? Auch die Selbstreflexion, was wäre mein Wille, was ist der Wille des Kindes? Kann ich da auch mitgehen, wenn das vielleicht ganz unterschiedlich ist, was ich für mich entscheiden würde? Ist mir überhaupt bewusst, was ich entscheiden würde? Ja, also all das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Teil. Und genauso eben das Nutzen von Unterstützungssystemen, insbesondere eben in Konfliktsituationen. Unter anderem, ja, kulturelle Aspekte sind noch ganz wichtig und, aber in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit. Genau.
würde ich sozusagen dabei einmal lassen und hoffen, dass zumindest mit diesen Säulen dann sozusagen das Dach auch, also die Säulen das Dach tragen können. Bedanke mich noch für die Aufmerksamkeit. Ich wollte, ja, eine ist mir jetzt verloren gegangen, macht aber nichts, dann sage ich so dazu. Das eine ist, viel, also ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, aber großes Danke einfach auch an bei diesem Thema an das ganze Team. Ohne ein Team, das auch Offenheit zeigt, ja, Offenheit auch zum Beispiel dafür, gemeinsam Gespräche zu führen, ja, interdisziplinär, da wirklich so dieses Ineinandergreifen. Ohne dem wird auch die pädiatrische Psycho-Onkologie einfach viel weniger Mittel haben, muss man sagen. Ja. Also deshalb da. Und ein riesengroßes Danke, muss man sagen, und eine Folie fehlt leider, aber die Survivors, die Kinderkrebshilfe, also die Eltern, die Survivors, die jetzt selbst sich als Verein gegründet haben, ja, das sind die, von denen wir einfach jeden Tag lernen. Mhm. Ja. Und es ist einfach extrem wichtig, drum auch diese Briefe. Ja. Es ist extrem wichtig, das auch einzubeziehen. Es gibt einfach da mittlerweile, und das hat sich sehr stark verändert, sehr professionelle Strukturen, Patient Experts, die sozusagen zusätzlich zu ihrer Erfahrung auch einfach noch eine Ausbildung mitbringen, ja, die wir involvieren können. Das heißt, wenn wir überlegen, wie gestalten wir Konzepte, wie gestalten wir all das, ja, habe ich jetzt einfach in den letzten Jahren wirklich die Erfahrung genommen, wir sind noch besser, wenn wir zum Beispiel diese Patient Experts einbeziehen. Und die Folie, die verschwunden ist aus irgendeinem Grund, da war eigentlich nur ein Hinweis auf einen Film drauf, den wir als Projekt sozusagen gemeinsam mit der Europäischen Patientenorganisation CCI Europe im letzten Jahr machen durften, gefördert vom Ludwig-Boltzmann-Institut. Wer den sehen will, man findet das ganz leicht auf YouTube, wenn man eingibt Patient, Public and Patient Involvement and Engagement, also PPIE, und dann sozusagen kommt ein Film, wo einfach noch einmal erklärt wird, was ist auch der Benefit für alle Seiten, wenn wir involvieren und wenn wir sozusagen einfach diese Konzepte gemeinsam gestalten. Ja? Ich kann es, wen es interessiert, auch gerne noch in den Chat schreiben, den Link. Ja. Ja? Gut, vielen herzlichen Dank. Wir schließen jetzt auch hier mit Fragen und Diskussionspunkten an. Ich hätte eine Verständnisfrage zum Begriff der Selbstkontrolle. Ja. Sie meinen damit sowas wie Empowerment, so es ist mein... Das Gefühl habe, dass ich Einfluss nehmen kann. Nicht, dass ich mich selbst kontrolliere, genau, meine Impulse oder so, sondern... Das Gefühl, also jetzt ganz umfassend gesagt, ja, auch für Kinder das Gefühl haben, dass ich die Situation kontrollieren kann, ja, nicht ausschließlich von allen anderen gelenkt werde. Ja. Ja. Mhm. Also von der Krankheit, von den Erwachsenen, ja, von überhaupt, ja, allen. Für Kinder gilt natürlich auch für Erwachsene. Ja, und je mehr ich das, mhm, verspüre, dieses ich bin handlungsfähig, ja, ja. Ja, desto besser ist das psychische, ja, emotionale, mhm, Wohlstand. So, ja, ja, aber umgekehrt gefragt ist das auch das, was die Kinder wirklich wollen von sich aus, diese Selbstkontrolle. Ist das aufoktroyiert oder ist es von den Kindern gewollt? Selbstkontrolle heißt ja auch Nein sagen zu dürfen. Ja, und das wollen sie im Regelfall, ja. Aber das ist immer wieder. Ja, ja. Also genau, vielen würde ich sagen, ist ja sehr ähnlich, egal ob Krankheit oder nicht. Ja. Ja, kann ich, ja, auch gut nachvollziehen, ja. Ja. Und dieses Stück auch kleine Gestaltungsmöglichkeiten zu geben, ist ja was sehr oft auch so im ganz normalen Alltag hilft. Ja. Und das Gleiche gilt Kinder natürlich, ja, genau, ja, für dann kranke Kinder und ein bisschen mehr deshalb, weil die halt schon sehr oft dann eine sehr unfassbare Reife auch, mhm, bekommen, ja, in diesem Prozess und dann das schon eine Spur anders wird und dann viele sehr wohl sagen, ich möchte einfach auch mitbestimmen können. Ich möchte also mit uns und nicht über uns. Mhm. Und dazu gehört aber auch das Recht, nicht informiert zu sein einmal. Ja? Oder das Recht, Hoffnung zu sagen, ich möchte jeden Tag so starten, dass ich die Hoffnung habe. Ja? Mhm. Aber eben nicht das Bestimmtsein von nur rundherum. Weil das macht uns, ja, sozusagen einfach, ja, das, mhm, macht, führt meistens zu einer Starre.
Ja? Es ist jetzt gar nicht so kompliziert und begleitet uns ja ständig auch im Alltag. Aber umso wichtiger ist, hier reinzubringen. Es wird ja auch, so höre ich zumindest von manchen Seiten her, bei den Kindern, die mit den elektronischen Medien aufwachsen und sehr viel da dran sind, ist ja vielleicht das mit der Selbstkontrolle sogar unterentwickelt. Nicht? Weil man ja permanent irgendwo Nachrichten kriegt, wie man zu sein hat oder was jetzt da vogue ist und so weiter. Nicht? Und merkt ihr das in eurer Arbeit, dass hier ein Defizit sein kann, wenn dann auf einmal diese Krankheit ausbricht, wenn auf einmal das kommt, dass man wirklich Selbstkontrolle können sollte eigentlich. Nicht? Also, natürlich dieser ganz genaue Zusammenhang wird sicher schon untersucht, aber das Aktuelle, das weiß ich jetzt nicht, also Selbstkontrolle und einfach dieser neue Umgang mit Social Media und digitalen Medien. Aber was man sich sicher sagen kann, es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Es macht neue Themen auf, ja. Es macht neue Herausforderungen, was dann als zum Beispiel Beeinträchtigung gesehen wird und was nicht. Ja. Also es macht auf jeden Fall neue Fragen an uns, viele, viele neue Fragen. Ja. Weil wir wissen ja auch mittlerweile, also gerade in der Neuro-Onkologie ist das auch sehr, sehr, sehr relevant, weil wir wissen ja, dass auch strukturell die Gehirne der Digital Natives, ja, räumliche Wahrnehmung zum Beispiel, die hat sich verändert. Ja, wenn man sich vorstellt, Karten lesen, wie ist das jetzt, wie war das früher? Ja? Und viele andere Dinge, Merkfähigkeit. Ja? Es gibt Kinder, wo wir dann klassische Testuntersuchungen durchführen, wo man irgendwelche Merkfähigkeitstests macht und dann nehmen die ein Handy in die Hand und können einen 10-stelligen Code eingeben, ja? Und sich das sehr wohl merken. Also das ist einfach, was man auch da umfassend berücksichtigen muss und da auch in die Welt, ganz wichtig finde ich, in die Welt der Kinder und Jugendlichen einsteigen muss und sich mit dem, was die dann dadurch einfach jetzt beschäftigt, dass wir uns damit auseinandersetzen. Ja, ja. Aber ja, schauen wir, Frau Rübach. Ja, bitte. Vielleicht zum Thema Selbstkontrolle. Ich finde, dass der... Ich hoffe, ich habe eine Baustelle nebenan. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ich weiß nicht, es ist alles gut. Okay. Das Wort Selbstkontrolle finde ich auch schwierig behaftet. Also das hat mich am Anfang auch irritiert. Und ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht ist auch da irgendwie dieses Selbstbestimmtsein oder auch Selbstwirksamsein viel ja, natürlich. Ich meine, das sind passender. Das ist natürlich immer so auch ein Fachvokabular. Ja? Also mir persönlich gefällt jetzt auch Selbstwirksamkeit zum Beispiel besser. Aber ich würde da jetzt nicht nur so auf diesen Begriff, da wird einfach da als Fachvokabular verwendet, wo es nicht darum geht, dass wir uns jetzt auf den Begriff sozusagen fixieren, sondern das, was dahinter steckt. Also den Kindern das Gefühl geben, ja, selbstwirksam zu sein, ja, mitbestimmen zu können und so weiter. Und sie zu befähigen dazu, ja, das ist das, was an uns liegt, ja, ihnen überhaupt die Grundlagen zu, wie kommen sie dazu, dass sie mitbestimmen können, ja, wie machen wir sie fit dafür, welche Infos brauchen sie dazu und, ja. Und da habe ich mir, da sind mir diese Folien, die sie gehabt haben, zu was können wir tun, da waren, glaube ich, es waren 13 Punkte, ja, das fand ich ja wirklich fantastisch zusammengefasst, aber ich habe mir auch gedacht, das können wir uns alle und in jeder Situation zu Herzen nehmen. Also auch im Gespräch mit Erwachsenen, egal ob im beruflichen Kontext oder auch im privaten. Also ich finde, das gehört ja wirklich groß aufgedruckt und auf jedes Klo gehängt. Dadurch muss ich es einfach immer wieder bewusst machen. Weil es sind eigentlich Selbstverständlichkeiten. Wenn wir das so innen aufgelistet lesen, ist es so, das ist ja klar. Aber ich glaube, das, was so wichtig wäre, ist, sich das immer wieder bewusst zu machen und nicht drauf zu vergessen, weil die selbstverständlichen Dinge vergisst man am schnellsten. Genau, absolut. Also ich habe auch dann immer das Gefühl, ist das nicht eher alles viel zu banal und selbstverständlich, weil wir wissen das. Aber ich denke, die Erfahrung zeigt auch gerade dann in Stresssituationen, ist es nicht. Ja? Und
Darum ist es mir auch immer noch wichtig, das einfach immer wieder vorzubringen. Und absolut, ja, im Alltag, in Krisensituationen, auch in der ganzen Geschichte, wie erkläre ich Kindern auch, was in der Corona-Situation passiert ist. Ja, wie, also das trifft natürlich auf all diese Situationen zu und es ist leider noch nicht selbstverständlich, finde ich. Also wenn man das so dann so bewusst hat und dann einfach auch so, keine Ahnung, in der U-Bahn fahrt oder so, ja. Es ist noch nicht leider selbstverständlich, wie wir mit Kindern kommunizieren und wie wir sie auch, also wie wir die Autonomie fördern. Ja. Ich habe eine provokante Frage an Sie, Frau Fricker, und zwar ist die Selbstwirksamkeit, also ich glaube auch, dass das bessere Wort die Selbstwirksamkeit ist die Selbstwirksamkeit für Ihre Arbeit wünschenswert, wenn sich die entwickelt? Wenn ich an Ihre Fallbeispiele denke, ne, dann hat man selbstwirksame Kinder und Jugendliche, die zum Beispiel in Konflikt mit dem Vater geraten, mit den Eltern, ist oder macht da diese Selbstwirksamkeit, wenn man das vielleicht sogar noch fördert durch die Psychoonkologie, die Situation schwieriger? Ich glaube, dass man sie schon fördern soll, aber ich glaube, dass es schwieriger macht. Ja. Also, es fordert uns natürlich immer mehr, weil wir müssen uns damit auseinandersetzen. Aber der Wunsch zum Beispiel, der wäre ja sowieso da. Ja. Na? Die Frage ist, lassen wir zu, dass die Kinder das aussprechen oder nicht? Also in dem Fall nämlich, ja. Aber es fordert uns mehr, sicher. Und es ist schon so wie bei dem ersten Fallbeispiel eben mit der Anna, die das eben lange nicht geäußert hat. Man spürt das ja. Und das ist deswegen auch, wenn so gefühlsmäßig hat man, ja, das läuft irgendwie und sie macht das. Aber man spürt das, dass es ihr nicht gut geht damit. Ja. Okay. Das heißt, es führt doch in Summe trotz der Schwierigkeiten die Förderung der Selbstwirksamkeit, jetzt primär bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen, denke ich nicht an die umgebenden Versorger, führt doch letzten Endes trotz aller Schwierigkeiten zu einer befriedigenderen Situation, so grosso modo. Vielleicht, das ist eine Frage, nicht in jedem Fall vielleicht, sondern so im Mittel. Nicht? Also, weil das andere ist ja, dass eigentlich dann eine vielleicht vermeidbare Konflikt- oder eine Konfliktsituation, die nonverbal geäußert wird oder da ist, aber nicht so aufbricht, ne? Also, was ja die Arbeit wieder leichter machen würde. Aber es ist dann die Frage, ob es ethisch ist, ne? Wenn man das runterdrücken würde. Und die Frage ist halt schon, was bricht sonst auf? Ja. Ja. Zusammenarbeit kann es eigentlich nur so geben. Ne? Ja, und was, wenn wir, also wenn man es jetzt weiterdenkt, und wir sehen ja sozusagen das oft, dass wir machen das ja immer ja miteinander. Und es kann sein, dass Eltern auch sagen, wir wollen nicht, ja, dass ihr einfach so natürlich kindgerecht behutsam mit unserem Kind sprecht. Ja. Und was man ja auch sieht, ist zum Beispiel, aber das sehen ja nicht nur wir, sondern das ist ja auch untersucht, natürlich ist dann Angst zum Beispiel höher. Weil wenn ich es nicht aussprechen darf, wenn ich als Kind gerade mit mir allein herumtragen muss, Ängste, die ich mit niemandem besprechen kann, vielleicht dann gerade in einem Alter bin, wo ich so im magischen Denken bin, das noch größer ist, ja, als real, dann ist das wirklich ein guter Nährboden, dass es zumindest den Kindern nicht gut geht, sage ich mal. Frau Dr. Gromberger möchte zu diesem Punkt etwas sagen, bitte. Danke, ja, zwei Sachen. Das eine hätte ich gerne aufgegriffen. Das mit der Kontrolle gefällt mir trotzdem gar nicht so schlecht, dieser Begriff, weil auf der anderen Seite durch diese Diagnose haben die Kinder und auch die Jugendlichen, die erleben schon so etwas wie einen Kontrollverlust. Sie haben nicht mehr die Kontrolle über ihren Körper und über das, was passiert. Und da glaube ich, dass es wichtig ist, dass sie zumindest, dass man ihnen einen Rahmen gibt, dort, wo sie noch Kontrolle haben können, zu entscheiden, mit wem sie sprechen, ob sie sprechen oder nicht sprechen wollen. Dass man ihnen dort diese Möglichkeit absolut einfach bietet. Ja. Und das hat dann sehr wohl was mit Kontrolle, weil über vieles haben sie es nicht mehr. Sie haben nicht die Kontrolle, dass sie nicht krank sind. Das
dass ihr Körper, auch dass sie sich auf den verlassen können. Das macht viel aus. Und das Zweite zu diesem magischen Denken, ich glaube, da muss man sie wirklich unterstützen. Und es fällt mir immer eine kurze Geschichte keines onkologischen Kindes, aber eine Eltern, die ein schwerkrankes Kind zu Hause gepflegt haben, das immer im Wohnzimmer auf einer Matratze am Boden lag, 10 Jahre lang. Und dem Kind ging es schlechter und es war absehbar, dass dieses erkrankte, schwerst mehrfach behinderte Kind versterben wird. Und dass die beiden Geschwisterkinder, die kleineren, waren in alles mit einbezogen. Ein großes Problem hat das Sprechen mit diesen Kindern über den bevorstehenden Tod bereitet allen, weil man gemeint hat, man macht diesen Kindern Sorgen. Und wir haben natürlich da schon unterstützt. Und es war dann irgendwie so dieser Tag, wo dann die Eltern gesagt haben, also es ist okay, dass wir mal so mal mit den Kindern in einem Fragemodus mal schauen, was wissen sie und wie finden sie, dass es jetzt ihrer Schwester geht. Und da war dann die eine Schwester, die war gerade in der ersten Volksschule, war sofort beim Punkt. Also wir waren noch gar nicht begonnen irgendwie, war die schon beim Sterben. Und ihre erste Frage war, wie schaut jemand aus, der gestorben ist? Also da haben die Eltern geschluckt und wir haben dann, sie hat dann reflektiert auf ihre Schwester und gesagt, also schaut dann so, liegt auch da und bewegt sich nicht mehr. Die hat auch sehr überschießende Bewegungsmuster gehabt, bewegt sich nicht mehr, ist blass. Und wir mussten es gar nicht weiter ausführen. Hat sie gesagt, Gott sei Dank. Und das hat die Eltern noch mehr geflasht. Und auf die Frage, warum Gott sei Dank, sie hat sich schon ganz lange damit auseinandergesetzt. Aber in ihrem Kopf war die Vorstellung, wenn die Schwester Leonie tot ist, liegt ein Skelett im Wohnzimmer. Und das wollte sie nicht. Ein toter Mensch, der sich nicht bewegt und der blass ist, hat sie gar nicht beunruhigt. Das Skelett, das sie sich vorgestellt hat, das hat sie beunruhigt. Und das sind so diese Geschichten, glaube ich, die uns dann immer bestärken, dass diese Fantasietätigkeit und diese Vorstellung, die die Kinder oft haben, wenn wir sie außen vor lassen, viel belastender und bedrohlicher erscheinen, als wenn wir sie ermächtigen, dann sehr wohl ihre Fragen stellen zu dürfen und ihre Antworten darauf zu bekommen. Und die haben so ein gutes Gespür, wie Sie schon gesagt haben. Es war ein wunderschöner Vortrag übrigens. Dankeschön. Martina, darf ich da ganz kurz und auf deine letzte Folie zurückkommen? Mit der Reflexion sozusagen, wo man darüber nachdenkt, was ist mein freier Wille, was ist der des Kindes. Genau dorthin geht, was du gerade gesagt hast, Martina, ich erinnere mich an eine Familie, die wir gemeinsam betreut haben, wo dann, wie gesagt, bis zum Schluss das Kind nicht erfahren durfte, dass es eigentlich einen Hirntumor hat. Wo ich den Vater gefragt habe, naja, stellen Sie sich vor, das sind Sie. Würden Sie das wissen wollen? Sagt er, ja, natürlich würde ich das wissen wollen, ja. Aber ich halte es auch aus. Aber das ist ja mein Kind und sozusagen, da will ich nicht, dass es das weiß. Ja. Das macht man nicht. Mein Vater habe ich auch gesagt, dass er krank war. Ja. Also, das ist so immer ein bisschen, natürlich, wir wollen uns als in der Erwachsenenwelt so gerne vorstellen. Das würde halt alles ein bisschen leichter machen, diese Vorstellung, die Kinder können es noch nicht so verstehen. Ne? Und in Wirklichkeit, wenn man sich darauf einlässt, ist eben dieses so früh, dass sie so viel verstehen. Mhm. Und für mich ein ganz wichtig, also eben, ja, es nützt nichts. Ja? Wir können noch so glauben, die halten das nicht aus oder verstehen das nicht, sie verstehen es. Und für mich ganz wichtig ist auch dieser Aspekt, viele fühlen sich einfach auch schuldig an der Erkrankung. Ja, dass sie zum Beispiel so ganz Alltagsthemen, ja, der Papa hat gesagt, ich soll nicht mit dem Basketball köpfeln und ich habe es gemacht und jetzt habe ich einen Hirntumor. Oder ja, ich habe also ganz auch so dieses, ich war in der Schule schlimm, ich habe gerauft und deswegen als Strafe bin ich krank. Und nicht aufzugreifen, ja, eigentlich, wenn man es mal weiß, keine Alternative. Ja. Ich versuche in den ersten Aufklärungsgesprächen auch durchaus immer zu sagen, der Motto, es gibt jetzt nichts, was sie falsch gemacht hätten. Ja, es war nicht das Beispiel in der Schwangerschaft. Die Eltern machen sich genau dieselben Vorwürfe. Es ist nicht sozusagen gewesen, dass man jetzt den Sturz gehabt hat oder dass man das und das, ja, sondern es ist einfach so. Wir wissen sozusagen, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, 7-10% der Tumoren sind sozusagen im Rahmen eines Tumordispositionssyndroms von den anderen 90.
wissen wir schlichtweg nicht. Ja. Sicher, wenn jemand einer Strahlung ausgesetzt war, erhöht das das Risiko und so weiter und so fort, aber es ist nicht so, um der Normalbevölkerung zu tun hätte. Und diese Selbstzerfleischung zu nehmen, ja, weil es dauernd kühlt, der Motto, besonders schlimm ist es ja dann, wenn die Kinder wirklich ein Prädispositionssyndrom haben und die Eltern auch betroffen sind. Ja. Die nicht nur sozusagen das Wissen haben, ich selbst werde auch meine Tumoren entwickeln, sondern auch das Gefühl haben, ich bin schuld daran, dass mein Kind das jetzt auch hat. Ja? Und das sozusagen, das ist nochmal die Stufe größer, aber diese Selbstvorwürfe und Selbstzerfleischung zu nehmen, den Eltern wie dem Kind sozusagen, sind, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Deswegen, ich muss das immer aktiv in den Erstgesprächen anzusprechen, weil ich weiß, es bleibt in einem Bruchteil hängen, aber das ist meistens wichtig, das einmal gehört zu haben. Ja? Wir müssen nun in ein Finale kommen wegen der Zeitplanung der Beteiligten in dieser Runde. Es wäre noch die Möglichkeit, ein oder zwei Sätze einzubringen, ad hoc, so ein Roundup, aber wirklich nur in aller Kürze. Bitte zunächst einmal aus der online zugeschalteten Gruppe gibt es ad hoc ganz kurze, prägnante Roundup-Kommentare. Ich stoße vielleicht an, dann sind andere ermutigt. Hochkomplexes Thema. Es gibt gute Gründe, die Selbstkontrolle bei Kindern mit lebensverkürzenden Erkrankungen zu fördern und damit umzugehen. Ist enorm herausfordernd, braucht ein multidisziplinäres, sehr verständiges Setting. Und nicht immer wird eine Situation entstehen können, wo die Dinge so sind, wie es die betroffene Person haben möchte, wegen der Interdependenzen, die existieren. Wäre so eine kurze Sache. Versuchen wir es weiter. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin also wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckt von den Vorträgen, von dem letzten jetzt da. Und das, was mir wieder auch aufgefallen ist, ist, wir sind schon sehr gut vernetzt, glaube ich, mittlerweile auch. Also wir haben einige Patienten, glaube ich, die wir gegenseitig irgendwie erkennen. Das ist das Schöne, finde ich, in dem Bereich. Ja, und so wie Sie, Frau Magister Klima, am Anfang gesagt haben, dass man in dem Bereich, wenn man merkt, dass es sehr um das Kindeswohl geht und das sehr, sehr das Umfeld mit einbezogen ist. Das ist schon was ich sehr an diesem Bereich auch schätze und mag und was, glaube ich, auch gut macht, da zu arbeiten und in dem Bereich zu bleiben. Mhm. Danke. Uli? Darf ich mir vorziehen? Also, ja. Ich müsste nämlich weg. Entschuldigung. Ja. Aber das schließt auch gut an. Mir ist so, also der Gedanke mehrmals gekommen, es ist vieles so eine Frage der Perspektive, wie wir auf die Dinge schauen. Und da sind Kinder ja ein leuchtendes Vorbild, die so switchen können mit ihrer Aufmerksamkeit. Und ich habe nie mit Kindern, mit palliativen Kindern gearbeitet, aber mit Erwachsenen. Und war auch immer der Überzeugung, die wissen ganz genau Bescheid, wie es um sie steht, aber sie entscheiden halt, ob sie jetzt über die Krankheit reden wollen oder übers Bergsteigen. Und ich glaube, das ist auch wichtig für, so wie Sie es auch schon gesagt haben, um gut arbeiten zu können in so einem Setting, also auch selber so die Wendigkeit zu haben, mal dahin zu schauen und mal dorthin zu schauen. Und auch immer auf das, was man noch machen kann, wenn so der Gefallen ist, aufgeben ist keine Option. Ich frage mich, was ist denn dieses Aufgeben? Ne? Aufgeben muss man ja wirklich bis zum Schluss nicht, weil solange ein Mensch lebt, lebt er. Und das ist dann das wertzuschätzen, was an Leben da ist. Und vielleicht ein provokativer Schlusssatz, das ist ganz wunderbar, was Sie gehört haben, über die tolle Betreuung der Kinder. Vieles davon würden sich Erwachsene auch wünschen, denn die haben auch Angst vor Nadeln und was weiß ich alles. Ja. Aber es ist toll, was ich in unserem Bereich betreut, wenn ich es irgendwann mal brauche. Ja, vielleicht schwappt was über. Versuchen wir es mit prägnanten Schlusssätzen weiter. Wer will. Ich glaube, ich habe auch wahnsinnig viel mitgenommen. Sagt wirklich vielen, vielen Dank, wie toll das funktioniert, auch mit der extramoralen Vernetzung. Das ist bei uns dann auch immer ganz wichtig, dass man weiß, es endet eigentlich nicht da, hier so im Gelände, sondern da geht es wirklich weiter und man hat sehr viel auch
das jetzt nicht rechtlich ist, sondern einfach nur aufgrund der Intention der Beteiligten gesehen, wie wichtig das Kindeswohl für alle ist. Danke. Danke. Also ich finde, es hat sich in den letzten Jahren enorm viel getan. Ja, das ist kein Vergleich, auch wie ich angefangen habe 2004, wo schon eigentlich wirklich nicht schlecht war. Zu jetzt hat sich sehr, sehr viel getan von der Multi- und Interdisziplinarität, dass die Kinder als selbstbestimmte Wesen mehr wahrgenommen werden. Und ich meine, das, was die Frau Dr. Kronberger und ihr Team aufgebaut haben mit dem mobilen Hospiz, um den Kindern eine Begleitung zu Hause zu bieten, den schwer chronisch und durch den sterbenskranken Kindern, ist einfach großartig. Und sozusagen diese Vernetzung ist einfach in den letzten Jahren besser und besser geworden. Die Vernetzung auch mit dem Erwachsenenbereich für die überleben. Ja? Aber auch natürlich die Vernetzung in den extramoralen Bereich. Und das ist etwas, wo viel geleistet wurde, aber wo ich immer noch sagen muss, Entschuldigung, wenn ich jetzt da dein Wort ist, ein bisschen Trauerspiel, dass das Ganze privat finanziert ist und nicht von der öffentlichen Hand. Okay. Uli? Genau, du hast mir jetzt auch die Worte noch aus dem Mund ein bisschen genommen. Ja, ich finde auch, es ist einfach noch einmal klarer, es ist einfach so komplex. Und natürlich, wir lernen ständig weiter, auch gerade auch dieses Einbeziehen sozusagen noch einmal des Survivors zum Beispiel selber. Trotzdem vielen, von meiner Seite auch vielen Dank, weil ich finde das dann immer so schön, das noch einmal zu sehen und zu spüren, dieses Miteinander. Und ich würde mir auch wünschen, dass das einfach auf noch viel selbstverständlicher wird. Ja? Also sowohl dieses Miteinander als auch eben diese Finanzierungsfragen. Ja. Ja. Frau Dr. Kronberger. Ja, jetzt kommt more of the same. Ja, jetzt glaube ich, zeigen uns dann oft bei solchen Veranstaltungen dann auch selber, weil dafür haben wir gar nicht die Zeit im Alltag. Da sind wir ja wirklich für die Familien und für die Kinder da. Aber ich finde dann immer, wenn solche Runden zusammenkommen und man den anderen einmal zuhören darf, wie sie das sehen und was sie machen und sich dabei zurücklehnen darf, dann ist das schon immer so ein geballtes Wissen und eine, ja, also das macht einen dann fast stolz, dass man da ein Teil von diesem Ganzen sein kann. Und das hat es heute auch wieder gezeigt. Es waren die Vorträge spannend und ja, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg für die Kinder. Vielen Dank. Wir beenden nun die Sitzung und wir haben eine Videoaufzeichnung, sofern die Kollegen, Kolleginnen einverstanden sind. Könnten wir das dann in weiterer Folge auf YouTube geben? Erfahrungsgemäß wird dann doch der eine oder andere Aspekt nachgehört. Und ja, Personen, die eine Teilnahmebestätigung benötigen würden, die könnten sich an mich wenden. Die Ärzte aus der Runde, da kann ich DFB-Punkte schreiben, das macht man auch. Und ja, und damit würde ich sagen, wünsche ich Ihnen und uns allen einen schönen Abend und gute restliche Adventszeit und dann hoffentlich erholsame Feiertage, frohe Weihnachten und gute Feiertage. Gut, dann wiederschauen. Schön. Danke. Wiedersehen, danke.